Na, ist denn schon wieder Freitag? Ja, es ist wieder Freitag. Und was ist Freitag um 20:30 Uhr? Ja, natürlich. Das Freitagsgespräch. Auch heute am 27.01.2023. Mal gucken, was heute so hier los ist. Mal sehen, wer sich traut, sein Geschäft hier vorzustellen. Oder über sein Geschäft zu reden. Oder zu sagen, ich habe was gefunden und das ist der größte Blödsinn auf diesem Planeten. Sowas gibt es ja auch. Ne? Also, ich denke mal, kommt rein und lasst uns reden. So, um was geht's jetzt? Ganz einfach. Das Freitagsgespräch ist die visuelle Verlängerung von meiner Werbegruppe hier auf Facebook, Werbe für dein Ding. Immer nur posten, 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 ist doch nicht zielführend, denke ich, oder? Und deshalb sage ich, mal den Mut aufbringen und hier live vor der Kamera, ne? Ganz einfach, mal mit den Leuten zu reden und das Geschäft vorzustellen, für was ihr brennt, wo ihr Geld mitmachen wollt. Oder wollt ihr alle kein Geld verdienen? Dann könnt ihr weiter in den einzelnen Werbegruppen da posten, posten, posten. Und kein Mensch sieht sich das an. Das ist doch nicht zielführend, denke ich, oder? Nee, sollte nicht sein. Also, nochmal meine Aufforderung. Wenn ihr schlau seid, kommt hier rein und sagt, ich habe das Geilste auf diesem Planeten gefunden. Die geilste Firma, nagelneu am Markt oder schon 10 Jahre dabei oder 20 Jahre dabei oder was auch immer. Ja? Also, es liegt immer an euch. Ihr müsst das sagen. Ich biete nur die Bühne. Ne? Ich biete wirklich nur die Bühne. Mehr mache ich nicht. Zeigen müsst ihr euch. Jetzt nochmal wüsste, wie das hier, ich das jetzt hier hinkriege. Na gut, okay. So, heute natürlich wieder mit den Jungs von Sparwelten24 natürlich. Ja. Die sind natürlich wieder im Hintergrund am Arbeiten. Warum blende ich das mal wieder ein? Weil das eine geile Webseite ist. Wirklich ein Verbraucherportal, ein Magazin, ein Ratgeber, Reportagen und ein ja, sehr guter Shop da drin. Und wer was einkaufen möchte, hier ist ja so Social Commerce, wird ja so hoch gelobt. Ja, ihr könnt also auch hier bei sparwetten24.de auf den Shop gehen. Könnte ich da was aussuchen und könnte ich das kaufen. Und ja, dann unterstützt ihr auch mich ein bisschen damit. Ja, ganz bestimmt. Also so ein klein wenig. Ansonsten, ja. Ganz einfach. Freut mich, dass du dabei bist. Hast du eine Aufgabe? Nee, eigentlich nicht. Aber es wäre schön, wenn ihr das Video in eure Gruppen teilt oder in eure Profile. Schreibt Kommentare. Und wenn euch danach ist, dann könnt ihr mir auch ein Herzchen schicken oder einen Daumen oder was weiß ich. Ne? Also, hier steht es. Jetzt seid ihr in der Reihe. Was, ich kann es nur anregen. Wenn ihr es machen wollt, würde ich es gut finden. Wenn nicht, muss ich auch mitleben. Ja? So, wollen wir mal gucken. Der Benno ist auch dabei schon. Der Dirk ist dabei. Wen habe ich vorher noch gesehen? Die Ingrid hat auch schon zugeguckt. Also, ich würde mal sagen, dann blende ich mich doch selber mal ein. Und begrüße euch mal so ein bisschen. Ne? Ja, habe ich ja verstanden. Also wer jetzt, ich setze natürlich gleich den Zoom-Link hier rein. Und wer in den Zoom-Raum hier kommt, der muss damit einverstanden sein, dass aufgezeichnet wird. Eins, dass es gestreamt wird auf YouTube, auf Twitter und was weiß ich, wo überall. Ne? Das ist die Grundvoraussetzung. Sonst brauchen wir das nicht zu tun. Und ich denke, das ist doch gut so. Ne? Oder?
Ich bin ehrlich, ich sag's vorher, nicht, dass einer nachher sagen kann, ah, ja, aber das wollte ich aber nicht. Ich wollte mich da nicht präsentieren, weil ich schäme mich jetzt für meine Firma, für die ich unterwegs bin, mit der ich Geld verdienen will. Das alleine wäre ja schon verwerflich, ne? Oder? So, also, dann machen wir jetzt hier mal einen neutralen Hintergrund, damit keiner sagen kann, ey, Alter, du, was machst denn du da? Du hast ja so eine. So, also. Das ist jetzt der normale Hintergrund. Nochmal da draußen. Hallo zu euch. Und ich herre jetzt der Dinge, die da kommen werden. Vielleicht ist der eine oder andere dabei, der dann hier rein möchte. Und wenn nicht, dann sitze ich hier alleine. So lange, bis mein McDonald's-Termin an der Reihe ist. Und dann ist es auch in Ordnung. Aber ist natürlich nicht zielführend. Also, mich würde viel mehr interessieren, was ihr für Geschäfte macht. Denn nicht ich will meine Geschäfte hier rüberbringen, ihr sollt die rüberbringen. Hey, da kommen sie ja schon. Also, warte mal, der Dirk schreibt, ein Krankenhaus hätte das schon aus. Von mir. Gut, Hans-Jörg Kortenbach. Hey, der ein Schugan-Partner. Also, der Dirk ist von mir Partner, Hans-Jörg ein Schugan-Partner. Hans-Jörg und an dich nochmal eine spezielle Frage. Ich wollte mir den Shogun-Shop angucken. Und ich habe das noch so im Ohr, dass du mal gesagt hast, nicht nur 4.500 Produkte, die Shogun da im Angebot hat, sondern auch so Haushaltsreiniger und so Kram. Das habe ich nicht gefunden. Das macht mich nachdenklich. Also, wenn du das reinschreiben könntest, wo ich das finde, oder komm hier rein und mach eine Präsentation. Würde mich mal interessieren, weil mich haben einige Leute angeschrieben, die gesagt haben, Alter, du redest über Shogun und haben die auch solche Sachen, wie zum Beispiel das früher mal Amway gehabt hat oder immer noch hat oder sowas. Dann habe ich gesagt, Leute, kann ich nicht beantworten, die Frage. Da müsste dann Hans-Jörg Kortenbach direkt anfragen, weil der ist der Vertriebspartner. Ich bin da kein Vertriebspartner, aber ich bin neugierig. Ich würde mich auch mal machen, ne? So, wollen wir mal gucken. Also, nochmal. Also, mein Link habe ich jetzt hier drin. Wer da rein will, der geht da auf den Link. Dann kommt er in den Warteraum und dann nehme ich euch hier mit rein. Ganz einfach. Jetzt wollen wir mal gucken. Alle meine Proben sind unterwegs. Ja. Ja, eine gute Geschichte, Dirk. Wenn du das so hindest, so kannst du wirklich, wirklich richtig gut Kunden gewinnen. Und vielleicht ist der eine Kunde dabei oder der andere oder der dritte, der sagt, ach Mensch, ich Geld verdienen, kann ich auch. Ja, gut, dann mache ich das auch mal. Ja? Ey, Hans-Jörg kommt nachher rein. Okay, dann hast du jetzt sicherlich noch eine Veranstaltung laufen. Wäre schön, wenn du das nachher mal zeigen könntest, damit meine Leute hier, die Zuschauer, sehen, um was es überhaupt geht, ne, bei Schugan. Also nicht nur um Parfüm. Na, das hat ja nun fast jede Firma, hochwertige Parfüms. Ich sage nochmal, hochwertige Parfüms. Ja, also nicht, dass jetzt jemand auf die Idee kommt und sagt, hey, die bauen ja bloß nach und sowas alles. Nein, das Einzige, was nachgebaut ist, immer wieder, das sind die Duftfamilien, wo sich das Ganze dann abspielt, ganz einfach. Die Rezepturen sind natürlich nicht patentiert oder sowas, weil das geht gar nicht. Ne? Man kann den Markennamen, ne? Den kann man patentieren lassen oder sowas. Aber das spielt also keine Rolle. Darum soll es mir jetzt auch gar nicht gehen. Mir geht es jetzt in erster Linie darum, dass ich bei Shogun mal die anderen Produkte mir angucken möchte. Vielleicht ist das eine oder andere dabei, was mir auch persönlich gefällt. Das wäre ja auch was. Ja? Aber nochmal. So, dann haben wir Fome. Ja, auch eine geile Firma. Eine geile Firma, ein geiles Parfüm. Es gibt natürlich noch Saks da draußen, es gibt LR und was weiß ich, alles Mögliche, ja. Wirklich. Und das ist ja auch alles vollkommen legitim. Wirklich. Ich finde es alles vollkommen legitim. Weil warum sollte man sich nicht mal für diese Sachen interessieren? Ich finde es immer schlimm, wenn Leute sagen, nee, kommt überhaupt nicht in die Frage. Kommt nicht in Frage, ich mache nur meine Firma und ich gucke nicht nach rechts, ich gucke nicht nach links. Leute, ich habe gestern gelesen, das hat mich wieder sehr überrascht, hat in der Netto gestanden, dass, wie heißen die, Jeunesse oder so?
ist denen verkauft worden an Lacoste. Tja, seht ihr? Und alle, die jetzt bei Jeunesse dabei waren und von Fairway gekommen sind, die sind schon wieder weitergereicht worden. Ach, gut, jetzt kann man sagen, warum so ein großer Konzern, wenn der dahinter steht, ist doch toll. Ja, na klar, sicherlich ist das toll. Aber es gibt auch kleine, niedliche Firmen, ne? Wirklich, die auch gut sind, die wirklich gut sind. Und mit kleinen meine ich wirklich diese Firmen, die ein paar Jahre am Start sind und sich alle weiterentwickeln. Und das ist ja wichtig, dass die Firmen sich wirklich weiterentwickeln. Ja? Das ist wirklich das alles Entscheidende dabei. So, warte mal. Screenshot will ich gar nicht machen. Ich versuche ja was hinzukriegen und das haut nicht hin. Macht mich nachdenklich. Okay, gut, dann nicht. Da muss ich damit jetzt leben, dass das so ist. Hey, Sabine. Sabine hat heute keinen Dienst. Was ist jetzt los? Wie kommt's, Sabine? Sonst bist du immer noch am Arbeiten um diese Zeit. Und jetzt sagst du einfach so Hallo. Aber ich grüße dich natürlich auch. Ja? So wie alle anderen auch. Wirklich. Und wenn ihr wollt, morgen früh musst du los. Au, Scheiße. Ah. Aber morgen ist doch Sonnabend. Sabine, du weißt doch, früher hat man mal in den östlichen Gefilden gesagt, ab Freitag um 1 macht jeder seins und dann geht auch keiner mehr arbeiten. Weder am Sonnabend noch am Sonntag und so. Und du gehst morgen, was? Wann musst du aufstehen? Um 4 Uhr musst du aufstehen. Gute Nacht. Wow. Um 4 Uhr musst du schon aufstehen. Das macht mich ja schon, das macht mich ja sehr nachdenklich. Mann, 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 Mann. Also Sabine, gib Gas, dass du mit deinem Network da richtig in die Strümpfe kommst, damit du das nicht mehr machen musstest, morgens um 4 aufzustehen und nee, das macht man nicht freiwillig. Ne? Also mach mal so rum draus. Du stehst um 4 Uhr auf und wenn meine Planung richtig läuft, dann gehe ich um 4 ins Bett. Okay. Ich weiß nicht, was gerechter ist. Aber ich glaube, es ist gerechter, wenn ich um, was weiß ich, 1:30 oder 2 zu McDonald's fahre und dann, wenn ich dann um 4 wieder zu Hause bin, das ist ja eine gute Zeit zum Schlafen. Ja, ne? Wirklich. Aber gut, okay. Aber ich gönne es dir natürlich, dass du um 4 aufstehst. Nein, die mache ich nicht wirklich. Ich bedauere dich dafür, würde ich sagen. Also nochmal, ja, du bist dran, aber nochmal richtig Gas geben mit deinem Network und dann geht es los. Wirklich, ja? Und dann kannst du dich von dem Ganzen verabschieden. Dann brauchst du nicht mehr aufzustehen. Dann kannst du wie die normalen, wie alle Networker eigentlich, bis morgens um 10 schlafen. Weil sie schlafen dann den Schlaf der Gerechten. Oder des Gerechten oder der Gerechten. Ich weiß nicht, wie muss man das in der Gendersprache jetzt sagen? Der Gerechten innen oder so. Ne? Ich weiß auch nicht. Gut. Wer ist das denn? 10 Jahre, ich denke mal, das heißt Firmé, was der Dirk da stehen hat. Und Dirk sendet heute live von seinem neuen Sofa. Nein, nein, nicht ganz. Nein! Nein, das Sofa ist ja auf der anderen Seite des Zimmers, ne? Dein Sofa ist auf der anderen Seite, das kann ich ja nicht sehen. Du hast ja da so einen himmelblauen Hintergrund. Ach nee, das ist schwarz, ne? Schwarz-weiß, Das ist doch oder? für mich ist das doch hier mein Gut. Hintergrund. Das ist 10 Jahre Firmé. 10 Jahre gibt es die Firma schon. Mann, Mann, Mann. Ja, und mein Krankenhaus testet ja aus, ne? Für mich. Ja. Das musst du jetzt den Leuten erklären. Was willst du da, was willst du damit sagen? Was möchtest du damit machen? Und, ne? Naja, ganz einfach. Wir haben ja diese rote Mappe und die rote Mappe, die kann man überall verteilen. Da sind ja alle Proben drin. Ja.
Und ich habe ich dann einfach meine Krankenschwester, die ich von früher kenne, die habe ich getroffen mal. Und dann hab ich ihr erzählt, dass ich jetzt einen Nebenjob mache mit Parfüm. Dann hat sie gesagt, ja, was ist das denn für ein Parfüm? Ja, sag ich, welche Duftrichtung nimmst du denn jetzt bisher? Und dann hat sie dann halt gesagt, naja, das ist so ein Duftzwilling. Sag ich, ach, das wäre super. Ja, sagt sie, und wenn du günstiger willst, was du da machst, dann werde ich deine Kundin. Und Gut. wir sind günstiger und wir sind auch, es ist sehr gut angekommen, aber natürlich, klar, jetzt haben wir erst noch 2, 3 Tage Zeit, weil sie das dann auch auf der Station, wo sie arbeitet im Krankenhaus, auch ihren Kolleginnen und Kollegen mal, wenn die dann heute und morgen am Wochenende arbeiten, dann auch mal zeigen möchte, was die da machen. Und dann gehe ich in 3 Tagen wieder hin und werde fragen, ja, hat euch denn das Parfüm gefallen? Wie hat es euch denn gefallen? Ja, wollt ihr Kunde werden, ja oder nein? Ein Und guter Weg. entweder sagen die ja, das wäre dann optimal, weil dann habe ich Geld verdient, nämlich habe ich ja 30%, habe ich ja dann Gewinn, weil die werde ich dann nicht über den Online-Shop machen, da verdiene ich ja etwas mehr noch. Ja, und dann bringe ich das da vorbei und rechne das mit denen ab. Ganz einfach. Bestell das dann bei Fimi und bring das dann dahin und kassiere das Geld. Naja, aber ist doch eine gute Geschichte, wenn jemand sagt, oh ja, ich möchte das ganz gerne mal riechen, Ja. ne, und lass mir mal die Probe hier und ich gucke mir das mal an und dann habe ich vielleicht noch eine Kollegin oder noch einen Kollegen, der auch auf sowas steht. Vielleicht entwickelt sich da richtig was draus. Ja, das wäre natürlich schön, wenn sich daraus was ergeben würde. Naja, gut, aber du musst ja wenigstens den Glauben daran haben, dass sich daraus was entwickelt. Wäre ja schlecht, wenn du jetzt sagst, ach, wird sowieso nichts. Nee, positiv denken und sagen, ich habe alles richtig gemacht, ich habe meine Proben da gelassen, habe mit den Leuten geredet und jetzt sammle ich sie nur noch ein. Du sag mal, Bernhard, ich wollte dich noch was fragen. Hat aber nichts mit dem Network zu tun. Magst du gerne Pralinen, Bernhard? Was mag ich? Pralinen? Pralinen? Mit welcher Füllung? Ja, pass auf, Bernhard. Ich habe überlegt, ist natürlich mit Versand. Ich habe jetzt keinen Karton. Ich habe zwei zu meinem Geburtstag. Ich hatte vorgestern Geburtstag. Habe ich ja. Ich habe zu meinem Geburtstag zwei Pakete Pralinen. Ich zeige dir die mal. Zwei Pakete bei. Du kriegst ja komische Geschenke zum Geburtstag. Ja, aber ich habe doch eine schon. Eine habe ich doch für mich, Bernhard. Dann habe ich gedacht. Und immer seine schöne Sendung macht. Wenn ich mal wieder einen Paketkarton habe, dann würde ich dir diese. Die sind in Meeresfrüchteform aus Belgien. Was ist das denn? Meeresfrüchtepralinen. Belgische Meeresfrüchte? Ja. Sind da Muscheln drin oder was ist da drin? Oder Nein, das Algen sind oder? Pralinen aus Schokolade. Ja, aber da steht doch Meeresfrüchte drauf. Nein, Bernhard, das ist nur die Form der Praline. Ach so. Das kannst du schön im Garten, dann hast du da Meerespralinen-Atmosphäre. Ja, ich hab mir schon überlegt, das ist ganz einfach, wie kriegen die wohl in so eine Praline oder wie kriegen die da eine Muschel rein oder so? Das Also wäre ja nicht. man sieht das besser, die Verpackung, wenn ich mal eben hier mein komisches, mein komisch ist er ja nicht, mein Video mal eben hier, mein Hintergrund ändern. Nee, kann man auch sehen, kann man sehen. Ja, gut, ein bisschen bedrehen, ja, so ist gut. Ja, belgische, wie kommst du an belgische Schokolade? Das ist ein absoluter Klassiker, oder? Ja, weißt du, Bernhard, ich habe einen Freund, der mich an meinem Geburtstag besucht hat, vorgestern, und der hat, den kenne ich vom Einzelhandel, das ist so ein Promotion-Mensch. Und wir wollten immer mal ans Meer fahren. Ne? Und das wollen wir auch noch machen, ans Meer fahren. Und dann war er dann einkaufen, hat ihn dann gesehen, frag mich nicht wo. Sagte, ach, da habe ich an dich gedacht und dachte, das schenke ich dir mal, damit du immer das Meer in Erinnerung hast. Und ist die nicht? Ich hab doch zwei Pakete bekommen. Naja, gut, aber du kriegst doch mal, du stell mal vor, jetzt kommt so eine tolle, tolle Braut vorbei und bringt dir auch noch einen Blumenstrauß und dann hast du keine Pralinen mehr. Das wäre ja schlecht, oder? Als ob hier eine Braut vorbeikommt. Er muss ich doch immer zu der Braut. Ja, dann mach doch mal ein Schild draußen an der Tür. Ja. Ich nehme noch Blumen an. Ich habe Geburtstag gehabt, ich nehme Blumen an. Genau. So. Wär ja was, oder? Ja. Nicht? Doch. Würde ich aber lachen, Bernhard. Ich habe Blumen sogar geschenkt bekommen. Was hast du gekriegt? Ich habe sogar von einer Frau Blumen geschenkt bekommen. Nee. Doch, Rosen. Rosen? Warte, ich zeige dir mal. Habe ich auch bekommen. Oh.
da muss jetzt halt doll aufpassen. Die will ich bestimmt anmachen. Also wenn eine Frau Rosen schenkt, das lässt immer tief blicken, du. Nein, das sind doch keine roten Rosen. Kann man gar nicht sehen. Das sind doch keine roten Rosen, Bernhard. Rote Rosen sind bei dir. Naja, gut, aber die sehen auch schön aus. Toll. Ja, ne, die stehen ja auf dem Schrank. Ja, sehr gut aus. Sowas kriegst du zum Geburtstag geschenkt. Ja, von meiner früheren Ausbilderin. Also Leute, habt ihr das jetzt gesehen? Ich habe Ende August Geburtstag. Ich möchte auch solche Rosen geschenkt kriegen, ja? Wirklich. Also macht euch einen Zettel, klebt den an den PC. Der alte Mann, der hat am 30. August Geburtstag und dann braucht ihr unbedingt solche Dinger. Wen hast du denn da jetzt schon wieder? Viel Erfolg mit Dirk Reuter. Na gut, okay, gut. Ah, jetzt habe ich wieder meine Bruder. So, wen haben wir? Warte mal, nochmal gucken hier. Der Benno. Benno ist da natürlich, ja, klar. Da war er. Hallo, Katrin. Ja. Katrin. Hallo, Kerstin. Kerstin ist auch jetzt da. Hallo, Kerstin. Ja, Kerstin auch dabei. Aber Katrin mit Hallo. H, mit Katrin mit H macht hier richtig Werbung rein. So muss man das machen. Mit H, ja, genau. Jawohl, so ist das richtig. Und ich habe mein Zero-In schon wieder vergessen, Kerstin. Ich habe schon wieder mein Zero-In vergessen. Was hast du vergessen? Mein Zero-In, Kerstin hat mir doch von Rot ein paar Zero-In-Kapseln, diese Dinger da. Ach, sie hat dir zum Geburtstag Zero-In-Kapseln geschickt? Nein, vorher schon. Das ist ja geschickt. So bahnen sich Geschäfte an. Das ist ja toll. Das weiß ich, Kerstin, aber auch, ich mache nur für mich. Als Geschäft nur für mich. Aber hör mal, bei Rot, man kann überall auch Kunde sein. Also das ist alles kein Thema. Das ist richtig. Man kann sollte, auch bei der Kerstin so Kunde sein, ne Kerstin? Richtig. Man sollte, wenn man... Komm, Kerstin, Zitronenwasser. Aha. Super. Ach, an deiner neuen Karaffe. Meine neue Karaffe, die habe ich auch bekommen von meinem besten Freund. Und die vom Blomus, die sind gar nicht mal so günstig. Du, 40 Euro. Sag mal, wie viele Freunde hast du denn? Ja, da machst du auch viele. Unbegreiflich. Aber Dirk, pass auf, halt nochmal. Halt die Karaffe nochmal ins Bild. Halt die Karaffe nochmal ins Bild. So, jetzt muss ich meckern. Warum? Ja, was fehlt da jetzt in der Karaffe? Da ist doch alles drin. Wasser? Nee. Was fehlt da? Alkohol. Eiswürfel. Ingwer. Ingwer, okay. Ingwer-Scheiben. Du musst Alfred Schubeck verfolgen, ganz einfach. Alfred sagt immer, Ingwer ist gut. Ingwer. Ja, wirklich, ist gut. Nee, tatsächlich, dann schmeckt das auch richtig gut. Ja, also jetzt trinkst du also Zitronenwasser aus der eigenen Karaffe, die zum Geburtstag kriegt hast. Das ist immer. Oh, Bernhard, die kannst du doch trotzdem essen. Kassi, guck mal, was er da hat. Ja, Meeresfrüchte, Pralin. Ja, ne? Die sind mit Nougat gefüllt. Das wäre doch was für dich, oder? Mm-mm. Nicht? Außerdem möchte der Dirk ja dir einen Gefallen tun. Ach, der will mir einen Gefallen tun? Ja. Ich soll jetzt Meeresfrüchte... Ich habe bei der Kerstin schon erzählt, die Tage, habe ich gesagt. Mhm. Kerstin, wir haben uns gestern noch beim Bernhard unterhalten. Also, der Bernhard könnte man aber eigentlich... Gut, dann habe ich die Frage jetzt, was kostet mich dieser Spaß? Gar nichts. Gar nichts? Dankeschön. Ja, da kannst du den ganzen LKW her schicken. Aber gedulde dich noch ein bisschen was, bis mein neues Geld kommt für nächsten Monat. Neues Geld. Ist dein altes Geld, gibt es das nicht mehr? Du weißt doch, was ich meine. Ach so. Ja. Ja, wenn ich das Päckchen schon bezahle, dann zu Bernhard, dann. Ah, ja, da hast du recht, ja, gut. Naja. Ich meine, diese 2 Euro. Das ist aber kein Network, Bernhard. Also Pralinen. Nein, vollkommen richtig. Also guck mal. Das ist ja nur belgische Pralinen. Aber du wirst lachen, Bernhard. Es gab vor Jahren mal, da war ich auch selber Partner, gab es mal. Und da habe ich auch 500 Leute, ein Schokoladen-Network, Kakao Mundo, gab es mal. Ein Network-Marketing mit Schokolade. Da hatten wir so süße Visitenkarten. Mit Schokolade? Ja, es gab mal ein Network mit Schokolade. Da gab es auch einen Schokoladenbrunnen von der Naschwerk GmbH, Kakao Mundo hießen die. Also ich wollte mal in ein Network einsteigen, das mit Schokolade zu tun hatte. Hm. Wirklich. Mal gucken, ob ich das noch finde hier. Ja, mit dem Potenzmittel, ne? Ja, richtig. Das Potenzmittel ist natürlich für uns Männer immer gut. Oder werden die Frauen davon auch? Aber wir wollen ja, wir haben noch keine 23 Jahre. Na gut, aber ich wollte aber gerade sagen, für die Frauen ist das aber auch gut, wenn die Männer das nehmen. Nein, das war ja die Zielgruppe, die wir hatten. Ne? Das waren ja eigentlich die Frauen, nicht die Männer. Ne? Die Frauen waren also sehr, sehr wichtig, weil die können das ja am besten einschätzen. Und zwar hieß das, schließe gehen.
Guckt euch das an. Ah. Wirklich. Und also nicht nur top in der Verpackung, sondern und jetzt zeige ich das mal. Und das war nicht in Meeresfrüchteform, sondern in Herzchenform. Oh, oh. Ja. Aber dann leider Gottes. Da muss man ja auch noch verliebt sein, auch noch. Naja, klar. Also das Ding, das also wirklich gut, wirklich gut. Ich habe mir da mal ein Einsteigerpaket gekauft. Und also wirklich echt durchschlagender Erfolg, muss ich sagen. War echt gut. Bloß leider Gottes hat der Initiator, der kam aus der Türkei und hat es leider Gottes nicht in Deutschland auf die Reihe gekriegt, da die nötigen Sachen durchlaufen zu müssen. Schade. Und schade, dann ist das alles geschoben. Aber es war wirklich eine geile Idee und ja, gut. Aber gut. Dann haben wir ja jetzt Kerstin. Mhm. Wir haben ja jetzt auch Zimtzuwachs vielleicht bald, ne, mit dem, das ist ja auch schön. Was meinst du gerade? Aber für mich, unseren Zimtzuwachs, wo wir da jemanden informieren, das ist ja auch schön. Du meinst jetzt gerade mit dem B2B oder so? Oder ja, was meinst genau. Du? Mhm. Ja. Also Kerstin unterstützt mich ja ganz toll und muss ich ja sagen. Ja. Im B2B war gut. Ja, der Benno schreibt gerade rein, es gibt ja noch was, das ist ja auch ein B2B-Programm eigentlich, ne? Was denn? Kokomundo. Ja, die hießen auch Kakaomundo, hießen die früher. Ja, oder Kaka, das ist natürlich noch gut, okay. Aber da kann man sogar die Täfelchen kann man sogar bedrucken lassen. Also das ist wie B2B von mir, ne? Gut. Mhm. Gibt es jetzt da schon jetzt eine neue Information für die Leute da draußen? Wie haut das B2B-Programm hin? Gibt es da irgendwas? Oder? Nee, ich kann noch nichts groß weiter dazu sagen. Habe leider keine Auskunft mehr bekommen. Ach, aber, also das, wie gesagt, Stückzahl von 100 oder vorher 50 ist ja auch nicht so viel. Ich meine, wenn du sonst dir irgendwas bedrucken lässt oder Produkte abkaufst, da musst du wesentlich mehr nehmen. Und vor allem, welche Firma macht das schon, dass du zum Beispiel Düfte raussuchst und sagst, ich möchte da meinen Namen drauf haben, mein Logo drauf haben. Die Firma macht das auch noch und ist dann auch damit einverstanden, dass du es danach dann in dein Geschäft für deinen Preis verkaufst und oder verschenkst oder machst, was auch immer. Also von daher schon eine tolle Sache, finde ich. Also Kerstin, also, ich möchte mich jetzt nicht weit aus dem Fenster lehnen. Ne? Mach mal aber, nicht, weil es kalt draußen. Aber ich glaube mal, dass das nicht lange gut geht, dass vom Meter ein Alleinstellungsmerkmal hat, da werden andere sofort nachziehen. Glaub Na, werden wir sehen, oh. Ne? Werden wir sehen. Was ist denn das jetzt hier? Was ist das? Das Kakaomundo. Ich wollte nur kurz sagen, die Firma gibt es nicht mehr, aber hier hatte ich Kerstin, so. Über 500 Partner. Die hatte ich hier gehabt bei der Firma, über 500 Partner. Kaffee. Wow. Cool. Aber das siehst du ja auch bei Kaffee Blogspot, dass das vorbei ist. Ne? Das Ende für MLM so. Kakaomundo. Da war ich auch dabei, früher mal. Gut. Und da hatten wir so eine süße Visitenkarte, das sind so Schokoladen hier, da kann man ja sehen hier so. Da kann man dann so einen Firmennamen draufdrucken und das war ganz süß, ja. Schick, gute Idee. Und die gibt es nicht mehr? Nein, sonst wäre ich noch dabei, ich hatte über 500 Leute in meinem Team. Ach so, schade. Ich war Manager schon und ich glaube auch schon ein höher war ich schon. Aber jetzt mache ich für mich mit der Kerstin groß und da freue ich mich sehr. Genau. Was ich ganz toll fand, auch bei Fümee jetzt diese Woche, dass eben keine, habe ich dem Bernhard schon heute per Messenger im Facebook erzählt, dass keine Flugzeuge mehr, das fand ich ganz schön, dass da nicht mehr ja, so Flugzeuge ja, umgeflogen sind bei Fümee. Also ich glaube, das war auch bloß so eine Aktion, also dass sie sagen wollten, wir chartern dann mal und dann kommt da halt einmal so ein Aufdruck drauf und dann ist auch wieder gut. Ich glaube nicht, dass sie gleich Flugzeuge kaufen wollten oder große Kreuzfahrtschiffe oder so. Ich denke also, mal, das wäre dann doch eine Nummer zu groß. Eine? Eine Nummer zu groß. Eine Nummer zu groß, ja. Eine ganz große Nummer zu groß. Also solche Sachen, also ich bin seit 5 Jahren, sage ich das, immer wenn ich in ein Webinar komme und sehe diese geilen Autos, diese geile Yacht. Ne? Und dann willst du die sofort haben, ich weiß. Schuch und noch diese ganzen kleinen niedlichen Mädchen da am Pool und sowas, alles verstehst du, sage ich schon, oh scheiße, hier bin ich total falsch. Ja. Weil das ist, in meinen Augen, das ist nie seriös, so wie ich von mir kennengelernt habe, so finde ich die sympathisch, so finde ich sie sehr seriös. Ja.
so dick auftragen, ich weiß, das muss nicht sein. Nee. Also in meinen Augen nicht, aber gut, jeder hat natürlich, es gibt auch Leute, die stehen da drauf, die sagen, du, da war kein, noch nicht mal ein geiles Auto zu sehen, das ist doch scheiße, das taucht nichts, ne? Und ich sage, na gut, okay, jeder hat seine eigene Erfahrung damit. Ich möchte es mal so rum sagen, ich habe mir jetzt auf TikTok die Tage eine Präsentation, oder was heißt Präsentation, also so ein Hilfswebinar da angeguckt von jemand, der auch für eine Firma unterwegs ist, ne? Und was ich da gehört habe, das hat mir fast die Schuhe ausgezogen. Also einmal erstmal da angefangen, weil jemand gefragt hat, wie sieht das mit Gewerbe aus, ne? Brauchst du nicht, Blödsinn, brauchst du alles nicht. Weil ich erstmal gestutzt habe, oder was? Du willst die Leute ja als Partner einschreiben und die sollen keinen, nee, brauchst du nicht. So, und dann hat der hat Zahlen aufgerufen, da ist mir schwindelig geworden. Ich meine, gut, er hat eine schöne Wohnung gehabt und das war wirklich kein Greenscreen oder sowas, sondern war wirklich wohl seine Wohnung, war seine Küche, in der er gestanden hat. Das finde ich ja ganz in Ordnung. Aber wenn einer ernsthaft davon von Zahlen redet, die so exorbitant hoch sind, dann sage ich, wo ist jetzt der Haken dabei? Kann man sich doch aber auch die Steuern leisten. Was kann man machen? Da kann man sich doch auch die Steuern leisten. Ich meine, kannst du ja dann auch was absetzen und so, also von daher. Naja, ich hatte reingeschrieben dann in den Kommentar, warum, weil es hieß dann, Steuern sind doof, ne? Ah. Ich hatte reingeschrieben, du, ich bezahle gern Steuern, weil das ist für mich dann ein Punkt, dass ich ganz gut Umsatz gemacht habe. Und in dem Moment, wo ich dann sehr gut Umsatz gemacht habe, habe ich auch einen Steuerberater. Der Steuerberater ist dafür da. Steuerberater, kein Steuerverwalter. Steuerberater ist dafür da, meine Steuern so gering wie möglich zu halten, ganz einfach. Und das ist immer eine gute Sache. Mhm. Ja? So, das hat er gar nicht verstanden. Ne, der fühlte sich nur angegriffen, weil er ja nun der absolute König ist. Gut, es gibt Leute, die haben, was weiß ich, da 1.000 Leute in ihrer Downline oder 2.000 oder 3.000 oder auch meinetwegen 10.000. Kann alles sein, habe ich überhaupt nichts gegen, wirklich. Hm. Nur ich finde es fahrlässig zu sagen, Dirk, steig bei mir ein und ich sage dir, also nach 2 Monaten 10.000, da brauchen wir gar nicht drüber zu reden. Ne? So, das ist unseriös. Das ist unseriös. Zusammen, pass auf, wenn du bei mir einsteigst, kannst einfach, wir können zusammen was machen. Ich helfe dir gern ganz einfach. Und du kannst ein paar hundert Euro, wenn du Glück hast, kannst du ein paar hundert Euro verdienen. Na klar, sicherlich. Aber gleich von 10.000 zu reden, dann sage ich mal wieder, das ist doch nicht seriös. Wer springt denn auf so einen Scheiß an? Weiß ich nicht. Nee, kann ich mir nicht vorstellen. Ne? Wirklich. Na, aber gut, aber was soll's. Ja, also so, ich, das, deshalb mag ich das nicht, wenn dann auch immer so getrommelt wird mit ihren tollen Booten und so. Und wo ist ja, man hört doch auf. Okay, und dann also doch ein Flugzeug dabei. Ja. Oder, die Ehe ist bei denen das auch, ne? Ja, was? Also wenn, man muss das ja alles in Relation setzen. Ne? Ja. Wenn ich jetzt sehe, ganz einfach, da ist jetzt zum Beispiel ein Bugatti mit Firmenwerbung drauf, ne? Wo ich sage, verdammte Scheiße, ey, dieser Bugatti kostet 3,5 Millionen. So viel ist doch die ganze Firma nicht wert. Wirklich? Das weiß ich nicht, kann ich nicht einschätzen. Nein, aber ist doch so. Wirklich, also Menschenskinder. Kerstin, ich wollte noch was fragen. Hm? Ich sehe jetzt bei Film Mega immer verstärkt dieses, weil ich möchte es ja auch mir bestellen, nochmal dieses Sonderpaket jetzt zur Pro-Lounge. Ja. Aber ich habe das in 2 Versionen gegeben. Einmal so gemischte Produkte mit Parfum und einmal nur Parfum. Haben wir jetzt beide noch oder haben wir nur noch eins? Keine Ahnung, weiß ich, kann ich nicht zu sagen. Weiß ich selber nicht. Bei einer Präsentation haben wir jetzt einmal mit den Düften, haben wir dieses Pre-Lounge-Paket mit diesen Luxus-Düften, diesen Sprühflakons. Könnte ich mit Bernhard auch eine Probe machen. Ja, es soll in Zukunft, also dazu können wir mehr sagen, wenn der morgige Tag vorbei ist. Morgen ist Kick-Off. Ja. Und da werden ganz viele Informationen angegeben. Ne? Morgen ist das am 28. Da ist Kickoff und danach wird eben bekannt gegeben. Also es werden ja viele Aktionen gestartet werden. Du hast das ja auch mitbekommen in dem
Zoom, wo wir die Neuigkeiten da gehört haben. Es wird ja auch ein, es soll ja ein Pre-Launch-Set auch geben, so ähnlich wie das, was ich habe, nur dass du dann nicht diese Produkte da so drin hast, also schon die neue Mappe mit den, ne, mit den Sprühfiolen und auch dann auch mit diesen neuen Düften, weil die bekomme ich ja noch nach. Aber dann sollen auch zum Beispiel Gutscheine drin sein, sodass du dir selber Produkte raussuchen kannst und die dann verwenden kannst. Weil ich habe ja jetzt nochmal, ne, mit den Produkten selber drin, wenn du natürlich Gutscheine hast und das selber dir, finde ich natürlich noch besser. Aber es soll dann, wie gesagt, auch noch andere geben. Wir bekommen ja auch noch Premium- oder Luxury-Düfte. Von daher steht alles noch in den Sternen. Ach, klasse. Ich kann ja gar nicht sagen, wie begeistert ich bin. Ich meine, ich stehe dazu auch öffentlich, dass ich ja auch gerade auch noch mich noch bewerbe noch, dass ich auch noch ein bisschen normal arbeite. Ne? Und immer wenn ich jetzt eine Absage bekomme, dann schreibe ich immer für mehr Werbung zurück. Super. Ja, ich du warst ja viel unterwegs. Ich habe da einen schönen Text. Ich schreibe dann immer, ja, schade, dass sie mein Potenzial nicht erkannt haben. Und dann schreibe ich dann, deshalb werde ich jetzt meine selbstständige Nebentätigkeit bei Femme Perfume Cosmetics weiterführen. Ne? Und wenn Sie Interesse haben an personalisierten Parfums als Kundengeschenk oder als Merchandise, dann melden Sie sich einfach. Und dann haue ich den Link aber natürlich immer schon drunter. Ne? Ja, klar. Das hast du nichts mehr, nichts zu verlieren, ne? Alle jetzt, wir haben hier eine Absage geschickt, alle kriegen sie, bei jeder Absage kriegen die jetzt obendrauf immer Werbung zurückgesendet, immer. Und da ich mich ja online bewerbe über Stepstone und ich da ja meine Bewerbung ja ganz jeden Tag bestimmt 5 Stück, da kommt einiges noch zusammen. Na siehste, ist doch schön. Irgendeiner, der wird schon aufmerksam werden. Ja. Ne? Und vor allem nur wer nichts macht, kann eben davon ausgehen, dass noch nichts zurückkommt. Aber Bernhard, ich muss gestehen, ich war jetzt neulich ja auch bei McDonald's, da habe ich ja auch meinem besten Freund Femme vorgestellt, da habe ich einen Bernhard, immer bei McDonald's, da musste ja teilweise, weil ich ja ewig nicht mehr da war, da sind ja jetzt so Displays zum Bestellen. Ne? Ja, das ist doch krank, deshalb gehe ich ja nicht rein. Warum? Du gehst im Auto dann nur. Ja, ne? Ja, ich fahre immer zum Drive, also ich gehe da nicht mehr rein, wirklich nicht. Also das ist mir zu kompliziert geworden. Also wenn du stehst doch vor dieser riesen Tafel, dann drückst da alles Mögliche drauf, dann kriegst du eine Nummer und dann stellen sie sich mal da hinten hin. Und früher hast du dich an der Kasse gestellt, in schöner Reihe und das war gut. Und heute diese Scheiße, was die da machen. Nee, nur noch zum Drive, weil das ist das Einzige, was wirklich wahr ist. Na, warte mal ab, dauert nicht mehr lange und dann wollen sie Bitcoins haben da. Was machen sie? Dann wollen sie bestimmt Bitcoins haben. Wer will Bitcoins? Ah, ich habe ja jetzt Bitcoins. McDonald's. Ne? Ich habe jetzt Bitcoins, ne? Ja. Du hast Bitcoins? Ich glaube, da habe ich geschenkt bekommen von jemand sehr nett. Dann habe ich geschenkt bekommen. Also ich muss euch jetzt was sagen. Ich habe heute in meiner Werbegruppe Werbe für dein Ding, wollte jemand Werbung machen. Macht bei Meinungsumfragen mit oder sowas oder Bewertung und kriegst 50 Euro dafür. Das habe ich natürlich abgelehnt. Das wird nicht verbreitet. Also wenn Leute so, schon so frech sind und andere Leute reinlegen, dann bitte geht in andere Gruppen. Hier, geht zu Dirk. Bei Dirk könnt ihr das machen, bei mir nicht. Was? Bei dir in der Gruppe dürft ihr das machen, Dirk? Das wäre mir auch neu, oder? Was dürfen wir machen bei uns? Also betrügerische Werbung. Nein, ich habe es wirklich in der Tat. Hallo? Meine Gruppe ist sauber. Ja, meine auch. Deshalb, ich habe es abgelehnt. Ich habe sofort gesagt, ist nicht, will ich nicht haben. Echt nicht, weil ich finde es also eine bodenlose Frechheit. Ne? Leute, kommt zu mir in eine Gruppe. Bei mir könnt ihr auch live gehen, genau beim Bernhard auch. Ich habe jetzt über 7.000 Mitglieder. Der Bernhard hat schon über 10.000. Du hast schon noch mehr, ne, Bernhard? Wo ich lasse fast keinen mehr da rein. Nein? Nee, ganz selten. Ich nehme immer noch auf. Den ich reingelassen habe, das war unser Chris Christoffersen, der Mann ohne Haare, aber mit Hut. Den habe ich noch mal reingelassen. Aber ansonsten, ich nehme fast keinen mehr rein. Wieso war der denn draußen? Weiß nicht, der war noch nicht Mitglied. Mhm. Ich lasse da fast keinen mehr rein, weil... Das ist mir einfach zu doof. Was ich da zu lesen kriege, das ist ja, das schlägt ja fast den Boden aus. Wirklich. Und wo die alle herkommen. Ne? Heute wieder über 30 Leute. Irgendeiner kommt rein und hat dann vorgeschlagen und so. Ne? Und dann gucke ich dann,
aus Las Vegas und Kalifornien und wo die alle herkommen und wo ich sage, hallo Leute, das ist eine deutsche Werbegruppe. Wir machen in Deutschland hier Werbung. Und dann gucke ich rein, nur Krypto, nur Krypto. Verstehst du? Nicht, also teilweise haben sie, also wirklich, manche waren ja bloß ein oder zwei Tage bei Facebook angemeldet, ne, und so. Ja, und die wollen dann in meine Werbegruppe. Was soll das? Ich meine, wenn die Jungs in Nigeria nicht weiter zu tun haben, dann sollen sie sich selber eine Gruppe aufmachen. Da können sie sich ja gegenseitig verarschen, aber naja, nicht. Naja, Bernhard, das musst du so sehen. Die gucken sich natürlich die erfolgreichsten Gruppen aus. Ja, das ist und mir da scheiße. Zählst du nun mal dazu. Also das ist nun mal so, ne? Also von daher musst du dich da nicht wundern. Also, nee, ich möchte, ich sage es immer wieder ganz, als ich mal angefangen habe, die Gruppe gegründet habe, war es eine reine Kryptogruppe. Da war keine andere Werbung geduldet, nur Krypto, ne? Bis ich dann mitgekriegt habe, ganz einfach, wo die Reise hingeht und dass dann zu viel betrogen wird. Und da habe ich gesagt, jetzt ist Krypto Schluss, muss ich nicht mehr haben, echt nicht. Also von Leuten, die ich kenne, zu denen ich noch Vertrauen habe, okay, die dürfen Krypto da reinmachen, eine Werbung. Aber bei Fremden sage ich grundsätzlich nein, sprich über Produktmarketing, das könntest du gern tun. Weil wenn jemand da ein Einsteigerpaket kauft, okay, dann kriegt er für das Einsteigerpaket, kriegt er Ware. Mhm. Ja? Und nicht nur heiße Luft. Wirklich. Und ich habe in den ganzen Jahren, die ich das jetzt betreibe, den ganzen Blödsinn hier, habe ich zu viele Firmen gesehen, die wirklich abgegriffen haben ohne Ende. Und immer dann, wenn du Geld raus haben wolltest, du hast immer in dein Dashboard geguckt, da warst du Millionär. Ne? Und wenn du was haben wolltest, haben sie gesagt, Dankeschön. Ne? Der Zahlungsanbieter hat Probleme. Ne? Oder macht Probleme und so. Was ist denn jetzt los? Was ist jetzt passiert? Weiß nicht. Irgendwie bin ich fest hier. Nö, alles wieder gut. Was ist jetzt los? Was machst du denn jetzt? Ach, Dirk hat jetzt seine Sache. Ja, aber Bernhard, ich will, dass du mal siehst, obwohl du immer so Spaß immer machst, ich bewerbe immer in meiner Gruppe hier, schau mal, ich habe jetzt 7.100, ich bewerbe immer deinen Freitagsgespräch. Ja, guck mal, denn du hast 36 Anfragen. Ja, guck. Ja, und geh jetzt mal rein, freizugebende Beträge, über 20 Bernhard, Stück. Aber du musst auch mal das Gute sehen. Schau mal hier, hoch die Hände. Ich mache immer Werbung hier in meiner Gruppe für deine Sendung. Ja, das ist ja auch gut so. Das ist ja auch, das ist gut so, ne? Ja. Nee, dafür stelle ich ja auch die Bühne. Ne? Ganz ja. Dirk, hattest du gesehen, die Katrin, die hat dir noch nachträglich gratuliert zum Geburtstag irgendwie. Habe ich noch gar nicht gesehen. Ja. Wer hat gratuliert? Katrin hatte noch gratuliert. Katrin hat gratuliert. Habe ich hier noch drin, ja. Hat die auch Geburtstag? Der Dirk hatte Geburtstag. Ja, das weiß ich ja. Aber, aber Dirk, also wirklich, da muss er wirklich mal richtig arbeiten, du. Ja, ja, klar. Über 20 Freigaben. Oh. Ja, nur, ich habe ja heute auch mal ohne Internet gearbeitet. Ich bin ja nicht nur zu Hause. Du bist nicht. Naja gut, wenn du natürlich da einen halben Tag im Krankenhaus rumläufst, ist kein Wunder, dann kannst du dich um nichts anderes mehr kümmern, da hast du recht. Ja, also Asche auf. Ach doch, wenn WLAN ist. Nein. Nee, alles gut. Sag mal, ich will hier jetzt mal mein Profil ändern. Und ach Bernhard, ich muss mal eben mein Küchenfenster zumachen, ich war gerade am Lüften. Was mache ich? Er macht Fenster zu, weil er lehnt sich auch nicht so weit aus dem Fenster. Nee, ich möchte noch ein bisschen leben, ne? Der hat das Fenster auf. Jetzt nicht mehr, macht es gerade zu. Was ist denn das für eine Art? Man kann doch jetzt in dieser Zeit kein Fenster aufmachen. Doch, zwischendurch mal ein bisschen lüften kann man ruhig. Ich stell dir vor, da kommt ein Einbrecher vorbei und dann steigt er ein. So, da geht es dir so wie dem Pocher, verstehst du? Mann, habt ihr das gelesen? Bei dem haben sie eingebrochen. Also, was heißt eingebrochen? Das Fenster war auf und einer ist eingestiegen und hat dann geklaut. Oh wei. Ja, und die habe ich nicht gelesen. Muss er uns alle. Doch, und seine Frau kann nicht mehr jetzt in Ruhe schlafen. Oh mei. Ja, weil sie immer denkt, ja, was ist passiert? Ich habe jetzt hier noch was Tolles von der Geburtstag bekommen. Pass mal auf, da kann ich. Ne? Ich werde jetzt nicht mehr älter, Bernhard. Ich habe jetzt hier eine. Was ist denn das? Das hast du noch nie gesehen. Warte mal in dem Bildschirm wieder ohne für mich, sonst kann man das schlecht zeigen. Mach mal den Hintergrund weg, damit man das besser sehen kann. Ja, ich mache den. Wer ist denn Frank Masur? Keine Ahnung. Kenne ich den? Kenne ich nicht. Ich kannte den Kuchen. Ich habe jetzt hier eine Anti-Alterungspille geschenkt bekommen. Hast du die auch gleich genommen? Nein, noch nicht, aber ich werde sie gleich mal nehmen, glaube ich. Aber gehst du nicht damit um, ne? Und das war jetzt von der Jungbrunnen AG. Das kann ich euch empfehlen. Das ist ein super geiles Geschäft. Könnt ihr bei mir einsteigen, werdet ihr auch nicht älter. Also schreibt mich alle an. Ja, aber du musst da ganz vorsichtig mit umgehen. Nicht alle auf einmal nehmen, sonst können sie dich abtreiben oder so. Das Problem ist, du darfst es nicht mit dem Anti-Idiotikum zusammennehmen.
Was ist das? Aber da ich ja kein Idiot bin, ja, es gibt auch ein Anti-Idiotikum, gibt es auch, ach so, das schlau bleibt. Aber ich habe mich entschieden, ich bleibe lieber jung für immer. Das ist aber kein Network, ne? Nö, aber bringe ich jetzt raus. Ich kann mich alle anschreiben. Dann kriegst du noch einen Duft dazu, passt das. Oh ja, das ist cool. Einer für Damen und einer für Herren, oder? Ja. Ah, nee, für Mädchen und für Jungs, weil die sind ja dann alle so jung. Genau. Naja, gut, aber ich will dir sagen, also, da würde ich aber doll aufpassen, du Dirk. Das kann dir aber ganz böse auf die Füße fallen. Warum? Ja, wenn du jetzt sowas schickst, einen Jungbrunnen und dann noch einen geilen Duft dazu, also es gibt bestimmt Leute da draußen, die fühlen sich dann angepisst davon. Glaub mal. Ah, fühlt sich immer angepisst. Duft mit Zuckerwatte, ne? Naja, Zuckerwatte einpacken und dann los. Ach, Bernhard, man kann es nie jedem recht machen. Nee, recht kannst du es nie machen. Oh, wer kommt denn da? Mir kannst du mal recht machen. Ach, der Hans-Jörg. Hans-Jörg möchte uns jetzt erklären, wie kriege ich einen geilen Backofenreiniger bei Sugar. Da hat jemand noch den Lautsprecher. Hans-Jörg. Ja, das haben wir gerade ausgemacht. Hans-Jörg. Also ich war jetzt auf der Sugar-Seite. Ich habe euch die ganzen Parfüms angeguckt, die Klamotten, die ihr da habt. Ich meine, die sind ja tolle Kleider, ne? Sind ja tolle Kleider. Aber für welche Kleidergröße ist das? 34, 36 oder was? Das steht immer dabei. Ehrlich? Ja. Also ich glaube, das war etwas für die zarte Dame. Ah. Nichts für mich. Ne, weiß ich nicht. Nee. Zart also, geht anders. Also so eine Handvoll Frau, ne, sage ich mal, eine Handvoll Frau, ne? Wirklich. Ja. Aber niedlich. Die Mädchen sind niedlich. Und die Kleider haben ja alle was. Das muss man ja sagen. Allein schon wegen den Mädchen kann man doch auf die Seite gehen, oder? Ja, das kann man machen. Aber nee, also wirklich, also die Kleider haben ja wirklich was, ne? Blick. Wirklich, aber nochmal. Also ich habe da Haushaltsmittel und sowas gesucht, aber ich habe es nicht gefunden. Wo finde ich das auf der Seite? Moment. Oh boy, na los, jetzt geht's an. Jetzt bin ich gespannt. Werbung ist alles. Was ist denn das hier? Werbung ist alles? Das ist doch nicht meine Seite. So. Oh. Was ist das jetzt? Ich wollte. Moment, stopp. Das ist. Aha, gut. Sieht man was? Nein, ne? Ja, sieht man. Nicht alles. Ja, ich sehe aber nicht, dass man was sieht. Euro-Event. Ja, Susi und Betty. Alle haben, ach da, Susi und Betty. Susi und Betty, das sind zum Beispiel Reinigungsmittel. Jetzt muss ich selber mal sehen. Waschmittel oder was? Nee, auf den anderen Monitor. So, du gehst hier oben ins Kaufhaus rein sozusagen, ne? Ins Kaufhaus? Ja, hier oben. Siehst du die vier Zeichen am oberen Rand? Ja. Ne? Wo hast du hier alle Produkte? Warte. Wo? Produktkatalog oder was? Nö, hier das Häuschen, was zu sehen ist. Produktkatalog, ja. Ja, gut. Dann öffnet sich hier links ins Feld. Und da kannst du auch Reinigungsmittel finden und Reinigungsmittel. Die haben sogar elektrische Zigaretten. Geht mal da drauf. Geh mal bitte da drauf auf elektrische Zigaretten. Das sind doch. Da ist auch eine eigene Marke. Die findest du sonst nirgendwo. Hoppla. Aha. Wobei das ja jetzt italienisch. Und ah ja, guck mal, Dampfer haben sie. Geil. Das ist ja stark. Wow. Wir haben alles, Bernhard. Schick mir bitte mal den Link im Messenger, ganz einfach, da guck ich mir mal. Also der Dampfer sieht ja auch noch stylisch aus. Ja, da sind einige, die sehen also schlecht aus, ne? Weil ich denke, der Dampfer ist ja eine Zeit lang jetzt aus der Mode, ne? Weil jetzt kommen ja die E-Zigaretten und da habe ich heute Morgen gesehen, da machen die einen Heidenalarm wegen der Entsorgung des Mülls. Ne? Ja. Und deshalb Dampfer, also ich hab ja da hinten auch so einen Haufen Dampfer stehen, ne? Und die sehen ja gut aus. Hans-Jörg? Starke ja. Nummer. Hans-Jörg? Ja. Hast du auch CBD zum Dampfen? Nein, CBD haben wir nicht. Ah, CBD zum Dampfen haben wir auch nicht bei Firmen, ne, Kerstin? Was möchtest du jetzt haben? Hä? CBD zum Dampfen. Naja, und? Wo ist denn das Problem?
Ja, ja. Da. Ja. Das Bries von Natura Vitalis. Ja, ich brauche aber so ein Dampfgerät dann noch. Und ach so? Ohne Dampfgerät kann ich keinen CBD dampfen. Ich habe jede Menge da stehen. Nein, die Preise sind ja auch noch sind ja gut. Also Kerstin sagte ja, die Preise sind alle gut, egal in welchem Bereich. Ne? Echt stark. Also von daher. Musst du mir schicken, das musst du mir unbedingt schicken, da muss ich rein. Werde ich machen. Da muss ich rein, da muss ich rein. Ich hoffe nicht, dass der Dampfer genauso stark riecht wie die 74 von euch. Das wäre dann nicht. Ich liebe die 74. Da komme ich immer wieder drauf zu sprechen, ich weiß. Also, aber ich liebe die 74. Ja, ist nichts gegen zu sagen. Also ich mag die 99 von Fumé, ne, so als normalen Duft und zum Auffallen natürlich dann die 74 von Shogun. Ja, es ist halt, du weißt ja, wie es heißt, übersetzt schwarze Afghane, ne? Ja. Und ist inspiriert halt durch diesen Duft. Und naja, von daher ist es halt ein Duft, der nicht für jeden etwas ist. Wenn du damit nicht auffallen möchtest, nimmst du dir am besten ein anderes Parfum. Wenn du natürlich auffallen möchtest, mit der 74, super, da fällt's so sollte auf. Man nicht zu viel drauf auflegen. Naja gut, mittlerweile habe ich das auch drauf jetzt, aber trotz, also auch wenn du nur zweimal sprühst oder sowas. Also das Zeug ist wirklich so intensiv, unbegreiflich. Ne? Ja. Und Leute, ich muss eine Lanze brechen für Fumé und für Shogun. Wer das möchte, der kann auch Proben da bestellen. Bei Xax auch, aber bei Xax müsst ihr die definitiv bezahlen, habe ich gelernt. Hier bei Hans-Jörg glaube ich nicht unbedingt und bei Kerstin auch nicht und bei Dirk wahrscheinlich auch. Ich wollte gerade sagen, bei Fumé, wenn ihr da bestellt, müsst ihr die auch bezahlen, aber wenn ihr bei uns bestellt, also ja, meine ich ja, ne? Ja. Weil das ist so. Also den Schmuck zum Beispiel habe ich mir auch angeguckt. Wunderbare Teile, auch von den Preisen her. Ja, also vom Preis kannst du wirklich nicht meckern. Kannst du wirklich nicht meckern. Also schöne Dinger mal, wirklich. Ich sehe jetzt nichts, ist ein Whiteboard. Was willst du haben? Eine Weißwurst? Ein Whiteboard, habe ich gesagt. Da war eben nur alles weiß. Aber jetzt kommt der Schmuck. Nee, also schöne Sachen bei. Wirklich, echt gut. Wirklich, also kann man nicht meckern. Das hat mich wirklich überrascht. Gehen wir mal bei den Ringen zum Beispiel rein. Sehr, sehr gut. Wenn man die Preise sieht, top. Mhm. Na gut, Ringe ist nicht so unbedingt mein. Guck doch bitte nochmal nach wegen irgendwelche Haushaltsreihen hier und sowas. Das würde mich mal wirklich interessieren. Da gucken wir dann auch mal rein. Bernhard will sich auf den Frühjahrsputz vorbereiten, glaube ich. Da mache ich jetzt einmal etwas anderes. Ja. Warum kriege ich das Feld nicht groß? Das wissen wir nicht. Na gut, jetzt muss ich mich halt darauf verlassen. Siehst du das? Wir sehen die Ringe. Wir sehen die Ringe. Moment. Muss das wieder rausgehen und muss nochmal neu anklicken? Ja. Genau. Okay. Wo haben wir es da? Reinigungsmittel, jawohl, das ist tatsächlich. Ich gehe mal jetzt und zeige dir mal gerade die wichtigsten oder die besten durch. Also erstmal die Reinigungsmittel bei uns, die sind alle HACCP zertifiziert. Das heißt, sie dürfen im Lebensmittelbereich, im Gastronomiebereich benutzt werden. Mhm. Im Gastronomiebereich gibt es halt diese Regelung, dass nur bestimmte Reinigungsmittel verwendet werden, die halt nicht giftig in dem Sinne sind. Mhm. Gibt es auch, gibt's die Übersetzung auch in Deutsch oder nur auf weiß ich nicht. Ach, da unten. Ja, gut. Okay. Dieses ist zum Beispiel auch für mich jetzt ein Favorit. Das ist ein Fettlöser. Der macht aber, der holt quasi aus allem Sachen raus. Flecken aus Polstern, was da gemacht wird. Der holt das Fett runter. Das ist der Hammer. Und man muss bedenken, das sind alles Konzentrate. Das heißt, sie können verdünnt werden und haben eine tolle Wirkung. Ne?
Für einen Grill ist das auch geeignet. Für einen Grill ist das auch geeignet, natürlich. Ja. Wobei ich da eventuell ein anderes Mittel verwenden würde, nämlich Shogun-Ofen. Das ist dafür super. Damit kannst du den Backofen reinigen, die Pfannen unten drunter ruckzuck kurz einwirken lassen und gerade auch den Grill einsprühen. Und das löst eben den ganzen Fett, das ganze Eingebrannte. Brauche ich unbedingt. Also für den Grill brauche ich was und für den Backofen auch. Das, ja? So. Das muss ich testen. Hier ist für Oberflächen ein Desinfektionsmittel in einem Reiniger. Und das sind jetzt, ich gehe mal gerade nur durch die verschiedenen Produkte durch. Das hier ist zum Beispiel eben auch zum Polieren von Oberflächen. Ich kann das nächste Mal auch mal Beispielbilder von zufriedenen Kunden auch reinsetzen. Ja, das wäre gut. Und das ist zum Beispiel zum Entfernen von Kalk, Restaurieren von Terrakotta. Wir haben hier also ganz tolle Produkte auch für den Außenbereich, um da zum Beispiel die Platten auf der Terrasse und so weiter zu reinigen. Und wie gesagt, alles Konzentrate und alle HACCP zertifiziert. Geil. Das ist jetzt ein Parkettreiniger. Aha. Und in einem zum Desinfizieren auch, das ist ein Poliermittel, Edelstahl. Und da sollte man zum Beispiel mit dem Degreaser aufpassen, ein bisschen den nicht unbedingt bei Edelstahl verwenden. Aha. Hier auf den, hier in der Präsentation, da ist also wird genau beschrieben, wie man was macht. Hier ist zum Beispiel der Ofenreiniger. Ich lese mal gerade vor, spezieller Entfetter mit entkohlender Wirkung, der überall dort eingesetzt werden kann, wo Lebensmittel gekocht, verarbeitet und verpackt werden. Das ist ein Zaubermittel, wirklich. Das kannst du für deinen Grill nehmen, das löst alles. Das ist gut. Habe ich schon aufgeschrieben. Ist schon eigentlich schon bei mir angekommen, wenn ich ein bisschen schnell liefern. Hier sind immer die Preise auch dabei. Ja, habe ich gesehen. Okay. Wie gesagt, Konzentrat. Man muss sehen, wie verdreckt etwas ist. Ne? Das ist ja klar. Und so weiter. Unten die Pfannenböden damit sauber machen. Ja, ja. Den Ofen vielleicht auf 50 Grad eben auch erhitzen. Ausschalten, einwirken lassen. Hier steht eben die genaue Beschreibung auf. Schön. Also musst du mir unbedingt den Messenger schicken, die Seite, und dann, damit ich das wiederfinde. Jo, hier haben wir Beispiele auch. Auch ganz tolle Produkte. Ne? Ja, also diese Ofengeschichte, die interessiert mich eben auch im Grill. Ne? Grill, weil wir wollen angrillen jetzt irgendwann nächste Woche, glaube ich, oder so. Ja. Und da muss ich... Aber warte mal, das dauert wieder 7 bis 10 Tage, bis das Zeug hier ist, ne? Ja, oder? In 5 Tagen ist es bei mir, 5 Arbeitstage ungefähr. Ach so. Ich kann, je nachdem, es auch direkt an dich schicken lassen, von der Firma aus. Wäre auch kein Problem. Ja, ja. Wie kann man bezahlen? PayPal oder wie? Das zahlst du dann an mich, da können wir machen PayPal. Ja, gut. Okay, gut. Alles klar. Machen wir so. Jetzt. Setzen wir uns morgen in Verbindung und dann machen wir das. Alles klar. Ich brauche das unbedingt, weil also gerade sowas. Also sieh mal, Parfüm hat jeder. Ne? Ja. Aber solche speziellen Dinge, also früher habe ich immer Ambe. Ne? Ambe hat wirklich geilen Ofenreiniger gehabt. Ne? Aber ich habe leider Gottes keinen mehr von meinem Bekanntenkreis, der noch für Ambe unterwegs ist. Ja. Und wenn ich was kaufe, dann nehme ich doch lieber Leute, die ich kenne. Ne? Und das ist dann viel, viel interessanter. Verstehst du? Das ist das Gute. Was ist denn jetzt los hier? Unsere Grabtante ist verschwunden und Dirk ist auch verschwunden. Was ist los? Macht ihr da? Dirk ist da. Naja, Kerstin hat ja wieder ihr... Ach so, ja. Da. Kerstin hat wieder ihr... Das sieht aus wie... Also, ich bin doch nicht blöde, oder? Das sieht doch aus wie ein Grab, ne? Oder? Bin noch da.
Du bist da? Sichtbar. Du hast deine Kamera aus. Jetzt bist du wieder da. So. Dirk, hast du jetzt das Ofenspray gesehen? Ich musste noch eben was erledigen. Ach so. Aber du hast doch auch einen Ofen, bist du? Und den musst du auch mal sauber machen irgendwann. Ja, kann man ja machen, ne? Und so ein Konzentrat, wie 1 zu 10 oder 1 zu 15 oder 25 oder wie? Immer darauf an, wie stark die Verschmutzung ist. Der Grad der Verschmutzung, gut, okay. Also muss man ausprobieren. Ja, ich persönlich nehme es meistens, das eben unverdünnt. Dafür benutzt man dann, braucht man weniger. Ne? Ja, klar, sicherlich. Naja, wichtig ist das Ergebnis. Ja. Ne? Und ich bin ja nun ein ergebnisorientierter Mensch, ganz einfach. Weil ich denke, sowas, das kann man auch ganz gut mal den Nachbarn erklären. Ne? Weil die haben ja alle einen Grill, ne? Und kann man sagen, guck mal, mein Grill sieht aus wie neu zum Beispiel oder so. Ne? Und dann sagen die alle, wie hast du das hingekriegt? Ja. So würde ich sagen, du, ganz einfach, hier. Gibt es so ein Zeug zu kaufen, das ist gut, das ist ein Konzentrat und probier es mal aus. Ich zeige mal gerade auch ein Mittel, das ist auch ganz fantastisch. Das habe ich selber schon benutzt bei meiner Partnerin. Die ist immer so gut, die Hand bei... Oh. Hier ging gerade eine Rakete hoch. Was ging hoch? Eine Rakete ging hier gerade hoch. Solange das nur eine Silvesterrakete ist. Haben wir schon einen Krieg? Der Bernhard meint, dein Hintergrundbild sieht aus wie ein Grab. Was mache ich? Das weiß ich doch, dass er das meint. Deswegen setze ich es doch immer rein, weil das spricht das dann an. Das ist meine Kräuterspirale und genau wie er zu den Kapseln immer Zäpfchen sagt, das ist Standard. Ja, ne? Also ich muss mir einen anderen Text einfallen lassen. Das ist richtig. Aber du hast da auch Minze angebaut. Jawohl. Ja, gut. Minze und Rosmarin. So, hast du jetzt von Jörg das gesehen, den Wahnsinnsreiniger, den ich muss ihn ausprobieren. Ja. Ich muss Schamreiniger von Maneluca habe ich noch. Maneluca. Ja, aber ich habe mal. Das ist geil. Maneluca-Reiniger, Bernhard. Das ist ein geiles, auch ein Network. Ein geiles. Ich hab mal vor einiger Zeit, habe ich mal hier im Internet eine Werbung gesehen, grüner Teufel. Grüner Teufel, ne? So eine Sprühflasche, so klein und schweineteuer. Also ein Wahnsinnszeug in der Werbung. In der Werbung. Ich natürlich, klar, ne? Gut, okay, brauche ich. Und genau nach Anweisung gearbeitet. Nichts ist passiert. Ich hätte vor lauter Hass aus dem Fenster springen können. Verstehst du? So eine Scheiße. Konntest du den nicht reklamieren? Nee, ich habe das ja immer noch, das Zeug. Ich habe das auch reingehalten. Ich habe das hier reingehalten. Dann habe gesagt, Leute, das nicht kaufen. Nicht kaufen. Niemals kaufen. Das ist der größte Betrug. Wirklich, das ist Scheiße. Echt. Also ich verstehe es nicht. Also, ich meine, so doof kann man ja nicht sein, dass man sowas vollkommen falsch anwendet. Ne? Also das hat den Backofen nicht sauber gemacht. Das hat keinen Pfannenboden sauber gemacht. Das hat nichts gemacht. Gar nichts. Naja, war halt grün. Ich habe da tausendmal eingesprüht und dann mit, weißt du, Pfannenboden, ne? Gerade Pfannenboden ist ja so eine ganz schwere Sache. Ja. Bin ich mit Stahlwolle rangegangen und habe gedacht, kriegst du ab, ne? Auch selbst mit Stahlwolle nicht, da habe ich gedacht, verdammte Scheiße, jetzt schmeiß es weg, das Zeug. Also nicht bei mir irgendwo auf dem Boden. Ich hole das nächste Woche, hole ich das mal raus, damit ihr das seht. Also das fand ich so schlimm. Wirklich. Also wirklich ganz, ganz schlimm. Ne? Und das war so eine ganz kleine Flasche nur, ne? Und schweineteuer. Also hast du hier mit dem Ofenreiniger überhaupt kein Problem. Kriegst du wunderbar runter. Ich werde auch, ich schaue mal nach ein paar Videos, wo das auch gezeigt wird. Ja, das wäre gut, das wäre gut, das wäre gut. Wenn vielleicht ein YouTube-Video oder sowas oder so, ne? Der Dirk hat wieder ein eigenes Video gedreht, ne? Gleich anwenden, zeigen, machen. Was hat er gemacht? Der Dirk hätte das gleich wieder selber gemacht. Weil Dirk, der hat ja auch viele Produkte von Femeda. Ja. Und der zeigt das ja gleich, ne? Wie Shampoo angewendet wird oder die Haarmaske und so. Ja. Finde ich immer gut, dass man das eins zu eins sieht. Und Dirk, das wäre doch auch noch was, wenn du das machst mit deinem Haushaltsreiniger. Hast du den nicht da? Ich habe Sachen da, die habe ich aber jetzt nicht rausgesucht, weil ich nicht wusste, dass der Bernhard da. Nee, das würde jetzt den Rahmen sprengen, aber da auch mal ein Video zu machen, weil ich finde das toll, wie der Dirk das macht. Eins will ich zeigen kurz, da hatte ich mit angefangen. Meine Partnerin, die hat bei ihr verstopft schon mal der Abfluss. Oh. Hat die auch so schöne Haare wie ich? Hat sie auch, ja. Und das kriegst du auch mit dem Pömpel. Also eins will ich dir aber sagen, meistens sind ja nicht die Haare schuld,
sondern das, was da reingemacht wird. Also dass man, ne, die Zahnpasta, ne, oder die Seife, die dann wirklich wieder verklumpt oder so fest wird und so. Also meistens sind ja nicht die Haare schuld, die halten das nur ein bisschen besser fest. Ja. Und da haben wir auch ein wunderbares Mittel. Da zeige ich mal gerade ein Video zu, ein ganz kurzes. Ja, mach mal. Baustelle. Seht ihr es? Ja, ne? Ja, ja. Ja, ja. Kommt ein bisschen von dem Pulver rein. Mhm. Heißes Wasser drauf. Heißes, richtig schönes, heißes Wasser. Also kochen das am besten, da ja vorher schon kaltes drin stand. Ne? Ja. Und da sieht man, wie es arbeitet. Oh. Ja. Das ist ja schlimmer als Backpulver. Naja, nur Backpulver bringt auch nichts. Backpulver muss mit Essig. Mit genau, Essig. Oh. Mit Essig und am besten auch ein bisschen Spülmittel machen. Dann ist auch gut achtet, ne? Oh ja. Das ist auch aber Backpulver, Essig und Spülmittel und ist aber billiger. Das hat auch eine geile Wirkung. Doch. Ja, doch. Ja, wirklich. Das macht wirklich jeden Abfluss rein. Ne? Jo. Das ist stark. Doch. Ja. Das im Moment. Ja, und dann haben wir natürlich unsere wunderbaren Parfums, mit denen die Firma überhaupt angefangen hat. Ne? Mhm. Habt ihr jetzt auch so ein Valentinstagsangebot wie wir? Ja, wir haben, ich weiß jetzt den Preis nicht genau, aber das ist ein von Shogun selbst entwickeltes Parfum. Ein ganz besonderes, was eben jetzt rausgegeben wird. Aber ich selber habe da noch gar keine Werbung auch für gemacht. Für 200 Euro? Nee, das wird, ich weiß nicht, 30 Euro oder was? In Herzform so. Auch, Verpackung und so weiter. Wie viel ist da drin? Ich muss gucken. Wie gesagt, ich habe dafür keine Werbung gemacht. Also unser Valentinstagsangebot hatten wir ja, glaube ich, noch gar nicht angesprochen heute. Das sind wieder 100 Milliliter Parfum, den du dir selber aussuchst. Mhm. Also geht ja auch zum Beispiel die 99, ist ja auch eine Eigenkreation von Femme. Ja. Und wieder 30 Milliliter dazu und für 39 Euro. Das finde ich auch sehr günstig. Das ist es, ja. Ja. Ja, und natürlich eine Tasche dazu, dass du das auch nett verpacken kannst. Mhm. Bei dir wackelt das so. Bitte? Bei dir wackelt das so. Ist das nur bei mir so oder auch bei dir, Bernhard? Bei mir auch. Ich habe heute, ja, ich gehe mal gerade raus, ich habe mit meinem Rechner mit der Leitung. Der Dirk ist ein bisschen... Hans-Jörg, sah ein bisschen aus, als ob er einen epileptischen Anfall hat. Ja, ein bisschen zappelig, ne? Ein bisschen zappelig. Ja. Oder wie wenn eine Techno-Party macht. Oh, da ist schon wieder jemand. Aha. Maus will schon wieder mit dabei sein. Ja. Haushaltsreiniger, da muss er gucken. Er war jetzt ein bisschen sehr zappelig, ne? Ja, er wird bestimmt gleich wieder reinkommen. Ne? Vielleicht reißen sie gerade seine Hütte ab. Der nee, wohnt das, naja, ja, der, obwohl, der, weiß der man nicht, da. Erst war die Rakete, ne? Ja, er wohnt doch da, weißt du, wo die immer demonstrieren da. In ach, der da? Ja, ja. Ah, okay. Meinst du, er ist einer von den Besetzern? guck mal, jetzt hier, wieder hier guck mal, so ein Schleimer mit Hut. Der muss ja wieder anfangen zu stänkern. Also unbegreiflich, wirklich, ist doch schlimm, oder? Ich sehe es nicht. Von daher interessiert es mich. Hast du ausgeblendet? Ja. Gut, okay. Er hat gesagt, du siehst gut aus. Oh, danke schön. Ja, ne? Ja, ich finde ihn auch immer nett. Ja. Ehrlich? Hat er seinen Stetson auf? Meinst du den doch, oder? Auf diesen komischen Bild, ja. Also siehst du, bei mir wird das ja nicht angezeigt. Das letzte, was ich habe, ist immer noch Happy Birthday von Katrin. Ja. Ich weiß nicht, bei mir. No. Gehe ich nochmal raus, gehe ich nochmal rein. So, ich weiß gar nicht, wie ich heute schon rausgegangen bin hier. Und ich will umstellen auf eine andere Seite und mach da nicht. Was schreibt Benno? Musste nach dem Gespräch über das Schoko-Network, das es nicht mehr gibt, schnell weg, bin jetzt wieder da. Ja, ja. Was wäre? Der Benno hat das geschrieben. Der Benno musste schnell raus. Woraus? Der bestimmt Schokolade holen. Wann hat er das geschrieben? Weiß ich nicht. Ich hab das als, vor Chris habe ich das drin. Das wird mir nie angezeigt. Siehst du? Wir müssen unsere Chats zusammenschmeißen, um zu sehen,
Das ist ja. Ach so, hier, ja, muss nach. Ja. Also Benno, ich kann dir sagen, also das, dieses Herz, dieses Schokoladenherz, ne? Das war der Traum aller schlaflosen Nächte. Ja. Glaub es. Echt wirklich. Also, für Mann und Frau. Ja. Genau das Richtige jetzt zum Valentinstag. Ja, nicht. Also das wäre der absolute Verkaufshit, ne? Aber leider Gottes hat der das nicht auf die Reihe gekriegt, hat dafür keine Zulassung gekriegt. Das, ne? Ist und so schade. Das war wirklich schlecht. Da hätte man wirklich richtig was draus machen können. Aber na gut, okay. Lass mal sein. Also, ich sag mal, verdammte Scheiße, was ist denn hier los? Warum läuft denn das hier nicht? Wer läuft nicht wo? Ja, die Nase läuft und mehr nicht. Ja, ich laufe auch nicht um den Block. Mach ich auch nicht. Auf dieser Seite sehe ich vom 20. mein Live. Ich will das aber jetzt ins andere sehen und zeige dir mal hier an. Heute ist der 27. Ja, ne, das ist also schon alleine. Verwerflich, sage ich doch. Ja. Ja, gut, okay, alles klar. Ja, ich bin ja gespannt, wie es morgen wird. Ne? Ich habe ja da Karten für Lovey Lights da in Mindelheim. Mal gucken, wie da wird. Ah ja, genau. So, jetzt kommt die schlaue Frage von dem Mann ohne Haare, aber mit Bart. Ob es was Neues gibt. Der Schokanmann, der muss jetzt erstmal ganz schnell die Raketen sondieren und dann kommt er wieder. Genau. Ne? Ah, ja, braucht einen Link. Ich setze nochmal den Link rein. Na klar, setze ich den Link rein. Sei doch mal ein bisschen Link heute. Ich bin jetzt mal ganz Link und hier ist der Link. So, jetzt kannst du da drauf gehen und dann kannst du wieder zurückkommen. Aber also nicht wieder so zappelig, ne? Das macht mich ganz nervös. Wenn in solchen gefährlichen Gegenden wohnst, dann kann sowas passieren, weißt du? Das kann nur so sein. Ja, vielleicht war das jetzt auch ein, wie heißt das? Wie heißt denn das? Ein Erdschlag? Oder wie? Erdbeben? Meinst du ein Erdbeben? Ach ja, ein Erdbeben. Gut, okay. Ja, hätte auch sein können, ne? Also, die Bucket hat es hier noch. Also bei mir bucket es hier halt auch andauernd. Boah, meine Hunde sind umtriebig. Ja, die sind total link, oder? Ja, ist ja wieder. Also dein Haus. Aber der wackelt wieder, guck mal. Ja. Shit. Mach doch mal Musik dazu, dann merkt man es nicht. Technomusik dazu auflegen. Jetzt geht es. Jetzt bist du wieder ruhig. Jetzt bist du guck wieder mal. Ruhig. Siehst du, Technomusik auflegen, sag ich doch. Dirk, was machst du da Schönes? Dirk packt gerade meine Schokolade ein. Oh, das kann sein. Nein. Ja. Schokolade? Nein. Das heißt nein. Eben hast du gesagt, ich kriege die Schokolade von dir und jetzt. Ja, nein, aber ich. Nein. Er braucht da erst einen Karton dafür. Nein, ich werde. Ich habe meinem besten Freund gerade erzählt, dass er mal hier gerne mit dazukommen darf. Genau, der soll mal für sein Ding werben. Ja, für wen? Der ist Sales Manager und verkauft ja erfolgreich für eine Werbeagentur. Mhm. Aber der hat jetzt so eine, ja, kann ich ja sagen, was er jetzt macht als Kunde. Als Kunde macht er das, will er ausprobieren von Live Plus. Mhm. Na, die machen ja auch, die gibt es auch schon lange. Jo. Aha. Das stimmt. Gut, also ich kriege jetzt erstmal einen Backofen rein hier und einen Grill rein hier und da werde ich das. Ja, und Pralinen, Bernhard. Nein, und Pralinen. Und Pralinen. Also ich werde in der rechten Hand habe ich den Backofen rein hier und links habe ich die Praline. Und dann geht die Luzi ab. Aber nicht verwechseln, nicht, dass du dann trinkst aus dem Backofenreiniger und die Schokolade, die Praline dann reinmachst in deinen Backofen. Das geht nicht. Nee, das wär nicht fatal. So gut. Ne? Das wäre fatal. Wäre nicht so gut. Weil so viel Clean Slate kannst du ja nicht nehmen zum Entgiften. Aber? Schon wieder entgiften? Na, wenn du so einen Backofenreiniger schlucken solltest, schon. Was denn, Dirk? Aber? Mit dem Backofenreiniger kann man Geld verdienen, mit den Pralinen nicht. Richtig. Aber mit dem Pralinen kann man sich gut gehen lassen. Und der Bernhard hat es ja auch mal verdient. Der Bernhard hat es verdient, ja. Ich habe es immer verdient. Ich hab alles verdient. Aber du hattest auch verdient. Ja, nur das Terminal nicht, ne, bei McDonald's. Das hast du nicht verdient. Dieses Selbstbedienungsding. Tipp dann ein. So, gibt es denn da jetzt eigentlich auch Mehrweg bei McDonald's? Die haben ja jetzt schon gepostet, überall bei TikTok und so, dass es da jetzt Mehrwegbehälter gibt. Keine Ahnung. In manchen McDonald's leider ein bisschen fehlverstanden. Da gibt es dann so eine Mehrwegpackung für Pommes und ist aber reingemacht in einer normalen Wegwerfpackung Pommes. Also die dann irgendwie noch nicht verstanden da bei McDonald's. Du sollst deine eigene Tasse mitbringen. Ach so.
Nee, die kriegst du jetzt auch als Mehrweg, habe ich gehört. Ja, also, gut, ja, aber. Ich gehe da so selten hin. Oh, der Chris ist da. Wer ist da? Der Chris? Meinst du jetzt Christoph im Mann mit dem Hut. Meinst du bei den Kommentaren? Ja, im Chat, er sagt. Das wissen wir doch. Gut, das wissen wir doch. Ach so. Ja, ja. Und der, aber wo ist Erik. Wo ist der Schoganmann hin? Ja, der ist doch da. Ja, jetzt wieder. Der war da zwischendurch weg, der hat doch Technoparty gemacht. Hm. Und wer ist das? Erik Warnke? Ich weiß nicht. Und kennt jemand den Erik? Nee. Nein, Erik, komm rein hier. Erik, für mich, komm. Komm rein, Erik. Was ist der für mich Partner? Nein. Für dich? Na, warte mal. So, und Benno schreibt, ist Vorschrift jetzt auch in Bäckereien? Was ist in Bäckereien jetzt Vorschrift, Benno? Mehrweg, meine ich. Mehrweg, denke ich. Wir haben doch gerade Mehrweg erwähnt. Ach so. Mehrweg. Naja, gut, also. Benno, hast du mal diese Brötchenrutsche gesehen? Die finde ich nicht schlecht, dass man dann, wenn man seine Tasche mitbringt für die Brötchen, dass man die da so einhängt und dann schmeißen die Brötchen da so rein und dann rutscht das so rüber über die Ladentheke. Finde ich nicht schlecht. Hast du die gesehen, Benno? Hast du die gesehen, Bernhard? Nee. Kennst du auch nicht? Oh. Nee. Mensch, Bildungslücke. Oh, der Jörg, der hat schon wieder Technoparty. Ich gehe doch gar keine Brötchen mehr kaufen. Ich backe die jetzt mal selber. Ach, oh. Da lacht er. Also sag mal, das kannst du gar nicht drüber lachen. Du hast noch nie gesehen, wie ich einen Kuchen backe, ne? Nee. Ich glaube auch nicht, dass du Kuchen backst. Ne? Ich habe aber schon gesehen, wie er Brot backt. Ich habe schon gesehen, wie der Bernhard Kohlrouladen macht. Na, guck mal. Ich glaube das schon, dass er sowas backt. Und dass er das auch gut kann. Warte mal. Der Bernhard kann... Sorry, Bernhard, ich habe auch gar nicht über dich gelacht, sondern weil ich gerade einen lustigen Chat hier nebenbei habe. Also das alleine ist schon sehr verwerflich, dass du nicht weißt, dass ich Brot backe. Ich habe gelacht, weil ich gerade einer Dame, die hier auch zuschaut, ein Kompliment gemacht habe und sie aber gesagt hat, da gibt es aber Apps für. Für Komplimente? Ja, aber ich habe einer Dame, die hier zuschaut, ihr kennt die auch, habe ich ein Kompliment gemacht, weil sie hat nur gesagt, wie jung sie ist vom Alter und ich habe dann gesagt, nein, sie sieht jünger aus. Ja, die hat wahrscheinlich auch so eine Pille genommen wie du. Genau. Wer ist denn jetzt Michael Hauptmann? Mhm. Hallo Herr Hauptmann, möchten Sie bei Firmee? Kommen Sie rein. 10 Jahre Firmee hier. Und natürlich Schogan haben wir noch im Angebot und der Bernhard, der alles ausprobiert. Ruth tut gut. Ja, Ruth haben wir auch im Angebot. Hatte Kerstin im Angebot. Genau. Tolle Produkte von Menschen. Aber ich muss sagen, Kerstin, du hast mir ja auch zu probieren. Die Kerstin ist ja clever. Die schickt mir ja, die hat mir ja auch von Ruth was geschickt. Dieses Creams. Zero-In. Ja, Zero aber auch, in, so die Tropfen, auch so Tropfen hast du mir auch geschickt. Clean Slate. Ja, genau. Frag mich. Ich weiß, was ich verschicke. Ja. Die nächsten 4 Minuten gehört mir die Sendung. Okay, auf geht's. Ja, los. Mit Anmeldung sogar. Wow. Ja, mache ich. Ich gucke auf die Uhr. So, also. Ich zeige euch jetzt mal ein paar Sachen, ein paar Zutaten. Und dann werde ich mal versuchen, einen abgewandelten Apfelkuchen zu machen. Warum abgewandelt? Anstatt Apfel nehme ich mal Pflaume. Ihr seht, ganz normal Mixer. Ja, Mehl wie immer, Zucker, Pflaumen klein geschnitten. Natürlich vorher geguckt, dass da keine Würmer drin sind, ganz klar. So, bisschen Butter, bisschen Milch und 2 Teelöffel Backpulver. Und natürlich eine Schüssel dazu. Ja, damit fange ich jetzt an. Ich mache das mal jetzt zurecht. Und dann zeige ich euch, wenn ich den Teig fertig habe. Und dann mal sehen, wie es weitergeht. So, ihr seht, schon schön schaumig geworden. Ja. Jetzt als nächstes kommt jetzt die Butter mit der Milch rein. Mache ich ein bisschen warm natürlich, ganz klar. Ja, dass die Butter schön verläuft, schön verschmitzt in der Milch. Dafür haben wir eine Mikrowelle. Geht ja ein paar Sekunden, dann ist das schon gut. Kommt dann auch hier rein, das Mehl dazu, Backpulver dazu. Und dann zeige ich euch, wie ich dann die Form fülle. So, ihr seht, der Teig ist jetzt in dieser Form. Jetzt nehme ich mal ein paar Pflaumen und schmeiße die da einfach so rein. Vollkommen wahllos. Mal sehen, was sich tut. Na, geht doch. Kriegen wir schon hin, oder? Ja, na klar.
warum nicht? Also irgendwie, ich will ja kein Kunstwerk bauen oder sowas, ne? Gar nicht. Einfach nur, ich will euch nur zeigen, ob das funktioniert und dass es funktioniert vor allen Dingen. Das ist sehr wichtig. So soll es sein. Okay? Jetzt habe ich natürlich zu viel Pflaumen. Oh wei. Na gut, egal. Sieht zumindest lustig aus. Hier so eine kleine noch. Ja, die können wir noch dazu tun. Okay. So, da hinten haben wir noch ein bisschen Platz. Ein bisschen Platz ist ja noch, ne? Jawohl. Gut, den auch noch. So, ihr seht, ja, sieht schon ganz lustig aus. Ein paar Pflaumen habe ich noch über. Naja, gut, machen wir ein leichtes Getränk dran, draus. Dann ist in Ordnung. So, und das Ganze kommt jetzt für, naja, sage ich mal so, etwas über 15, 16 Minuten in die Heißluftfritteuse bei 170, ja, 170 Grad ungefähr. Und dann mal sehen, was sich bei tut. Okay? Grad. So, nochmal 15 Minuten bei 170 Grad. Ich hoffe mal, dass das jetzt funktioniert. Und dann sage ich mal, go! Und er fängt an zu arbeiten. Oh. Wenn der Trick funktioniert, warum mache ich das? Ganz einfach. Um euch zu zeigen, ihr müsst nicht unbedingt im Backofen dazu machen, aber ich will nicht schon vorher sagen, dass es toll ist. Wir werden abwarten. Ich zeige es euch dann. Dann sehen wir uns das Kunstwerk mal an. Das hat doch Gesicht, oder? Ich denke mal. Was heißt hier? Also, zumindest sieht das schon mal ganz gut aus. Ja, sehr gut. Dann lassen wir jetzt ein bisschen abkühlen. Super, super, Bernhard. Und wenn ich ihn anschneide. Ich hätte alle Pflaumen reingemacht. Oh. Bernhard. Mit. Ja. Und wer schlecht ist, Sahne drauf. Ist, ne? Warte, einen Augenblick, ist gleich zu Ende. Vielleicht nicht schlecht, das Ding. Warte. Wollen wir mal gucken. Und ab dafür. So, das ist jetzt dieses Kunstwerk. Guckt euch das an. Ich weiß nicht, wie das ist. Ich habe noch nie angeschnitten. Lassen wir ein bisschen kalt werden. Und dann mal sehen, was sich bei tut. Ihr seht, also selbst hier wunderbar aus der Springform rausgegangen. Ohne Probleme, richtig gut. Und die Farbe gefällt mir eigentlich. Doch, wenn er jetzt noch so schmeckt, wie er aussieht, dann bin ich zufrieden. Einmal Pflaumenkuchenduft, bitte. So, pass auf. Jetzt, ich mache da ein bisschen Sahne, schlage ich da noch dazu. Ne? Ja, pass auf. Das war Werbung, die ich mal gemacht habe für sparbel24.de. Für die Heißluftfritteuse. Auf YouTube für die Heißluftfritteuse. Vollkommen richtig, ja. Und ich kann dir sagen, wir haben dadurch durch die Werbung über 60 Stück verkauft. Das glaube ich. Anwendung ist immer super. Ja, warum? Weil viele Leute haben mir geschrieben und haben gesagt, sag mal, du bist doch ein Mann, warum kochst du? Da habe ich gesagt, warum? Man muss mal eine Frau sein, um jetzt irgendwas zu backen oder sowas. Muss man nicht. Hm. Verstehst du? So. Und das war das Gute dabei. Wirklich. Und Brot hast du damals auch gebacken für Lasse, ja, Brot auch. Das weiß ich. Brot auch, ja. Ah, ja. Ich habe also auch mal in einer Sendung mitgemacht. Da haben wir live gekocht. Mhm. Live gekocht, wirklich. Ja, macht man tatsächlich so. Da haben wir auch bei La Scarabella gemacht. Da ging es ja um frische Lebensmittel und da haben wir auch live kochen gemacht. Mhm. Nee, aber wirklich, wirklich gut. Also so. Und Hans-Jörg, wenn du das jetzt gesehen hast, genauso werde ich dann auch den Backofen, werde ich ein Filmchen von drehen. Ne? Ob das hinhaut oder nicht. Also, es muss hinhauen. Gut, das wird hinhauen. Gut, okay, dann glaube ich das mal. Ne? Ja, ne? Ich kriege jetzt keine Angst, es dir nicht zuzuschicken. Was? Nochmal. Ich kriege jetzt keine Angst, ich schicke es dir zu. Ja, gut, wunderbar. Nein, also, ja, der, also backen mit mir, ja, doch, wirklich. Also ich habe auch mal in einer anderen, das war jetzt die zweite, die wir beworben haben, die erste, das war so ein ganz billiges Ding. Ne? Und da war es so, da habe ich Hähnchenfilet drin gemacht. Ne? Mhm. Traumhaft. Traumhaft. Und auch selbst von dem billigen Gerät haben ein paar Leute haben das gekauft. Nicht so viel wie bei der etwas teureren, aber immerhin, ne? Wirklich. Gut. Also ihr seht, wichtig ist ja nur, dass man das präsentiert. Ne? Ja. Alles andere zählt nicht.
Wirklich. Und deshalb immer wieder machen. Und deshalb ist das gut, wenn Dirk sich die Haare wäscht und von mir das Shampoo nimmt, dass die Leute das sehen. Ah, der macht das, der nimmt das tatsächlich. Das ist immer wichtig. Ja? Sollen wir machen, ne? Genau. Ja. Dein Handy spinnt, warum? Ja, weil, also ich glaube, man schreibt nicht richtig. Heute haben alle Probleme, habe ich das Gefühl. Jojo. Ist auch nicht schlimm, ist alles gut. Oh, guck mal, und Christoph hat natürlich eine von Tefal. Warum von Tefal? Weil ja, das Tee alleine ist schon 20 Euro wert. Ne? Deshalb hat man also sowas, dann kauft man von Tefal. Das ist so. Ne? Aber ich meine, es gibt ja Millionen Hersteller mittlerweile. Und an der, die ich da gerade gezeigt habe, vor allem das Gute, dieses Körbchen, was da drin ist, ne, das ist sehr, sehr groß. Ne? Kriegst du schön viel rein. Die erste, die ich hatte, die war ein bisschen klein und dann habe ich eine Nummer größer genommen. Und es war ein Verkaufshit. Das ist das Schöne dabei. Wirklich. Sowas freut mich immer. Ne? Ja. Also noch besser war natürlich mein Dampfstrahlgerät. Ne? Das war wirklich der absolute Hit. Wirklich. Also das war. Ich weiß nicht, warum die Leute darauf gewartet haben und haben sich das dann angeguckt und waren, was weiß ich, glaube 16 oder 17.000 Leute haben sich das angeguckt. Würde jetzt bestimmt auch wieder funktionieren zum Frühjahr hin, wenn die alle ihren Frühjahrsputz haben. Ja, nee, gut, dann kommt ja wieder, wie mache ich meinen Rasenmäher sauber und alles und Kram, verstehst du? Das mache ich ja jedes Jahr, ne? Wirklich. Mhm. Und da brauche ich natürlich dann diesen geilen Reiniger dazu, verstehst du? Wo ich dann wieder sagen kann, so versteckte Werbung, weißt du? So reinhalten in die Kamera aus Versehen und alles und Kram. Das ist immer sehr, sehr gut. Wirklich. Man muss die Leute. Hast du das verstanden, Hans-Jörg? Ja, immer. Ja, muss dazu. Ja, weil ich bin doch ein folgsamer Schüler von diesen wilden Leuten, die auf YouTube immer die heißen Informationen rausgeben, wie der Algorithmus funktioniert, ne? Und so ist ein Kram. Naja, also bei mir muss ich sagen, mein Algorithmus bei TikTok ist jetzt so verrückt geworden, dass er jetzt meine ganzen Videos auf Null gestellt hat. Videos oder nur die... Die Videos. Die auch? Ja, was ich dir heute geschickt habe. Überall eine Null. Ne? Also, weiß ich auch nicht. Weil wenn ich Sprachnachrichten von dir kriege, sind es ja auch immer 0 Sekunden. Aber wenn ich sie dann anmache, ist es ja. Weiß ich auch nicht. Ich weiß auch nicht, wie das kommt. Aber naja, gut, was soll's. Ich meine, haben sich... Wo bleibt der Chris? Er guckt zu, aber kommt nicht rein. Na, der hat doch in 3 Minuten eine Sendung auf TikTok. Ah, so, vielleicht kommt der ja danach. Der muss so auf TikTok, muss er doch da sich mit seinen Leuten unterhalten. Ach so, macht eine Präsentation, oder wie? Ja, kann man so sagen. Also er präsentiert sich, ne? Ja, also jeden Abend um 22 Uhr ist dann seine Sado-Zeit, weißt du? Ne? Was, du bist nicht auf TikTok, Chris? Na doch, das ist doch seine Sado-Zeit, verstehst du so? Er gönnt den Leuten, dass sie ihn da jetzt laufend anmachen wollen und so. Ne? Und sagt dann, ihr könnt mich anmachen wie verrückt, aber ihr sollt die Proben kaufen von Xax. Und das ist wichtig. Weiß ich auch, warum der danach, der war, glaube ich, das letzte Mal, habe ich gehört, war er da irgendwann und war scheinbar nicht so gut gelaunt und hat dann über Fumet oder über Shogun und so weiter, über die Produkte so ein bisschen hergehalten. Kann das sein? Naja, der hat da ja bloß gesagt, also schon eigenartig, dass die Firma Fumet zum Beispiel laufend Angebote macht, ne? Und Shogun macht jetzt auch Angebote und Klax macht dann keine Angebote. Na gut, okay. Ne, aber dafür, ich weiß nicht, ob man das, ich weiß nicht, ob man das so sagen darf. Christoph, ich muss sagen, alle Achtung vor Fasini, ne? Er hat es wirklich geschafft und ist in das Programm von Kaufland aufgestiegen. Man kann also die Xax-Produkte jetzt bei Kaufland kaufen, im Online-Shop. Bei dem Kollegen Schwarz. Mhm. Mal sehen, wenn der bei Kaufland schon ist, denn, weil das ja Schwarzkonzern ist, und da gehört ja Lidl auch zu, da werden sie bald bei Lidl das Zeug auch verkaufen. Aber da ist doch nicht Sinn der Sache eines Networks.
Also das ist ja egal, wichtig der Umsatz. Für die Firma ist der Umsatz wichtig. Ne? So. Also, nee, aber man muss sagen, also bei Kaufland kostet das Parfüm 75 Milliliter, also nicht wie bei Xax 29,50, sondern kostet 36,50, glaube ich. Also. Ja. Also teurer. Ja, die stecken sich das Geld selber ein, ne? Ist ja klar. Ne? Alles Fakten. Das sind Nein, bei Kaufland ganz normal, geh bei Kaufland drauf und dann kannst du es machen. Weiß der Chris das nicht? Weiß ich nicht. Nee, er sagt, das ist Blödsinn, das ist wie Amazon. Nee. Also in der Tat, ne? Also eigentlich ist es verboten im Network. Ja, weiß ich nicht. Da geht ein Network dran kaputt im Endeffekt nachher. An sowas. Leute. Also, Kaufland Online ist nicht Kaufland, der verkauft. So Leute, jetzt habe ich gerade nebenbei noch was Schönes gemacht. Was hast du denn Schönes gemacht? Lass mal das Thema zu Ende machen mit Kaufland und. Machen wir es. Christoph, damit du mir das glaubst. Soll ich erzählen? Soll ich erzählen? Ich glaube, ihr könnt das jetzt alle selber lesen, ne? Ja. Kaufland Online Marktplatz, ne? Und naja, Chris meint ja, dass das Online nicht das gleiche ist wie Kaufland, wenn du da einkaufen gehst. Na gut, okay. Aber man kann es da für 35,50, ne? Und sind was noch aber da steht was von drei Stück, ne? Drei Stück nur noch auf Lager. Wieso ist das immer Kaufland jetzt? Das machen sie ja immer, ne? Wirklich. Siehst du das nicht? Die verkaufen Düfte von Xax. Warum? Ja, warum? Weil sie Geld mit verdienen wollen wahrscheinlich, ne? Oder? Ja, macht ja, ist ja total schwachsinnig, sowas. Was wolltest du jetzt erzählen, Dirk? Was hast du Schönes? Aber mal ganz ehrlich, der Direktvertrieb, Network Marketing, ist ja deshalb so besonders, meiner Meinung nach, weil du die Produkte wirklich nur bei dem Network-Unternehmen bekommst. Ja. Ne, weil es gibt auch eine andere Firma aus Aalen, ja gut, LR, kann man offen sagen, habe ich dann teilweise auch bei Amazon oder so gesehen. Aber was bringt das denn, wenn das jetzt bei Kaufland überall drin ist? Da liegt ja nicht, die Firmen verkaufen das ja nicht selber auf Amazon. Kriegen wir bestimmt gleich Antworten. Achso, meinst du, das sind Partner da oder was? Ja, der Chris macht so, da ist er ja, der Chris. Genau. Also von der Verkaufsstrategie her ist es ja gut, wenn jemand da bei eBay verkauft oder bei Dings, ne? Weil die kassieren vorher das Geld, bestellen dann die Ware und schicken das dann dem Kunden zu. Ja. Ganz einfach. Ne? Nur du findest dadurch natürlich keinen neuen Partner, glaube ich. Gut, aber dann kläre ich mal allgemein auf. Na los, dann mach jetzt. Ja, hallo, hallo. Also, wie gesagt, wer da was verkauft, ist mir persönlich scheißegal, weil wenn du danach gehst, kannst du ja auch bei Amazon oder eBay Xax Produkte finden. Ja. Weil irgendjemand die da reinstellt. So, Kaufland Online ist ja Kaufland Marketplace, hast du ja gerade selber vorgelesen. Bei Kaufland kannst du ganz viele Produkte kaufen, die du aber nicht bei Kaufland kaufst, sondern bei irgendwelchen Herstellern, irgendwelchen Verkäufern. Da kannst du auch komplett alles Mögliche kaufen, was aber nichts mit Kaufland zu tun hat. Das ist nichts anderes wie eine Plattform. Die wird vielleicht von Kaufland betrieben oder Kaufland kriegt Provisionen davon. Wenn du aber dann ein Problem hast mit den Sachen, dann wendest du dich nicht an Kaufland, sondern wirst weiter geroutet an den Verkäufer. Naja, gut. Also hat irgendjemand wie bei Amazon die Produkte da reingestellt. Und ob er was davon hält oder nicht, ist mir persönlich ziemlich Latte, weil Xax-Produkte verkaufst du nicht über Amazon, eBay oder sonst was. Na. Weil es keinen Sinn macht. Ich kenne genug Leute, die solche Produkte dann, weil sie da billiger drankommen, dann auch da holen. Ja, aber wenn du die dann für 36 Euro kaufst und glaubst, dass sie billiger sind, dann kann ja einer von uns beiden nicht rechnen. Ja, gut, in dem Fall jetzt nicht. Ich rede auch allgemein. Ne? Aber deswegen meine ich ja gerade allgemein. Es gibt ja zeig mir mal ein Produkt, wo die günstiger sind. Also, welches Xax-Produkt ist wo günstiger? Ich rede allgemein, ich bin nicht von Xax. Ja, gut, aber wie gesagt, wenn irgendjemand was kauft und es dann hinterher verkauft, weil er unglücklich ist, ist das ja sein persönliches Problem. Aber ich meine, du kannst ja kein Business darauf aufbauen. Ja, das meine ich. Das kannst du natürlich nicht. Aber ja, das meine ich ja. Ja. Und ich rede ja grundsätzlich über das Business. Nur wie gesagt, man darf jetzt hier nicht sagen, Xax verkauft jetzt, wo ich denke so, nee, tut es ja nicht, weil Xax hat ja einen Scheiß damit zu tun. Das ist ja irgendjemand, der die Sachen da reinstellt. Ja, gut. Also, warte mal. Ich bin jetzt auf Espressum gegangen, ne, von Kaufland Online Marktplatz, ja,
Ja, dann bilde Und da das steht, Schreibmaster mal hier so, rein, und dass man alle sehen. ihr steht ganz klar dran, Seitenbetreiber von Kaufland.de und Betreiber des Online-Marktplatzes Gesellschaft Kaufland E-Commerce GmbH in Neckarsulm. Ah. Die sind der Betreiber der Seite. Das Aber ist nicht der Anbieter der Produkte. also das steht hier nicht bei, aber ich denke mal, wenn die das machen, werden die Ja, dafür der Chris hat schon sorgen. recht, in dem Punkt hat der Chris recht. Gut, aber ich finde es, mich hat das bloß gewundert, weil ich habe mal was gegoogelt über Xax und einmal kommt Kaufland. Und denke ich, was Kaufland ist mit zu tun? Vor allen Dingen, dass die auch noch so frech sind und den Preis noch hochsetzen um 6 Euro, das ist ja schon Aber mal schau mal, gut. das haben doch so viele Leute. Ich meine, das ist ja der Nachteil bei Network Marketing, die sind alle selbstständig. So, und jeder ist ja selber und ständig irgendwie beschäftigt mit irgendwas und verkauft irgendwas und versucht irgendwas. So, wie er das macht, ist ja ihm selber überlassen. Der eine spielt nach den Regeln, die anderen spielen halt nicht mehr den Regeln. Er verkauft es ja teurer, ja, wenn er damit Geld verdient, bitte. Nur ich persönlich habe bis jetzt noch keinen Kunden abgeholt, dem ich einfach gesagt habe, ey, geil, guck mal, hier hast du Parfüm von Xax. Und er hat gesagt, ah, Xax, wow, kenne ich, wollte ich schon immer haben. Das ist ja Bullshit. Das verkauft er auch, das geht ja mit keinem anderen. Das geht nicht mit Fumé, das geht nicht mit Shogun, das geht auch nicht mit LR oder LM und was weiß ich nicht was. Ja, die verkaufen ja, also die freien Selbstständigen, die verkaufen ja überall alle, ne? So, mich hat das bloß gewundert, weil ich gesagt habe, also für die Firma Xax selber ist es doch in Ordnung. Den kann es ja eigentlich egal sein, ob es jetzt ein Partner verkauft Du, oder ob es ein Kaufhaus ich verkauft. wollte sagen, die Firma Xax verkauft immer zum gleichen Kurs. Ja. So, nur der Partner selber oder derjenige, der das Parfüm dafür 36 Euro kauft, der muss ja voll einen in der Mütze haben. Ja gut, das ist ein anderes Problem, Weil ja. der kauft das ja alleine über Xax schon günstiger. Ja. Also da müsste ich ja schon ziemlich einen in der Waffel haben, das Parfüm einfach dann für 36,90 zu kaufen. Ja, Okay, aber und der hat das auch nicht anders verdient. Und nochmal, mir ist es persönlich egal, weil damit kann ich kein Business aufbauen. Und das ist ja immer das, wo ich Wert drauf lege. Weil wenn ich mit jemandem zusammenarbeite, dann geht es ja um den Businessaufbau und nicht um, hey, wir haben mal 5 Parfüms verkauft. ja, die wollen einem, also derjenige, der das hier verkauft, egal ob es jetzt ein freier Selbstständiger ist, der sich hier einen Platz gekauft hat oder was weiß ich auch immer, dem geht es halt bloß um Umsatz. Ne? Ganz einfach. Und wenn er eben dadurch jetzt nicht nur 8 Euro verdient, sondern was weiß ich, 15 Euro, dann ist gut, in seinen Augen wird das alles richtig sein. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Also für Xax kann es eigentlich scheißegal sein. Und weil das ist ja bei Fumé nicht anders und bei Shogun auch nicht, wenn da jetzt einer raufgeht und das irgendwo verhämmert, zu welchen Preisen auch immer, die Firma freut sich natürlich. Die werden da wahrscheinlich irgendwann eine Abmahnung schreiben, wenn sie sagen, mal, lass das mal sein, das ist nicht so. Aber die freuen sich erstmal über den Umsatz, weil die Firma Das braucht halt ist, den Umsatz. ja, Ne? aber ganz ehrlich, das ist uninteressant, weil, wie gesagt, da kannst du halt keine Kohle mit verdienen. Das ist wie mit allem im Network. Wenn du selber Produkte verkaufst, dann wird es immer nur ein Spaß bleiben. Ja, gut. Ich weiß ja nicht, welche Intention die Leute da, die haben das in ihren Shop mit aufgenommen und sagen, ist doch scheißegal. Hauptsache, wir machen Umsatz. Und wenn sie eben wie dieses hier für 35,50 verkauft wird, ja, und es ist ja keine andere Verpackung, es ist alles das Gleiche, ne? Genau wie es eben bei Xax direkt auch bestellen kannst. Mich hat das leider wirklich nur gewundert, ganz einfach, ne? Und Na gut, in diesem Sinne. Schönen Abend noch. Dass Ja. die sowas eben Ciao, machen. Also normal wäre es ja jetzt so, wenn alle Firmen, die jetzt im Network unterwegs sind, wenn die jetzt alle zusammenhalten würden, dann würden sie sagen, pass auf, ich habe gesehen, du verkaufst jetzt über meinetwegen jetzt hier über Kaufland, wenn das so ist, ne? Oder du verkaufst über Amazon. Abmahnung, beim nächsten Mal fliegst du komplett raus. Das wäre vernünftig. Nur alleine aus kollegialem Grund anderen Verkäufern schon gegenüber, die auch eine eigene Struktur haben oder sowas. Ne? Ja, aber wie gesagt, also ich sehe das sogar noch ein bisschen anders. Wenn jetzt irgendjemand unter dem normalen VK verkaufen würde, dann würde ich das sogar ein bisschen härter sehen, als wenn irgendjemand mit einem Preis reingeht, der einfach utopisch ist. Ich weiß nicht, warte mal, wie ist das jetzt, wenn du bei Xax direkt kaufst? Dann kostet es 29,50 plus Versand, ne? Genau. Wie viel Versand ist es? 4,99. Na gut, guck mal, er nimmt 35,50 hier kostenloser Versand. Ne? Ja.
Und hat sogar noch den Literpreis dabei hingegeben, auch noch dabei geschrieben. Ja, also, muss ja, ist ja gesetzlich. Ja, ist korrekt. Ne? Also von daher alles in Ordnung. Ne? Okay. Ja, gut. Du hattest ja letztens irgendwas gesagt zu Fragwürd, von wegen, dass du nicht verstehen kannst, dass Shogun mit Fragwürd wirbt und so weiter und das wäre doch wohl nichts. Wie war das? Ja, das, was ich gesagt habe, ist, es wird die ganze Zeit rausgehauen, weltgrößter Lieferant von Ölen, bla bla bla, Kooperationspartner, Fragwürd und so weiter. So, und wenn man einfach mal guckt unter Europages, dann ist das eine Firma mit 5 bis 10 Mitarbeitern. Nein, wenn du nachguckst unter Europages, dann steht bei 5 bis 10 Mitarbeitern Außendienstmitarbeiter, Vertreter. Nee, da stehen, glaube ich, noch weniger. Da steht, glaube ich, nur einer. Also Mitarbeiter waren, glaube ich, um die 10, 5 bis 10 oder 5 bis 11 Mitarbeiter. Kannst du gleich mal gucken oder ich suche die Seite raus. Aber bei wem? Die Firma Fragwürd ist keine Firma, keine Fabrik, sondern eine Duftschmiede. Die kaufen zusammen. Sie entwickeln Düfte. Ne? Ja, die kaufen, pass auf, also wenn du mal nach Graz fährst, ne? In das Dorf. Jeder hat da ein paar Fässer auf dem Hof stehen. Ne? So. Und Fragwürd kauft das von den einen auf. Ganz einfach. Deshalb sind sie auch der größte auf dieser Welt, wo sie alle einkaufen. Da kauft die Ohr ein, da kaufen alle ein. Die Substanzen werden ja bloß eingekauft da. Fragwürd, nee, die geben das zum Teil in Auftrag, anderen Unternehmen das dann herzustellen nach ihrem Rezept. Ja, aber Fragwürd ist der Aufkäufer ein Krass. Ja, vieler. Richtig. Ja, deshalb sind die ja auch die Größten ganz einfach. Und dann geht das los, dann zur Verarbeitung ist wieder was anderes. Ja, die verarbeiten selber nicht. Ich habe hier zum Beispiel eine Seite aufgerufen, wo ich eben Export habe von wegen Firmen. Ja. Und da steht eben, Fragwürd ist Unternehmen, Düfte, Aromen, über 100 Millionen US-Dollar Umsatz. Das ist kein kleines Unternehmen mit 5 Mann. Nee. Also von daher, wenn ich dann zum Beispiel so eine Aussage sehe, jetzt wie du vorhin gesagt hast, mit 10 Mitarbeitern insgesamt, du brauchst für so etwas, um die Düfte zu kreieren, keine 1.000 Mann oder keine 5.000 Mann. Die Firma, hier steht, die Firma hat, 50 bis 100 Personen insgesamt in der Firma stehen. Ja, mehr brauchen die auch nicht. Und wie gesagt, das ist nur die Firma, die Düfte kreiert. Ja, die Aromen zusammenkauft. Ja. Und wenn ich mich weit aus dem Fenster lehne, um andere Unternehmen dementsprechend in Frage zu stellen und dann würde ich auch mal bei den eigenen Unternehmen nachschauen. Moment. Ja, kann ich machen. Kann ich dir auch einen Link reinstellen? Ja, ich habe zum Beispiel auch. Das ist jetzt die falsche Seite. Moment. Also eins ist klar, Fragwürd ist wirklich der größte Hersteller, der größte Händler auf diesem Planeten. Da kaufen alle ein. Auch die Deutschen kaufen da ein, die Franzosen kaufen da alle kaufen da ein. Shit. Weil die haben sich ja quasi ein Monopol da gesichert. Ne? Ja, die Seite jetzt mit in Blau. Was meinst du jetzt? Mit Hersteller, Großhändler? Noch einmal. So, das ist zum Beispiel Lieferanten.de. Da kann man auch nachschauen, wie welches Unternehmen auf dem Markt ist. Und wenn man dann hier sieht, die Firma Xax UG, Hersteller, Großhändler aus Wittmarschen, Lohne, 1 bis 5 Mitarbeiter. Ja. Mehr habt ihr nicht? Es sind wahrscheinlich noch ein paar Mitarbeiter mehr im Lager. Ja, aber was genau, oder worauf willst du denn jetzt heraus? Willst du jetzt auf den Öllieferanten oder auf die Firma Xax? Nein, nur weil du... Xax ist auch nur eine UG, ne? Also ich meine, ist eine unmögliche Gesellschaft.
Aber komischerweise sind da alle Sachen bezahlt. Also ich meine, wie viel Kapital liegt da rum? Aber ist nicht schlimm. Man muss halt Sachen, sag mal, wo kauft denn Xax? Weißt du das, die Öle? Nein, das würde mich auch mal interessieren. Ja, habe ich dir gerade reingeschrieben. Ist als Link drin. Chivato. Und dann vergleich doch einfach mal die Firma mit Fragworld. Moment. Kannst du schauen, habe ich als Link reingesetzt. Jetzt hier bei Zoom oder bei... Nee, bei Facebook. Ja, da bin ich nämlich jetzt gar nicht drin. Ja, wie heißt die Firma denn? Und Ja, was wie ist gesagt, steht jetzt er der da. Unterschied? Was ist jetzt der Unterschied? Ja, die Größe alleine. Ja, was ist die Größe? Ja, laut Europe Pages weit über 500 Mitarbeiter. Ja, aber das sagt doch nichts aus über die Qualität der Produkte oder über die Herstellung. In der Firma werden die Produkte vielleicht selber hergestellt. Ne? Die 500 sagen doch jetzt nicht mehr aus, weil bei uns 100 Nein, es Leute. ging um die Größe der Firma. Und ich meine, was die Qualität angeht, ich meine, die haben, glaube ich, auch exklusive Rechte, was irgendwelche Düfte und so weiter angeht. Aber ist nicht schlimm. Wie gesagt, es ist einfach nur die Größe, wenn ich sage, hey, der größte Lieferant oder der größte Hersteller von Ölen. Wenn man aber dann einfach mal schaut, dann sieht man, dass da ziemlich große Unterschiede sind. Und man möchte gar nicht auf so bestimmte andere Sachen eingehen, sage ich jetzt einfach mal. Nein, du musst nur Weil ich glaube, so unterscheiden. ganz sauber sind da auch andere Sachen nicht. Wenn man zum Beispiel sagt, es wird ja auch mal mit vegan geworben. Ja? Habt ihr ein Logo auf den Klamotten? Ja. Haben wir. Auf allen Produkten, die vegan sind, ist auch dementsprechend zertifiziert, ist auch das Logo. Ja, steht da nur vegan drauf, oder ist das auch das zertifizierte Ist Logo? zertifiziert dann. Wir haben jetzt Weil noch. manchmal ist es für mich komisch, Das wenn habe man sich ich so ein jetzt paar noch Sachen heute. anguckt, Bitte? was die Inhaltsstoffe zum, wenn man sich so ein paar Inhaltsstoffe anguckt, dann wird mir der halt auch ein bisschen komisch. Und das ist halt genau das, wieso ich dann ein bisschen genauer drauf gucke, wo ich mir denke, so, ist Man eigentlich nicht kann mehr da so genauer ganz drauf sauber. gucken. Ja, Bitte? sollte man aber besser nicht. Nee, sag ruhig. Ich sage ja, sollte man dann aber besser nicht, weil ist ja egal, kann ich dir so mal schicken. Also wenn man da ein bisschen genauer auf die Inhaltsstoffe drauf guckt, dann sind da eigentlich Sachen drin, die gar nicht mehr drin sein dürfen. Das ist mit Sicherheit nicht wahr. Das würde mich jetzt mal interessieren. Das kannst du mir zuschicken. Das würde mich interessieren. Kann ich machen. Jo. Also Das das, schicke ich dir dann mal was privat privat. zu. Das kann nicht sein. Das macht Shogun auf keinen Fall. Und im Gegenteil, Shogun gibt lieber mehr Geld aus als andere Firmen. Und sieh zu, dass die Qualität eben auch stimmt. Es wird, wir sagen ja auch immer, unsere Produkte, da wird kein Wasser zugeführt, nichts, außer die Parfum-Essenz und Bioalkohol. Und Und das was steht aus eigentlich gutem auf Grunde. der, was steht Bitte? denn auf der Schachtel bei Shogun, was den Alkohol angeht? Was den Alkohol Weil angeht. ihr werbt ja immer mit Bioalkohol. Ja, ist es auch. So, und was steht drauf? Ah. Sowas wie Alkohol denat oder so, ne? Ja. So, und das ist denaturierter Alkohol, der Ja, mit einem da gibt es Vergällungsmittel aber auch versehen wird. Unterschiede, auch bei denaturierten, ja, Alkohol. Ja, aber das muss man ja draufschreiben. Da bringt ja nichts, wenn ich da mit Bioalkohol werbe, weil es das ja nicht ist. Es ist im Endeffekt Bioalkohol. Werde ich dir nächstes Mal die genaue Beschreibung auch zu geben. Die habe ich jetzt Hält hier. er jetzt überhaupt? Um was geht's denn jetzt? Nee, und auch um das Wasser geht es ja auch. Von wegen, warum wir sagen ohne Wasser. Das hat auch seine Gründe. Wir investieren da eben etwas mehr Geld, weil eine Duftessenz ist natürlich teurer als Wasser. Wasser, es wird gesagt, Wasser hält den Duft etwas länger als Alkohol. Das stimmt auch. Minimal. Wir machen aber mehr
Duftessenz rein und mehr Alkohol. Es wird dadurch eben teurer, aber es ist, das, ich zeige es mal gerade, vielleicht, ich habe es mal rausgesucht. Moment, jetzt muss ich wieder schauen. Mach mal. Wo habe ich denn jetzt den Zoom? Ah, da bist du ja, Bernhard. Hier bin ich, ich bin hier. Und ich laufe auch nicht weg. Ja, du nicht. Ich laufe nicht weg. Aber, naja. So, jetzt schauen wir mal hier. Ich gehe jetzt mal in Fragrantica hinein. Das ist mit Sicherheit dir, Chris, und genauso wie der Kerstin ein Begriff. Es ist die, ja, das Wikipedia der Düfte. Es ist unabhängig und beschreibt die unterschiedlichen Düfte. Hier kann man dementsprechend Kommentare reinsetzen, wie finde ich die Düfte und so weiter. Und da ist auch ein Bericht drin, woraus bestehen Parfums. Und da gehe ich mal gerade rein. Seht ihr es? Ja. Jo. Ist sehr interessant, dieser Bericht. Kann ich euch also auch nur empfehlen. Jetzt muss ich den Punkt nur finden. Ja, so viel kann ich sehen. Alkohol von höchster Reinheit verwendet. Das ist klar. So, wenn wir uns irgendeine Verpackung eines Parfümprodukts ansehen, steht Wasser nach Alkohol und Parfümduft an dritter Stelle auf der Liste. Warum ist Wasser in Parfums? Nun, um es kurz zu machen, es ist aus keinem besonderen Grund da. Aber es gibt mindestens zwei Möglichkeiten, wie Wasser in ein Parfüm kommt. Erstens kommt das Wasser unweigerlich mit dem Alkohol. Es gibt wasserfreien Alkohol, aber seine Herstellung ist anders und ziemlich arbeits- und zeitaufwendig. Zweitens wird der Alkoholgehalt des Parfümproduktes oft unter einem bestimmten Volumenprozentsatz gehalten, in der Regel 79 bis 80, um eine zusätzliche Besteuerung durch die Regierung zu vermeiden. So, dadurch, dass wir 30% Parfümölanteil haben, liegt unser Anteil an Alkohol bei 70%. Fallen wir nicht rein, dadurch ist es nicht nochmal teurer. Mhm. Bei der Herstellung macht sich Shogun hier eben doch, die Produktion ist etwas aufwendiger. Und dadurch hat Shogun mit den Parfums so einen Erfolg auch. Durch den hohen Parfümölanteil hält es auch länger natürlich auf der Haut und gibt eben den Duft auch ab. Dadurch ist ja Shogun so groß geworden, innerhalb dieser wenigen Jahre. Wie gesagt, ich hatte schon mal erwähnt, Shogun hat, wie viele andere Unternehmen auch, in der Garage angefangen mit der Herstellung von Parfums, aber auch mit diesem Mischungsverhältnis. Und mittlerweile ist es ein Unternehmen, was im dreistelligen Millionenbereich verdient und eben diesen Erfolg mittlerweile in fast 40 Ländern hier in Europa alleine hat. Und das in ja, knapp keine 10 Jahre. Von null auf. Und das mit Parfum erstmal aus der Garage. Moment, jetzt muss ich hier die Freigabe wieder stoppen. Ach, ja doch. Wo ist denn der Dirk? Weiß nicht. Ist er weg? Ach, jetzt hast du da weg. Naja, pass auf. Also, da stand ja drin, warum ist Wasser im Parfüm? Ne? Ach so, ja, Moment, stopp. Man kann dann ist das, was ich noch gesagt hatte, vorher auch, es hält dadurch etwas länger. Moment. Ja, weil Wasser verfließt wesentlich langsamer als Alkohol. Ja, aber minimal ist das. Das ist der Grund. Ja. Ne? Zweitens wird der Alkoholgehalt, ach so, und dann steht da noch, mehr ist nicht,
was immer. erlaubt, weniger hat die Löslichkeit beeinträchtigt. Wahrscheinlich haben Sie Ihre Kindheit schon einmal versucht, Cologne mit Wasser zu mischen. Und Sie wissen, was dabei herauskommt. Nee, der Satz dahinter, der bisschen weiter runter. Da Wasser viel weniger flüchtig ist als Alkohol, ne, wird die Verdunstung von so. Siehst du, und die Sandra schreibt jetzt rein, du sollst jetzt mal darauf einwirken, dass sie nicht immer mit Originalen werben. Das machen sie auch eigentlich nicht. Das ist ja auch verboten von der Firma aus. Das ist von der Firma aus verboten. Es wird von den Strukturhörern verboten. Und wenn doch noch irgendjemand das macht, gibt Bescheid, die werden von der Firma auch verbannt und es ist vom Unternehmen her nicht erlaubt. Aber wie bei jedem Unternehmen gibt es immer Leute, die sich nicht unbedingt daran halten. Und ich sehe wieder, ich bin am Zittern, aber nicht aus Angst, sondern weil meine Leitung nicht stimmt. Was ist, was ist mit deiner Leitung denn los jetzt? Ja, ich weiß nicht. Habe ich ja sonst nicht. Irgendwas ist jetzt komisch. Ja. So, warte mal. Ich muss mal jetzt... Das ist dann auch der Punkt, wo ich vorhin sagte, es ist richtig, dass Wasser auch ein bisschen eben noch den Duft länger hält. Dass Wasser viel weniger flüchtig ist als Alkohol. Verzögert. Bitte? Es verzögert einfach nur. Ja, wird die Verdunstung der Parfumkomposition etwas verlangsamt, sodass eine kleine Menge Wasser die Komposition etwas haltbarer macht. Ja, ja. Je mehr Wasser man jedoch hinzufügt, desto weniger stabil wird die Komposition. Und wenn man bedenkt, wenn Wasser über 1, 2, 3 Jahre in einem kleinen Parfum drin ist, das Wasser wird nicht besser. Hm. Ne? Ja gut, ich meine, also ich habe keinen Plan davon. Nee, wirklich nicht. Ich kann das ja nur immer nachlesen, ganz einfach. Und ich habe ja gelesen, warum die jetzt Wasser ranmachen und warum nicht. Und so, ne? Meine, also ich persönlich sage mal, egal ob ich jetzt von Zaxxas 7 nehme oder von Fumé die 99, ne, oder von dir jetzt die 74 oder so von Shogun, also wenn ich es abends einsprühe oder nachmittags einsprühe, am nächsten Morgen riechen sie immer noch. Ja. Also ich hab da noch keinen großen Unterschied gesehen. Nein, kann natürlich sein. Nein, deswegen, ich habe ja auch nie gesagt, dass andere Parfums nicht schlecht, nicht gut sind. Auf jeden Fall. Auch ob jetzt Saks kenne ich jetzt die Produkte nicht so. Für mich kenne ich die Produkte, habe ich auch selber genutzt. Also von daher, da kann ich auch mitreden. Die Parfums sind alle gut. Ja, was ich immer sage, für mich ist immer wichtig, ganz einfach, das sollte ja auch jeden da draußen interessieren, dass das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmen muss. Ja, richtig. So. Und schlimm wäre das ganz einfach, wenn jetzt einer sagt, pass auf, also ich nehme so ein billiges Zeug, nehme ich nicht, oder so ein günstiges Zeug nehme ich nicht, ich brauche ein Parfüm, was 400 Euro kostet. Also fragwürdig ist also das Sammelsurium, was alles aufkauft dauert. Ne? Das, was Christoph gezeigt hat, das ist eine Firma in Argenteuil. Das ist ein Vorort von Paris, ganz einfach. Das ist ein Verarbeiter. Mhm. Ne? So, aber kein Sammler. Und ich war nur ein paar Mal in Krass geschäftig, ne? Und habe da auch mal selber Fässer hingebracht. Und deshalb weiß ich, wie das da wirklich aussieht. Da musst du wirklich tausend Nasen haben, wenn du durch das Dorf durchfährst. Das ist ja irre. Ne? Ja. So viel Gerüche kannst du gar nicht vorstellen. Und das ist eben, da sind eben die ganzen Lavendelfelder ringsrum, ne? Das sieht toll aus, wenn man da durchfährt. Ja, also das ist für jeden, der mal nach Südfrankreich will, ganz einfach, ist das wirklich eine Reise wert. Echt. Ja. Wirklich. Das ist also wirklich eine geile Gegend da unten. Ne? Wirklich. Und der Ort war selber auch nicht schlecht. Aber gut, das muss eben. Und wer darunter will, der kann auch bei mir in die Gruppe Urlaub 2023 Südfrankreich kommen. Da sind, glaube ich, 12.000 oder 13.000 Leute sind da drin. Oh. Ne, und da könnt ihr euch informieren. Du hast ja, was hast du alles für Gruppen? Ja, das ist das. Die Gruppe habe ich mir aufgemacht vor, wann waren das? Boah. Muss ich gucken.
Kann ich dir gleich sagen. Dann habe ich die Gruppe, aufgemacht. Wow. Menschenskinders. Und da wird zum Beispiel keine Werbung drin gemacht, ne? In der Gruppe. Kannst du dir das vorstellen? Eine Gruppe, die so groß ist und keine Werbung? Das ist gut. Also noch nicht mal wir selber machen da Werbung drin, ne? Mhm. Sondern die ganzen Leute kommen da rein und bieten da ihre Häuser, Wohnungen und alles und Kram an, ne? So. Jawohl, so heißt die Firma Urlaub 2030. Also, warte mal, 12.999 Mitglieder. Das ist doch schon nicht schlecht, oder? Nicht schlecht, ja. Ja, ne? Ist doch gut. Oder? Also entweder ist Chris jetzt bei TikTok drin oder er sucht wieder irgendwelche Sachen. Weiß ich nicht, irgendwas wird er suchen. So, also, warte mal. Also pass auf, und das Foto davon, das ist ja so interessant. Warte, ich blende das mal hier ein, damit die Leute das sehen. Ja, das sind die ganzen Lavendelfelder da unten in Südfrankreich. Ja. So, jetzt, und siehst du hier oben 12.999 Mitglieder, private Gruppe. Ich habe die auch privat gestellt. Ne? Mhm. Und das Tolle dabei ist, also ich bin Admin und Rainer ist Admin. Ich habe das mal gegründet, das ganze Ding. Und warum haben wir das gemacht? Weil wir wollten ganz einfach eins. Wir wollten, dass Leute da für den Urlaub von Südfrankreich da wirklich, wirklich Werbung machen. Ja, ne? Das ist super. Echt. Ja. Und da kann also jeder auch rein. Ne? Darf bloß kein Mist da reinschreiben und keine Werbung drin machen. Und wenn jemand da eine Wohnung sucht oder Urlaub da unten machen will. Also ich habe das Gebiet genommen, eigentlich von Menton über Monaco, dann unten St. Raphael, die ganze Gegend rum und dann auf der anderen Seite runter Sete, Cap de Arc bis zur spanischen Grenze. Ne? Das sollte. Auch. Ja, das hört sich so. Le Beau oder was? Marie de la Mer. Ach so, das habe ich nichts hier gemacht. Das muss ich sagen. Ja, ja. Und das war eben, das habe ich extra mal so gemacht. Und wir wollten bloß mal gucken, ob das ankommt. Ne? Und dann sind da Leute reingekommen ohne Ende. Und teilweise wahnsinnig tolle Videos auch so, Live-Videos, ne? Wie sie da unten sind oder so. Und schön. Und ganz, ganz viele Leute, die da wirklich privat ihre Wohnungen und Häuser anbieten, ne? Echt gut. Echt stark. Wirklich. Und wie gesagt, keine Werbung. Das ist immer, manchmal, warte mal, gestern war einer da, der wollte Werbung drin machen und das habe ich natürlich nicht zugelassen. Ne? Aber so, ja. Schön, kann man auch so machen. Wo ist denn jetzt unser Bugatti-Fahrer geblieben? Jetzt ist er weg. Ist er weg. So, warte mal, jetzt müssen wir mal auf Sandra eingehen. Sandra. Sandra ist am Schimpfen. Warum am Schimpfen? Ganz böse am Schimpfen, weil deine Leute immer wieder mit dem Slogan Werbung machen, Originale. Ja, das sind aber nicht nur wir. Und wie gesagt, vom Unternehmen wird es verboten. Ja. Und ob jetzt bei uns oder bei Fumé oder bei Xax, es sind immer, oder bei diesen nachgemachten sonst Parfums, es sind immer Leute da, die meinen, sie müssten das Original, zum Teil sogar mit dem Originalflakon, hineinsetzen ins Internet. Aber das liegt dann an derselben Person, gebt uns Bescheid, wir leiten es weiter und die werden abgemahnt. Und wenn sie nicht aufhören, werden sie aus dem Unternehmen entfernt. Ja, das ist auch das Unternehmen nicht machen. So sollte es normalerweise auch sein. Also, man kann die Duft. Aber Bernhard, keine Sorge, ich bin noch da. Ich bin nur gerade am Autofahren oder ich war am Autofahren. Was machst du? Du fährst Autofahren war ich. Ja, ja. Er fährt aus? Was fährst du jetzt? Auto. Ist er schon am Pizza ausfahren? Das wird ja immer schlimmer. Naja, irgendwie muss die Kohle ja reinkommen. Ne? Also weißt du, letzte Woche waren es doch noch Flaschen sammeln, jetzt fährt er schon Pizza aus. Oh ja. Gott, das ist mir zu wenig. Ich kann nichts dafür, so ist es leider. Wie weit sind wir gekommen auf diesen Premium-Pizza, oder Chris? Ja, natürlich, selbstgemachte ja. Von Bernhard. Genau. Und ich gerade noch sagen wollte. Was denn? Shogun ist, glaube ich, auch verdammt groß geworden in sehr kurzer Zeit durch die ganzen Listen, die jeder rumgeschickt hat.
Weil überall war nur noch zum Sprache oder zur Sprache gebracht, inspiriert von bla 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 hin und her. Und das hat jeder rausgehauen. Und da kannst du mir nicht erzählen, dass das keine Vorgabe der Firma war oder was auch immer. Das hat jeder gemacht von Shogun, der mir über den Weg gelaufen ist. Es war bis zu der Zeit, wo wahrscheinlich einige einen auf den Deckel gekriegt haben. Vielleicht ist und dann haben sie es dann doch aufgehört. Dass diese Listen alle unterschiedlich ausgesehen haben. Das haben die Leute nämlich selber kreiert. Ja gut, also es gibt immer wieder Leute, aber die das ganze System dahinter gar nicht verstehen, dass es um Duftfamilien geht. Ne? Wirklich. Ich darf natürlich nicht sagen, pass mal auf, also wenn du jetzt auf Kulvata stehst, dann nimm mal das Seven von Xax. Ne? Das ist genau das Gleiche. Kannst du machen, man kann auch bei Shogun. Darfst du nicht sagen. Nee, ich sage, kannst du machen, aber ist nicht gut. Sollst nicht machen. Die Duftfamilie, das ist ja interessant. Weil das ist es nicht. Nee. Es ist ja schon ganz anders zusammengesetzt. Muss man sagen. Ich meine, gut, also ich sage mal so rum, also bei Shogun ist ja in Deutschland noch nicht der große Bringer. Das kann man ja so sagen, ne? Wirklich. In Italien, na klar, da haben sie natürlich einen Heimvorteil, ne? Und du sagst ja auch immer wieder, die Haupteinnahmequelle von Shogun ist eben mal Italien gewesen, ne? Da sind sie wirklich gewachsen ohne Ende. So. Und dann haben sie natürlich ein wahnsinniges Portfolio, ne? Ist doch klar, wenn ich eine Firma habe, die maximal 100 Parfüms bloß anbietet, dann ist die natürlich am Wettbewerb schlechter aufgestellt als eine Firma, die 4.500 Produkte hat. Ja. Das ist immer so. Nun, jetzt kommt natürlich noch dazu, dass die Italiener wahrscheinlich noch mehr Nationalstolz als die Deutschen haben. Wenn du hier sagst, in Deutschland, ich vertrete deutsche Firmen, sagen sie alle, deutsche Firma, scheiße. Es muss schon eine amerikanische sein. Ne? So, verstehst du? Also kaufen sie lieber beim Amerikaner ein oder eben, was weiß ich, wo du einkaufen. Nun, das ist eben das Schlimme dabei. Und sie haben rasant, und du hast ja mal die Bilder gezeigt, wir haben ja wirklich eine Hütte dahingestellt, ganz einfach. Das ist ja wirklich schon riesig groß, ne? Mit Hochregallager, mit allem drum und dran. Ich meine, gut, bei 4.500 Produkten, die musst du auch vorrätig haben. Ne? Ganz einfach. So. Da wird nicht etwas von unterschiedlichen Firmen geschickt und dann weitergeliefert. Das ist, sind alles, ob es jetzt die Produkte, wir haben ja auch Sonnenbrillen zum Beispiel. Was? Sonnenbrillen. Sonnenbrillen? Das ist auch ein Bereich bei uns, und zwar von der Firma Kleis. So, die Firma Kleis ist aber wiederum ein Tochterunternehmen von Shogun. Oder wir haben ja auch jetzt ganz neu italienische Spezialitäten. L'Italiani, die Firma, ist auch ein Tochterunternehmen von Shogun. Naja gut, wenn es zum Angebot passt, ist doch logisch, dass die dann so eine kleine Firma blitzschnell aufkaufen. 85% der Produkte, die Shogun anbietet, kommen aus eigener Produktion. Ja gut, das ist das System, was Aldi auch mal eingeführt hat. Ja. Die haben auch die ganzen kleinen Dinger haben sie aufgekauft. Erst haben sie geknebelt mit Verträgen. Da haben sie gesagt, du kriegst keinen Auftrag mehr von uns. Und dann mussten die zumachen und hat all die aufgekauft. Hm? Wirklich. Und genauso mit den ganzen Immobilien. Wenn du A&G siehst aus Hamburg, ganz einmal, das ist die Grundstücksgesellschaft, die arbeiten genauso nach dem gleichen System. Und natürlich, die Italiener sind ja nicht doof. Und warum sollen sie jetzt, sollen sie nicht noch dran verdienen? Wenn sie jetzt einen geilen Hersteller von irgendwelchen Zeug finden, dann passt es doch dazu. Es gibt ja andere Firmen, die machen das genauso. Der Vorteil ist ja auch, wir können die Produkte, du hast ja selber gesagt, die Produkte sind nicht teuer. Nö. Dadurch, dass sie selber hergestellt werden, können sie günstiger angeboten werden als in, ja. Na, ist doch klar, wenn ich den Lieferanten bezahlen muss und will dann noch mal eine Marge draufhauen, ganz einfach, sind doch andere Kosten, als wenn ich die im Großen der eigenen Firma herstellen kann. Ja. Und es kann auch mal eine hohe Provision auch an die Networker, an die Partner ausgezahlt werden. Okay, ja, das ist was anderes. Ja. Aber sieh mal, also das war ja hier bei dem, was Schiffner zuletzt beworben hat, My Daddy Joyce, war das ja genauso. Ja. Die haben auch nur Buden dazugekauft. Mhm. Und wenn eine Hütte nicht mehr läuft, dann machen sie einfach zu. Ja. Ganz einfach. Ja, so. Nee, das bei Daddy Joyce, das waren keine Unternehmen, die gehörten nicht zu Daddy Joyce. Das waren eigene Firmen, die über Daddy Joyce
einzelne Unternehmen, die über Daily Choice vertrieben haben. Nee, also wenn ich das richtig im Ohr habe, dann war es so, mein Daily Choice ist hingegangen, hat gesagt, zeig mal die Bücher her, die Zahlen stimmen, okay, wir kaufen euch auf. Und so haben sie sich sukzessive groß gemacht. So war das. Also hat Schiffner jeweils mal erklärt. Ne? Hat ja von Schiffner anders verstanden. Ja, ja. Vielleicht wäre ganz gut, vielleicht hört er zu und kommt mal rein. Interessiert. Den gibt es nicht mehr. Das letzte Mal, dass er aktiv war, hier auf Facebook, das war am 15. Dezember. Und dann hat er noch mal am 16., 17. so eine Abendveranstaltung gemacht. Und da war ich auch dabei. Und da hat er seinen Leuten eiskalt gesagt, ach so, übrigens, ab morgen sieht mich kein Mensch mehr wieder hier. Ja, ist schade. Das war's. Und alle haben da gesessen und haben gesagt, was ist denn jetzt los? Verstehe ich jetzt nicht. Nee, ist halt schade für die ganzen Partner, die er geworben hat. Das ist richtig. Dass er sie da jetzt alleine gelassen hat. Das sollte man nicht tun. Also den Stand kannst du nicht allzu oft wiederholen, dann war's das. Dann brauchst du mit nichts mehr kommen. Ne? So, warte mal, wollen wir mal gucken. Also die Kosmetik von mir ist vegan und die Düfte ohne Duftverstärker. Gut, okay. Gut. So, warte mal. Ja, aber die Düfte sind nicht vegan. Die Düfte sind nicht vegan? Nein, die Düfte von mir sind nicht vegan, weil da ist nämlich, also deswegen sind sie ja bio. Ne? Also da ist der Trägerstoff von den Moschusochsen und von daher sind nicht die Düfte nicht vegan. Sandra, jetzt hast du was Falsches geschrieben. Sandra Aschoff. Ja, weiß ich vielleicht nicht besser. Sind nicht die Düfte alle vegan. Gut. So, und Dirk sagt, wo ist denn Dirk überhaupt geblieben? Keine Ahnung. Dirk hat sich verabschiedet. Hat sich verabschiedet? Siehe Chat. Also siehe da unten. Also immer dann, wenn also, du verabschiedet. Unsere Düfte sind alle vegan. Ja? Alter, von mir nicht. Ja. Nö. Aber dafür sind sie bio. Das wird aber auch kommuniziert. Ne? So. Ja, das wird kommuniziert. Also wie gesagt, bei Zax, alle Herren, Damen und Unisex-Düfte vegan und ökotestkonform. Alle Dinge, die irgendwie im Verdacht waren, krebserregend zu sein, sind da definitiv schon lange raus. Sie dürfen in der EU gar nicht mehr verkauft werden. Was da gibt es immer noch andere Marken, die immer noch drin haben. Was die Produkte aber betrifft, die sind alle tierversuchsfrei und so. Ne? Das sind sie schon, aber wie gesagt, vegan sind die Düfte halt nicht. Die Leute bei Shogun werden nicht geschult. Sandra, was schreibst du da? Ich meine, was muss man denn dabei schulen? Man muss wissen, wie die Seite funktioniert. Mehr brauchst du noch nicht zu wissen. Brauchst du keinen zu erklären. Ja, du hast schon wieder Zitteraal. Jetzt ist halt grün auch noch. Also sag mal, du wohnst wirklich in einer Scheißgegend, will ich dir sagen. Echt? Na, die ist grün. Ja, deine Kinder, die da demonstrieren in dem Tagebau, die haben das alles versaut bei dir. Glaub es. Die haben Schuld. Meine Kamera scheint ein Problem zu sein, aber da habe ich nie Probleme mit. Also gleich morgen bestellen eine neue Grafikkarte und dann passt das wieder. Ich habe ja noch eine Grafikkarte ist eigentlich gut. Naja, was muss er legen? Dann nimmst du eine andere Kamera. So, pass auf. Also Dirk schreibt jetzt, Schulung ist wichtig. Dirk, nochmal, das ist eine Frage. Wozu musst du dich jetzt schulen lassen? Um Parfüm zu verkaufen, brauchst du keine Schule. Um verkaufen, das kannst du vielleicht lernen, aber doch nicht das Parfüm auswendig lernen. Das interessiert doch kein Schwein, was da alles drin ist, glaube ich. Ich weiß nicht. Das ist wieder mal abhängig davon, was man will, Bernhard. Was? Ja, ist ja die Frage, was man will. Also sprich, welches Ziel man verfolgt. Wenn ich zum Beispiel sage, ich bin derjenige, der ein Business aufbaut und ich zeige dir, wie man ein Business aufbaut, dann zeige ich dir, wie man ein Business aufbaut. Dann gebe ich dir vollkommen recht. Aber das dann ist keine Schulung. Wissen, was da drin ist. Nee, das hat einfach mit Anleitung zu tun. Ja, Schulung wäre jetzt eine Produktschulung, aber ganz ehrlich, Produktschulungen kenne ich aus dem Bereich des Direktvertriebs, wo es um beratungsintensive Produkte geht, die auch im Preis sehr hoch sind. Also Hüller zum Beispiel. Parfüm ist es ja genau das Schöne, dass es so ein einfaches Produkt ist. Weil was willst du da großartig schulen?
Du willst ja auch keinen Schwanzvergleich machen, sondern der Kunde entscheidet, riecht gut oder riecht nicht gut. Ja. Das ist ja genau das Schöne. Ja, deshalb gibt es doch diese tollen Dinge, ganz einfach, die ganzen kleinen Duftmappen, wo es immer heißt, das sind die kleinsten Parfümerie der Welt, ganz einfach, die hat jeder dabei. Der Dirk hat ja heute seine im Krankenhaus gelassen und jetzt wird er sehen, was da rauskommt. Wer hat jetzt hier den Ton an? Entschuldigung, das bin ich. Gut. Nein. So, warte mal, was hat denn Markus Zinke jetzt her? Teamleader 24, was ist das denn? Hat da einer was schon mal von gehört? Also müssen wir gucken. Was ist denn das jetzt? Teamleader 24 ist das neue Unternehmen aus Frankreich. Wer? Was für ein neues Unternehmen? Mit Nahrungsergänzungsmitteln und einigen Produkten, die hat der Dirk, glaube ich, letztens schon mal vorgestellt. Und Teamleader 24 ist eine bestimmte Struktur bei denen, die das hier für Deutschland vor allem bewirbt. Ach ja, neues Januli oder was? Neues Netzwerk gestartet. Ja. Oh Mann. Schon wieder eine neue Hütte? Ja, da hatte der Dirk das letzte Mal drüber gesprochen. Janoli, die Firma. Ach so. Die sind das, na ja, gut, okay. Ja, Janoli steht hier. Janoli Webinare und Auto-Webinare. Und was ist ein Auto-Webinar? Was ist denn das? Was ist ein Auto-Webinar? Das verstehe ich jetzt nicht. Ja, das kenne ich nur von LR. Das Autoprogramm oder was? Aber hier steht ja Janoli-Webinare und Auto-Webinare. Also da wird jetzt erklärt, wie ein Auto kriegst von denen oder was? Ach, Mann. Gut, aber wer war das jetzt? Markus. Markus Zinke, ne? Markus, sag mal, der Markus, der war doch bei Xax. Habe ich jetzt was falsch verstanden oder was? Hat denn diese neue Firma auch Parfüm? Wer weiß das? Ich weiß gar keiner mehr was. So, warte mal. Also Sandra schreibt jetzt weiter. Mir sind die Düfte von Chugan schon etwas zu viel von der Essenz. Ne? Fumé ist für mich persönlich, ja gut, okay. Ich sage doch immer wieder, Sandra, und das ist doch das große Problem dabei. Am besten ist, du testest alle Firmen mal durch, die jetzt hier diese kleinen Testdinger haben, ganz einfach, und dann findest du für dich das Optimale und dann sagst du so, und ich könnte mir vorstellen, mit der Firma, für die entscheide ich mich jetzt, weil die Produkte gut sind, die gefallen mir und ich kann mir vorstellen, ich finde dafür Leute, kann andere Leute begeistern davon. Oder? Werde ich jetzt nur noch alleine hier oder was? Ist ja unbegreiflich. Du hast vollkommen recht. Ach, und Dirk hat geschrieben, er muss jetzt raus, weil es wieder um Wasser geht. Ach so, gut. Deshalb verlässt man die Sendung nicht, weil es ist doch einfach nur, also Hans-Jörg hat doch nur gezeigt, ganz einfach, warum Parfüm im Wasser ist. Mehr nicht. Ja. Deshalb geht er aus der Sendung. Na gut, okay, alles klar. Ja, das war bei wo ich das vorgestellt hatte, dann Kommentare waren auf Facebook dazu, von wegen, dass eben hier das Wasser erforderlich ist für die Parfums. Erforderlich ist es nicht, Ich da eben gezeigt auch. Und es ist halt ein Stoff, der hinzugefügt wird. Es ist minimal dadurch auch, hält es länger. Ja. Alkohol verfliegt halt ganz schnell. Ja. Wasser nicht so schnell wie Alkohol. Ja. Chugan hat dafür einen höheren Anteil an Parfümöl. Ja. Und halt nur dadurch, dass 30% Öl ist, sind 70% Bioalkohol. Dadurch bleibt es unter dieser steuerlichen Richtlinie und ist nicht dadurch dann nochmal teurer. Ja, wenn ein Parfum weniger zum Beispiel hat an Parfümöl,
kämen Sie eventuell auf über 80% an Alkohol und das wird dann wieder richtig teuer. Und deswegen unter anderem wird Wasser auch nochmal hinzugefügt. Ja, gut, ich meine, da stand ja da ganz klar, konnte doch jeder lesen, ganz einfach, Wasser wird zugefügt, dann sagen wir, damit der Duft etwas länger hält. Gut, weil es eben Wasser wesentlich langsamer verfliegt als Alkohol. Gut, okay. Und ich habe mich immer gewundert, warum meine Schnapsflaschen immer leer sind. Jetzt weiß ich das. Ist bei mir auch so. Das jetzt daran liegt das. Also ich gebe dem jetzt mal so. Also und Sandra hat jetzt noch dazu gemeint, also Ramona, ich grüße dich. Jawohl, so, warte. Und jetzt kommt, Hans-Jörg, du sollst dich unbedingt bei der Sandra melden, weil sie möchte dir gerne eine neue Telefonleitung verkaufen. Das ist gut, das werde ich machen. Ja, gut. Ist das doch ein Network? Zur Info, Sandra. Alles immer Network. Ich kenne mich gut aus. Ich bin ehemaliger Fernmeldehandwerker bzw. Kommunikationselektroniker. Ja, nee, du sollst ja bloß eine neue Leitung kaufen. Ja, ja. Nee, eine andere Frage. Gut, wenn wir auch mal reden. Warte, jetzt kommt der Mann, der hier in Silber, nee, was ist ein Chromfarben? Ja, Chromfarben. Ich bin jetzt wieder Lachsfarben, extra für dich. Aber eine andere Frage, die ich mir die ganze Zeit immer stelle, immer wenn ich Bioalkohol höre. Bernhard, du kennst dich doch auch, du bist auch schon ein paar Tage auf diesem Planeten. Woraus wird denn Alkohol überhaupt erstellt oder erzeugt? Alkohol selber? Ja. Es gibt Industriealkohol? Und es gibt ja das andere Alkohol. Also Alkohol ist normalerweise ein Vergärungsprozess, ne? Oder? Wenn ich das richtig. Ja, ist irgendwie Bio, ne? Ja. Weiter. Normal, ja. Ne? Also ist ja irgendwie alles Bio. So, und Industriealkohol ist im Endeffekt ja nur so verändert, dass er nicht mehr steuerpflichtig ist, oder? Das wird der Trick dabei. Oder Vergelt. Richtig. So, das heißt, Alkohol ist so oder so Bio. Also. Warum muss man sagen Bioalkohol? Weil ich kenne keinen anderen Alkohol. Warte, gucken wir mal nach. Also Alkohol, ich kann ja jetzt sagen, R gleich O gleich H. Gut, okay. Das bringt uns jetzt nicht viel weiter. So, was ist Alkohol? Ist eine Flüssigkeit, die in Bier, Wein und anderen Getränken enthalten ist. Sie entsteht durch Gärung, eine Art von Zersetzung von Früchten, Weintrauben, Glucose enthalten und alles und Kram. So, ja, also das ist ganz normal. So, warte mal. Was ist Alkohol chemisch gesehen? Gut, also ich weiß, es gibt noch einen Industriealkohol. Ich weiß nicht, wie Sie den anmischen. Ethanol. Ja, da Ethanol ist das, ne? So. Das ist wieder was anderes. Also Ethanol kannst du in dein Auto reinkippen, dann geht das Ding ab wie Spitzkatze. Aber nicht jetzt zu mir kommen und sagen, du hast gesagt, ich soll Ethanol da reinhauen. Ne? Weil Ethanol steht ja hier auch. Ethanol wird durch chemische Synthese aus Wasser und Ethen im sogenannten indirekten Prozess homogen. Ja, wird aus Essigsäure hergestellt. Ne? Essigsäure und Kohlenstoff. Ja, normalerweise hergestellter Alkohol wird auch als Industriealkohol bezeichnet. Ja, ja. Nein, also das andere, das ist das, was im Wodka auch drin ist. Kannst du aus Wodka kannst du auch destillieren, dann hast du auch Alkohol. Ne? Kannst du natürlich auch trinken. Aber bei dem Industriealkohol kannst du es nicht destillieren. Bei dem Industriealkohol. Nee, da nicht mehr. Deswegen wird ja extra ein Zusatzstoff dazugepackt, damit es nicht mehr geht und damit die dementsprechend auch die Steuer umgehen. Ja, klar. Weil ansonsten müssen sie auch für den Industriealkohol richtig fett Steuern bezahlen. So bezahlen, ja. So, aber insgesamt ist es doch immer Bio, weil Alkohol wird halt durch die Gärungsprozesse erstellt. Also man kann ja auch Alkohol sagen, da muss ich nicht Bioalkohol sagen, weil das ist irgendwie immer Bio. Ja, aber guck mal, aber Bio hört sich doch schöner an. Aber deswegen meine ich gerade, das ist doch einfach nur dem Kind einen anderen Namen geben, aber in Wirklichkeit. Das ist Augenwischerei. Gut. Also Industriealkohol ist schon ein bisschen was anderes. Ja gut, ja, aber ob du jetzt sagst, Alkohol ist drin oder Bioalkohol oder der Zusatz, der muss dabei sein, ganz einfach, wenn es Industriealkohol ist, dann das muss man, glaube ich, deklarationspflichtig oder so. Weil der eigentlich ganz chemisch hergestellt wird. Ja. Also da brauchst du ein paar Äpfel, die auspresst und dann irgendwie vergärst und dann
die werden vergoren. Die werden vergoren und dann ist das alles in Ordnung, oder? Ja, gut. Ach, ist ja egal. Naja, also aber Bio lässt sich natürlich gut. Guck mal, Aldi verkauft ja auch mittlerweile Bio-Klamotten und Lidl auch und alle haben Bio drauf und ja, weiß ich nicht. Wenn ich von denen eine Tomate kaufe, da steht Bio drauf, die schmeckt genauso beschissen wie der andere auch aus dem Treibhaus. Ja. So, und wenn ich eine Tomate bei mir aus dem Garten hole, ganz einfach, dann schmeckt die nach Tomate. Und die anderen eben nicht. Gut. Ja, es wird doch die nächste Zeit erst lustig, weil dann hast du wahrscheinlich auch irgendwelche Sachen, die man früher, wie soll ich sagen, früher hast du ein Restaurant zugemacht, wenn du da irgendwelche Viecher gesehen hast. Und die darfst du jetzt, sag ich mal, nach den neuen Richtlinien überall beimischen. Dein Brot. Ja. Seit vorgestern, seit Mittwoch, ne? Mhm. Seit Mittwoch. Also, denn, pass auf, aber es muss ein Zusatz dabei sein, Proteinträger. Muss dabei stehen. Nee, da stehen die ganzen lateinischen Begriffe. Die ist es nicht Pflicht, die lateinischen Begriffe mit draufzuschreiben, womit sowieso keiner was anfangen kann. Also unser Minister hat gesagt, das soll da draufstehen mit Proteinträger. Weil, na klar, sicherlich. Also ein Mehlwurm, getrockneter Mehlwurm, geschrotet, das ist ein Vitaminträger. Das ist richtig. Hm. Ne? Und so eine Made, von irgendeinem Baumstamm abkratzen, das ist auch ein Vitaminträger. Wir können uns dann demnächst alle fühlen wie im Dschungelcamp. Das ist eine Sendung, die gucke ich mir nicht an. Die habe ich bloß zweimal in meinem Leben gesehen. Zweimal, also einmal. Am Anfang vielleicht. Nee, gar nicht. Ich wusste nicht, was das ist. Und dann habe ich mal gefragt, und hat Rainer, die Jungs vom Sparwelt haben geschrieben, pass auf, heute Abend kommt, das musst du unbedingt angucken. Ich mache an und ich muss euch sagen, ich war gerade am Abendbrot essen und hatte mir Scampis gemacht. Ne? Richtig tolle Scampis. Und mache an und sehe, wie die da so Würmer da sich reingezogen haben und Maden. Und da habe ich keinen Hunger mehr gehabt. Jetzt gucke ich mir das nicht mehr an. Das war scheiße. Das war einfach nur doof. Wirklich. Ne? Wer ist dazugekommen, Kerstin? Wer ist dazugekommen? Na, die Mona schreibt im Hintergrund. Ach so, ja. Ne? Und die Sandra hatte ich noch nicht begrüßt. Ja, ich war ja zwischendurch auch nicht da. Und der Markus. Hm? War ja Hunde füttern. Ach du Scheiße. Also das Alkoholzeug wird auch nochmal in zwei Kategorien unter Dings gemacht. Also wassermeidende, zum Beispiel Öle, und wasserliebende. Das ist ja, wird das jetzt hier ein Fachseminar über Alkohol. Über Alkohol. Wer hat das jetzt geschickt? Nee, ich habe das gerade hier bei Wikipedia auch. So. Ne? Weil er hat mich jetzt interessiert. Ne? Warum gibt es keinen 100% Alkohol? Das ist eine gute Frage. Das muss ich jetzt lesen. Wer hat das jetzt geschickt? Weil Strohrum reicht. Ach so. Hans-Jörg, hast du Ton an, oder? Schon wieder, shit. Jo. Okay. Ach so. Och, also, Manko ist doch gut. Also man kann also kein 100% im Alkohol herstellen, weil das geht nicht, weil das Destillier nicht hinhaut. Ne? Gut. Okay, haben wir das auch. Ah ja, ist doch scheiße. Ach, ist auch egal. Wichtig ist, dass irgendwas draufsteht und alles, was mit Bio zu tun hat, das liest sich immer gut und toll und riesig und das ist doch in Ordnung. Ist ja nicht so schlimm. Oder? Ja. Was? Also wichtiger. Meine Info war halt, also wenn mein Sponsor, der ist ja leider nicht hier, da kommt immer, dass das Bio-Alkohol ist. Warum? Ja. Naja, gut, weil guck mal. Du kannst heute von der Rügenwalder Wurst kannst du was kaufen und dann Fleisch und dann gehst du 3 Meter weiter und steht dann drauf das gleiche Fleisch, bloß mit Bio drauf. Ende. Mhm. Ja, und dann kauft man ein Biofleisch. Ja. Wenn du ganz groß Pech hast, dann hast du einen Teewurst erwischt, die vegan ist. Dann hast du gewonnen. Es gibt halt verschiedene Alkohole. Parfums haben auch zum Teil diesen synthetischen Alkohol. Ja, klar. Und der Unterschied von diesen beiden Alkoholen ist,
Bei dem synthetischen Alkohol trocknet die Haut schneller aus, bei dem Bioalkohol nicht. Mhm. Ich dachte immer, in deutschen Gefängnissen darf deshalb kein Parfüm verkauft werden, weil die dann selber destillieren oder sowas. Oder trinken direkt. Naja, dann duften sie länger. Wenn sie tot umfallen. Ne? Oder? Stoßweise. So, warte mal, jetzt Ramona schreibt jetzt wer. Ramona, herzlichen Glückwunsch zu deinem Freudestag. Die Ramona hat geschrieben, sie hat vor 3 Jahren ihren neuen Mann kennengelernt. Hm. Ist doch was, oder? Ja. Doch, muss man anerkennt sagen, dass sie das gemacht hat. 3 Jahre habe ich noch ausgehalten, aber bei 7 wurde es eng. Naja, ich meine, das wäre ja auch vertane Zeit gewesen. Eben. Überleg doch mal. Dann lieber. So, warte mal, scheiße, jetzt müssen wir ruhig sein. Hier sind ja noch Frauen dabei, die sich das anhören. Da müssen wir eine Männerrunde mal gründen dafür, weißt du? Das ist eigentlich eine gute Idee. Ja, ne? Männerrunde, Männergruppe, doch. Ja. Das geht das aber nur, wenn wir auch eine Frauenrunde haben dürfen. Das kannst du doch machen. Männer richtig Luft machen können auch. Kannst du machen. Andere Leute machen Hundegruppen auf und wir machen jetzt eine Männergruppe auf. Fertig. Genau. So, ne? So, warte mal. Ich weiß nicht, irgendwas passt jetzt hier nicht. Da fehlt ja schon wieder jemand. Was habe ich jetzt? Ich hab gar nichts gemacht. Jetzt lacht sie mich aus auch noch. Also ich hab doch nur gesagt, dass ich es gut finde, dass du vor 3 Jahren einen neuen Kerl kennengelernt hast. Neuen Mann, Kerl, nicht Kerl, sagt man ja nicht. Also, nein, nicht. Also hast du alles richtig gemacht. Oder der Mann hat alles richtig gemacht, dass er dich gefunden hat. Oder wir hätten jetzt wen gefunden? Das ging aus dem Post nicht hervor. Das finde ich schon mal find ich schlimm. Kerstin, habt ihr denn in dem Ceroin, ist da auch Alkohol drin? Ne, wieso in dem Ceroin? Ceroin sind die Kapseln. Ach so, das sind die Kapseln. Du meinst Clean Slate? Ja. Du fragst mich nicht. Ich dachte, ich wüsste, dass da Alkohol drin ist. Das ist alles Mögliche drin. Aber Alkohol? Ist da Alkohol auch drin? Ne, wüsste ich nicht. Du weißt das gar nicht? Wüsste ich nicht. Wäre mir ganz, ganz neu. Das macht mir ja nachdenklich. Genau wie beim Dings hier auch nicht. Beim Restore ist auch kein Alkohol drin. Ist auch kein Alkohol drin? Warte mal, ich mache immer Hintergrund weg. Dein Hintergrund ist wieder, ja. Ja, kleinen Moment. Wie, und da ist kein Alkohol drin? Nee. Da ist kein Alkohol drin. Wo ist, ja, unser Pizzafahrer ist gerade am Ausliefern. Guck mal, er hat jetzt abgemeldet. Na toll. So, da ist kein Alkohol. Am Kassieren. Am Kassieren ist der. Ach so, am Kassieren. Da hat er geschrieben, gesagt, Premium-Pizza, die Bernhard gebacken hat. Liefert er aus. Ja, das geht ja nicht. Ich habe ja heute keine gebacken. Also, dann ist er erst recht Premium. Heute noch nicht. Ich, aber das ist eher eine gute Idee, ne? So, Pizza dazu machen? Klar. Pizza auszufahren. Ja. Das ist besser als selber zu backen. Also ich gucke mir das auf TikTok immer gern an, wenn die da Pizza herstellen. Die haben das ja richtig drauf, ne? Ja. Richtig gut, ne? Wirklich. Vor allem, wenn die den Teig so hochschmeißen, ne? Ich weißt du, wie oft ich schon versucht habe, selber einen Pizzateig zu machen? Nee, das weiß ich nicht. Das ist unbegreiflich, ich kriege das nicht hin. Die haben immer so einen kleinen Bällchen da liegen, verstehst du? Die sind so groß wie ein Kloß, ne? Und dann chup, chup, chup. Und dann wirklich, die wischen da ein paar Mal hin und her, dann schmeißen das Ding in die Luft, das wird immer größer und größer und dann faszinierend, wie das geht. Ne? Absolut. Ich weiß auch nicht, also das kriege ich nicht hin, wirklich nicht. Nein, also Pizza, wer liefert eine Pizza überhaupt? Hallo Pizza, ne? Gibt es das noch? Hallo Pizza? Keine Ahnung, bei uns heißen die hier anders. Ja, gut, okay. Pizza Express und ach, was weiß ich. Ach ja, gut. Das Einzige, was ich jetzt neuerdings oft bei mir hier durchfahren sehe, das ist wirklich der McDonald-Bringedienst.
Ne? Donald bringt ja Dienst. Ja. Ja, haben sie tatsächlich, wirklich. Ne? Aber ich muss sagen, die haben noch kein E-Auto. Oh, da ist Amazon besser. Amazon hat E-Autos. Ne? Mhm. Die hier nicht. Das macht mich immer nachdenklich. Wirklich. Aber da kannst du auch den Unterschied sehen zwischen Pizza-Bringedienst. Die haben ja immer noch ein vernünftiges Auto. Ne? Hier, der Bringedienst hier von McDonald's, die haben Smart. Okay. Ja klar, also weil ein Hamburger ist ja nicht so groß, weißt du? Eine Pizza muss, stell dir mal vor, ein Budget an 28er Pizza, kriegst du gar nicht rein in Smart. Familienpizza, genau. Ja, geht ja nicht rein, ne? Haut nicht hin. Gut, was haben wir jetzt noch vergessen? Haben wir noch was vergessen? Ich wüsste jetzt gerade nicht. Also wir haben jetzt von Herrn Zirk gesehen, aber ich muss diese Seite nochmal wiederfinden. Ich hoffe, der schickt mir das. Dass ich das wiederfinde mit dem, ich brauche unbedingt diesen Backofen rein. Ja, ja, machen wir mal. Müssen wir Werbung für machen. Wirklich. Einmal live Backofen reinigen mit mir. Das ist eine Aktion, ne? Mhm. Und das kündige ich vorher natürlich an, ne? Wirklich. Jo. Gut. Am besten, wenn du vorher noch Pizza drin backst. Ja. Letztes Mal habe ich meinen Ofen sauber gemacht, ne, mein Ceranfeld, und da hat jemand reingeschrieben, hätte es ja wenigstens ein Dreckchen nehmen können. Ein dreckiges Ceranfeld, ne? Was denken die Leute, wie mein Ceranfeld aussieht? Hm? Tja. Muss man da jetzt ein halbes Jahr nicht mehr sauber machen, damit man zeigen kann, wie man es sauber macht. Reicht schon, du musst ein bisschen Milch rüberkippen und das einbrennen lassen. Ich wollte gerade sagen, Milch überkochen lassen. Ja, das ist doch immer das Tolle, was sie da dann so meinen, dass das dann richtig gut ist. Ja, aber ich habe ja mein Ceranfeld sauber gemacht, ne, mit Küchenspray. Ne? Habe ich gesehen, ja. Ja, hast du gesehen, ne? Mhm. Und das haut hin, wirklich. Und das Ding wird, also ich finde, es sieht gut aus. Mhm. Und es ist ja nicht mehr eins, was ich vor 3 Tagen erst gekauft habe. Ne? Das ist ja schon richtig alt und ja. Ne? Also doch, ich bin ganz zufrieden. Und ich brauche da nicht mit dem Schaber ran und sowas. Verstehst du, das mache ich alles nicht. Ne? Das ist schon mal gut. Was? Nee, das mache ich nicht sowas. Echt nicht. Das wäre schlimm. Also wir haben mal einen Kunden gehabt, einen Hersteller von Ceranfeldern. Und ich war dann selber mal zu einem Verkaufsgespräch da und dann sind wir dann auch durch die Halle gegangen und dann habe ich gesagt, pass auf, also jetzt habe ich wirklich mal eine Frage. Wie kriegt ihr diese Scheißfelder immer sauber? Ne? Weil ich sehe bloß immer, man muss sich so ein teures Zeug kaufen. Ne? Mhm. Und dachte, ist doch kein Problem. Kannst du das teure Zeug kaufen? Oder gehst los und kaufst dir so eine Pulle Scheuermilch, ne? Die kostet 90 Cent oder sowas, ne? Und nimmst die. Ist genau das Gleiche, was in den anderen auch drin ist, bloß das andere wird als Backofenreiniger oder als Reiniger von Ceranfeld richtig verkauft. Ne? Mhm. Kostet dann 3 Euro oder 4 Euro oder so. Ne? Und Scheuermilch ist wirklich gut. So. Das stimmt. Und hinterlässt keine Spuren. Also nicht, dass jetzt einer auf seine Idee kommt, seine Frau umbringt und sagt, ich soll mit Scheuermilch alles wegmachen. Das wäre nicht richtig, habe ich nicht gesagt. Ne? Guck mal, Hans-Jürg ist wieder voll da. Ich versuch's. Ohne dass er wackelt. Kommt wahrscheinlich gleich wieder. Weil es sieht ja gut aus, ne? Also, es sieht aus wie Kerstin hat gesagt. Technoparty. Oder epileptischen Anfall. Oder so, ne? Ja gut. Früher so ein Wackeldackel, ne? Ja, ne? So. Nee, der macht ja nur so. Und du hast ja richtig am ganzen Körper gezittert. Ja. Nee, also Wackeldackel, ja, das haben wir ja früher alle im Auto gehabt, ne? So ein Ding. Muss ja sein, ne? Wir nicht. Wir auch nicht. Doch, also wo du herkommst, Kerstin, ihr habt eine Klorolle gehabt, ne? Eine Umwickelung. Ja, aber bitte schön umhäkelt. Umhäkelt, ja, klar, sicherlich. Mhm. Ne? Und dann irgendwann kam dann der reiche Onkel aus dem Westen und hat dann einen Dackel mitgebracht. Dann haben sie im Trabi alle Dackel hinten auf der Ablage stehen gehabt. Ne, wir nicht. Und haben sich gefreut. Aber die Klorolle war alle, ne? Die haben alle gehabt. Ja, aber es gab immer ne Klopapier. Also das ist ja ein Phänomen, das es hier jetzt nicht mehr so gibt. Manchmal. Ja, du musst anfangen zu häkeln. Vielleicht kannst du noch ein Geschäft mitmachen. Ganz selten sieht man immer noch mal welche. Naja, aber meine ja, auf Oldie-Shows, ne? Da kannst du so...
Oldtimer-Shows, da kannst du das. Da gibt es sowas noch? Jo, da siehst du das noch. Ich dachte, du fährst mal zum wie heißt das? Mittelaltermarkt, natürlich, aber ach, deswegen interessieren mich die Oldtimer trotzdem. Da haben sie noch keine Dings gehabt, ne? Kein Wackeldackel auf der Kutsche oder was? Nee. Das sollte mich wundern. Hätte vielleicht auch komisch ausgesehen. Okay. Mhm. Jetzt fährst du zum Uldi-Treffen? Nee, jetzt nicht. Warum fahre ich nach Mindelheim? Warum? Nein, ich meine so. Mache ich auch. Ich habe ja mehrere Interessen. Genauso wie ich auch zu den Toten Hosen aufs Konzert fahre oder so. Zu wohin? Die Toten Hosen. Tote Hosen? Kennst du die nicht, die Toten Hosen? Ich höre solche Musik nicht. Och. Ja, ich schon. Was hältst du von mir? Hä? Also es ist kein Alkohol drin. Ich habe nachgeguckt in dem Clean Slate. Es ist kein Alkohol drin. Ich habe hier auch Wasser, es ist auch kein Alkohol drin. Siehst du? In meinem Tee auch nicht. Aber manchmal kommen Leute in meine Sendung, die haben Alkohol zu sich genommen. Und das ist dann verwerflich. Naja, die gibt es doch aber jetzt nicht mehr online, hast du gesagt. Hm? Die gibt es doch online nicht mehr, hast du gesagt. Die Leute gibt es nicht mehr? Hast du gesagt. Nee, der eine. Aber es gibt ja noch andere. Die haben dann auch mit Wodka immer. Wodka ist gut. Ah, ich weiß, wen du meinst. Wodka mit Red Bull. Wer trinkt sowas? Ich nicht. Ich nicht. Ich habe das noch nie probiert. Glaub mir nicht. Ich trinke lieber Eskimo Flip. Was trinkst du? Eskimo Flip. Ach so, gut, okay. Sagt mir nicht die Welt, aber ich habe. Was du da gerade getrunken hast. Ich habe auch noch nie. Nee, das glaube ich nicht. Das ist kein Eskimo Flip. Hier ist Geschmack drin. Hier ist okay. Geschmack drin. Das, nee, bei mir nicht. Also das, beim Eskimo Flip. Pass auf, hier steht drauf, das ist für Sportler. Okay. Sportler mit Limette. Aber hattest du nicht gesagt, du hast Wasser? Ja, da ist ja Wasser auch drin, aber da ist auch Limette drin. Okay. Also Wasser und dann noch Eiswürfel dazu, das ist ein Eskimo-Flip. Sportlimette. Sportlimette. Eine sportliche Limette? Das ist eine ganz sportliche Limette. Also ganz, warte mal. Ich muss mal gucken, da ist, glaube ich, 4,5 Gramm Zucker sind da drin. Oh, das ist ja. In der Flasche oder in 100 Millilitern? Auf einen Schnaps, ja. 100 Milliliter. 100 Milliliter, 4,5 Gramm Zucker. Und wie viel hast du da drin? Hier in der Flasche? Wo steht denn das? Ein halber Liter. Mal 5. Ja, das ist Zucker für die nächsten 3 Jahre vom Haus. Ne? Ach Quatsch, so viel ist das jetzt auch nicht. Und nachher bestelle ich mir noch ein Menü. Ein Menü bestelle ich mir nachher noch. Mhm. Und dann fragt er ja immer, was möchte ich dazu haben? Ne? Und dann sage ich immer einen Shake. Ein Vanille-Shake, ne? Oder ein Erdbeer-Shake. Weißt du? Und da ist gar kein Zucker drin. Nein. Habe ich ja schon vorher. Ne? Ich sage, den Zucker lass mal raus. Dann, ne? Genau. Ja, ja. Gut. Und wenn ich da zu Hause bin, brauche ich noch einen Kaffee. Mhm. Und da ich Kaffee immer Milch drin haben muss und Zucker, dann sagen wir, verstehst du? Schläfst du gut? Kaffee? Ja, hervorragend. Da schläfst du gut, weil wenn du Kaffee und Zucker und das kurz vorm Schlafen gehen, ist wie eine Schlaftablette. Ist auch nichts anderes. Habe ich früher, beziehungsweise mache ich jetzt immer noch. Und zwar, wenn du dann den Espresso-Kaffee nimmst. Je stärker der Kaffee geröstet ist, umso weniger Säure ist im Kaffee drin. Und die Säuren sind eigentlich das, was dich wach macht und randösig macht. Nee, du guckst, also ich hab eine neue Kaffeemaschine, ne? So, und ich gucke jetzt immer hin, dass ich das. Redet mal weiter, ich bin gleich wieder da. Was willst du jetzt schon wieder machen? Hunde füttern. Na klar, war logisch. Also ich suche jetzt immer Kaffee, wo bloß 2 Bohnen geröstet sind drauf. Weißt du, sind ja mal 5 Bohnen drauf, ne? Mhm. Die geht ja nach der Stärke, ne? Ja. So. Und ich suche schon immer welche, die am besten nur noch mit 2 Bohnen, ne? Weil die anderen. Das ist verkehrt. Ja, aber das andere geht mir auch im Geist. Ich mag die Schafe nicht. Wirklich nicht. Ne? Ja, aber das ist der Nachteil. Aber andererseits, auch Schonkaffee, wird immer ja gesagt, ist eigentlich guter Kaffee. Aber da ist genau falsch, weil da die meisten Säuren drin sind. Ja, weiß ich nicht. Kann sein. Ja. Also vom Geschmack her, weißt du, ich hab mal irgendwann erwischt, da waren alle 5 Bohnen an, ne? Ja. Oh, das konntest du nicht trinken, das Zeug.
Da habe ich wirklich, da habe ich ja wirklich, aber Hälfte, Hälfte, ne? Hälfte Kaffee, Hälfte Milch, ne? Und dann jede Menge Zucker rein, damit das würdest du zu trinken. Das war nicht gut. Ja. Aber jetzt haut's hin. Man muss sich dran gewöhnen. Ich weiß gar nicht, welchen Kaffee habe ich das letzte Mal gehabt? Wie heißt der? Ach, weiß ich auch nicht mehr. Also jedenfalls so eine blaue Packung und so. Gut. Das ist auch so, weißt du, bei Kaffee rege ich mich auch auf. Ne? Mittlerweile kostet so ein Kilo Kaffeebohnen, ganze Bohnen, ne? 17 Euro. Ne? 17 Euro. Ich meine, das ist schon, das ist unbegreiflich. Ich selbst Holland, was ja eigentlich immer günstig war für Kaffee, ne? Die haben ja angezogen, das ist schon nicht mehr schön, ne? Die auch. Ja. Ich habe eine Zeit lang, als ich noch in der realen Welt gelebt habe, ne, da habe ich mal unseren Fahrern gesagt, wenn die in Holland waren, die sollten Senseo mitbringen. Ne, weil die Pets, die waren da so billig. Ne? Wirklich. Und das ist auch jetzt teuer geworden. Also doch ab nach Brasilien. Ja. Ne, selber Kaffee anbauen oder sowas. Irgendwas nicht richtig. Nee, da hatte ich auch gedacht. Ich wollte nämlich jetzt am Wochenende wollte ich hinfahren. Ach ja, Da du wohnst ja da gleich, ne? hat man noch nachgesehen im Internet und Ja. haben wir gedacht, nee, das lohnt sich ja nicht mehr. Jetzt kaufen wir auch hier ein, den Kaffee. Es lohnt sich bloß noch wegen Tanken rüberfahren, oder was? Ich glaube, ich habe noch nie in Holland getankt. Nicht? Oder das, was weiß ich, 30 Jahre her oder so. Aber du wohnst ja nicht weit weg, das lohnt sich doch noch. Nö, eigentlich nicht. Ich bin im Prinzip in einer halben Stunde in Holland, 20 Minuten. Ja, sag ich doch. Ne? Aber die haben mit Kaffee auch angezogen, scheiße. Also auch kein Geschäft mehr mitzumachen. Ich wollte ja unbedingt hier von Kerstin mal das Kaffee-Zeug probieren, was sie da bewirbt immer, ne? Aber es ist. Also Ja, besucht was. ich war immer drauf und dran, mir so eine Flasche zu bestellen, ne? Also mich schrecken diese 80 Cent pro Tasse, die schrecken mich wirklich ab. Was denn? Von dem Kaffee, den du mal anbietest. Moin Kaffee? Was schreckt dich da ab? Na, der Preis für die einzelne Tasse. Okay. Ja, du musst es halt kaufen, wenn es super Angebote sind, wenn du dann so ein ganzes Set kriegst und dann bloß ein oder zwei bezahlen musst. Ach so, das ist ein Argument. Aber wenn du so eine Flasche kaufst, wenn du umrechnest, glaube ich, 80 oder 90 Cent die Tasse, ne? Du kannst doch gerne mal testen, wenn du möchtest, schicke Das ich ist dir auch schon. eine Testflasche. Ja, ich wollte es immer mal testen, ne? Ja. Weil Stefan hat das auch mal angeboten, ne? Und die habe ich mir irgendwo ein Video mal angeguckt. Und da hat Mit er wirklich, Karamell oder was ja, magst du? hat er wirklich da so vier Flaschen vor sich stehen gehabt, ne? Und hat er probiert und dann umgerechnet 80 Cent. Und da habe ich gesagt, oh, das war ganz schön hart, du, ne? Na, das ist Starbucks-Qualität, darum geht's, weißt du? Ich weiß nicht, was Starbucks-Kaffee sonst kostet. Ich habe keine Ahnung. Da kannst du gar nicht mehr bezahlen, glaube Ich ich. trinke ja keinen. Deswegen ist ja, das ist Starbucks-Qualität. Also wenn du den und den vergleichst, machst keinen Unterschied. Wie gesagt, ich hab den hier und kann Warte, den, du aber ich trinke verkaufst, den. du bewirbst Kaffee und Ja. trinkst keinen Kaffee? Nee, weil ich ja zu hohen Blutdruck habe. Ja, den habe ich auch, aber trotzdem trinke ich Kaffee wie verrückt. Ja, ich nicht. Das Deswegen bringt mich brauche auf ich, eine dann Idee. brauch ich weniger Tabletten. Ich muss mal gucken, wie viel Kaffee ich schon wieder gezogen habe mit der neuen Maschine. Siehst du? Da muss ich mal gucken. Ich will jetzt nicht lügen, aber das werden bestimmt schon 500 sein. Ganz bestimmt. Und das Ding funktioniert immer noch. Hat Gesicht, ne? Okay. Ja, aber dass es in Holland auch so teuer geworden ist, weiß ich nicht. Puh. Scheiße. Leider Gottes. Leider Gottes. Gibt es nicht auch ein Kaffee-Network? Müssen wir nochmal gucken. Das wäre doch noch was für dich, Bernhard. Ja, Christoph hat mal ein Kaffee Network gehabt. Ja. Mit Maschine. Oh. Mein Zirk fängt wieder an zu wackeln.
Ne, gut. Nee, Christoph hat das mal vermarktet, ne? Bevor er die Pizza ausgefahren hat. Shogun hat auch Kaffee, italienischen, original italienischen Kaffee, aber ehrlich gesagt, ich habe noch nicht probiert. Was für eine Röstung? Was ich bewerbe. Ja, was für eine Röstung denn? Ach, frag mich mal, unterschiedlich. Ach so. Nachgucken. Wie gesagt, mit Kaffee habe ich mich nicht befasst. Jeder sucht sich die Produktlinie raus bei Shogun, die er vertreiben möchte. Und Kaffee ist halt nicht mein Ding gewesen. Ja, aber das ist natürlich ein Vorteil von Shogun, dass so viele Produkte da im Angebot sind. Ne? Also du kannst, egal in welche Werbegruppe du gehst oder in welche Zielgruppe du dir aufbaust, du findest immer wieder Produkte dafür. Ja. Von daher ist das schon gut. Und alle Produktlinien, alle Produkte sind wirklich fantastisch. Das, was ich bereits getestet habe, habe ich noch nichts Negatives, nichts. Naja, wir wollen uns nicht so weit aus dem Fenster legen. Ich werde den Backofen rein hier, werde ich probieren. Ne? Ja. Ich habe dir schon mal gesagt, lass das mit dem aus dem Fenster lehnen, sonst wird es dir bloß ein Schnupfen. Sag ja, das, was ich getestet habe, ist. Nee, also wie gesagt, wenn du sagst, dass das wirklich hinhaut, das Zeug, dann ist das. Das ist gut. Weil, sieh mal, wenn ich was empfehle, es muss nicht nur mir gefallen, es soll den Leuten auch gefallen. Ja. Ja. Und gerade so bei Haushaltsartikeln, da ist es also so, da spricht man natürlich, wir sind ja oft zusammen hier unten am Grillen und sowas alles, ne? Mhm. So. Und oder mein Schlachter des Vertrauens, der kommt auch vorbei. Und wenn ich dem sage, pass auf, das ist ein geiles Zeug und das ist sogar noch für dich zugelassen. Ne? Ja. Verstehst du? Weil die haben ja immer das Problem, da kommt ja ewig Veterinäramt an und so. Die gucken sich dann die Schlachtereien an. So, ne? Dann dürfen die ja nicht irgendein Zeug da rumstehen haben. So, da könnte schon sein, dass mal einer sagt, pass auf, ich will das auch mal haben. Ne? Ja. Wär gut. Ja, wir haben zum Beispiel. Ich kenne eine Person, eine Partnerin, die hat sich darauf spezialisiert und besucht Firmen aus der Gastronomie und verkauft vor allem diese Produkte an die. Die macht das weniger übers Internet oder über Partys, Duftpartys. Die sagt, hier, die Reiniger, die sind so toll. Die verkaufe ich, da gehe ich einmal quasi durch die Stadt, die bestellen die Produkte nach. Mhm. Allein darüber mache ich schon mal einen miesen Umsatz. Ne? Das glaube ich. Ich meine, gut, das ist natürlich wieder eine andere Art von Verkaufen. Ja, sicher. Ja? Aber wichtig ist ja, dass es zielführend ist. Mhm. Wenn sie damit klarkommt, ne, und sich das den Stress antut, auch, ne, das ist ja wirklich, muss ja wirklich viel laufen, dann ist es ja eine gute Geschichte. Wichtig ist schlussendlich der Umsatz, der da ist. Ja. Wie den zusammenkriegst, ist scheißegal. Naja, kann mir gut vorstellen, dass das ein guter Umsatz ist, weil die Firmen, die brauchen natürlich auch mehr als naja, der Haushalt. Ne? Ja, und ja. Bei dir wollte ich gerade noch sagen, wäre das nicht was, wenn du den Grill dann da, den Grillroster mitputzen würdest? Ja, der ist bestimmt schmutziger oder mehr Zeug dran als bei deinem Backofen. Ja, ja, klar. Habe ich doch vorhin gesagt. Deshalb habe ich ja leider aufgeguckt, weil das für okay. Grill ja auch ist, ne? Ja. Stand ja extra dabei für Grill, ne, und alles so ein Kram. Ne? Dann war ich wieder unterwegs. Wahrscheinlich. Das ist ja das. Sieh mal, diese praktische Anwendung, wenn du das zeigen kannst. Ne? Und normalerweise hier bei meinem Mieter sind immer so 6, 7, 8 Leute. Mhm. Ne? So. Und dann ist es natürlich gut, wenn du sagen kannst: Ich habe hier ein geiles Zeug, sag mal, mach ich mal schnell sauber. Ne? Weil alle gucken erstmal: Was machst du jetzt da? Ne? Warum hast du das nicht schon vorher sauber gemacht? Dann kann ich mal sagen, ich wollte euch mal zeigen, wie das hinhaut, dass es wirklich geht. Das ist das Entscheidende. Es kommt immer darauf an, wie findest du den Zuspruch bei den Leuten? Mhm. Ne? Und wenn Hans-Jörg sagt, dass so eine Partnerin dabei ist, die das als ihr Geschäftsmodell ansieht und durch die Gegend rast und in jeden Laden reinstolpert und sagt, ich habe hier das tolle Zeug, ist doch gut. Und dann sicherlich, wenn du einmal was verkauft hast an jemanden und der ist davon überzeugt, dann brauchst du beim nächsten Mal, hast du nur noch deinen Blog dabei und schreibst auf, was er braucht. Oder der meldet sich dann sogar so. Weiter, ne? Ja, natürlich. Das stimmt so. Guck mal, ob die nun in der Metro einkaufen fahren, verstehst du, oder du bringst dann das Zeug nach Haus. Ja. Ja, in der Metro kriegst du auch Zeug, was nicht unbedingt so gut ist, ne?
Ja gut, aber für Gastronomie, wenn du Rainer kaufst oder sowas, ist das ja alles zertifiziert in der Metro, ne? Ja, aber du musst es ja nachher nicht immer wieder nachliefern. Die können sich das ja bestellen. Ja, oder so, ja. Also von daher ist es schon eine coole Geschichte. Aber wie gesagt, das ist natürlich klassisches Verkaufen dann. Ja, ist auch nicht mein Ding. Sie ist halt jemand, sie ist eine Verkäuferin und sie liebt das auszugehen. Ne? Ja gut, das ist ja so schön. Ja. Und wenn sie damit richtig Umsatz macht, macht sie nichts verkehrt. Kommt ihr nicht. Natürlich. Katrin war ja letzte Woche hier drin. Die hat ja auch gesagt, sie ist also so unheimlich viel unterwegs zu allen möglichen Leuten. Ne? Ob es nur eine Braut ist, die sich da schminken lässt oder andere Leute. Und das ist dieser direkte Kontakt mit dem Kunden. Ne? Wichtig ist, dass du Leute abholst dabei, egal auf welchem Weg. Ja. Kann natürlich auch nach hinten losgehen. Also ich habe eine Avon-Beraterin mir geholt gehabt für Schminken, als ich damals geheiratet habe, so ein Probeschminken erstmal zum Glück. Zum Glück Probeschminken und auch wirklich Wochen vorher. Ja. Ich hab ausgesehen, ich habe ihr noch gesagt, ich bin sehr empfindlich und ich vertrage nicht alles. Die knallt mir das drauf und dann sehe ich aus wie ein Streuselkuchen, aber wie, ich habe eine volle Allergie entwickelt. Gut, das ist natürlich schlecht. Boah, ey, ich sag dir doch. Da sollte man natürlich schon vorher eine Hautanalyse machen oder so. Ja, genau. Aber wenn ich Katrin richtig verstanden habe, die macht das ja richtig. Ja, sind ja auch andere Produkte. Unique ist ja wieder ganz anders. Ja, das ist eben sehr wichtig, ne? Okay, also, wie gesagt, aber Unique, selbst die Produkte, ich brauche sie ja nur, wenn wir auf den Mittelaltermarkt gehen, aber ansonsten bin ich ja von Natur aus schön. Nicht blank und ja. Ja, ne? Ja. So, warte mal. Michael Hauptmann. Was hat denn Dirk da jetzt reingeschrieben? Na, Dirk, bist du der Typ von YouTube? Und da schreibt Michael Hauptmann. Ne, antwortet Dirk, nein, ich bin nicht der Typ von YouTube, sondern von Filme. Bei den Dirk hat er das wohl auch gefragt. Ach so. Wo hat Dirk das gefragt? Nicht Dirk, der hat doch, da drüber steht das doch. Dirk, bist du der Typ von YouTube? Ja. Entscheid. Na ja, gut. Ja, ist Dirk überhaupt auf YouTube unterwegs? Das weiß ich nicht. Ich auch nicht. Also TikTok nicht mehr, das weiß ich. Gar nicht mehr? Will er erst neu aufbauen wieder, ja. Ja gut, TikTok ist natürlich, das ist schon sehr gewöhnungsbedürftig, ne? Jo. Doch. Ja, ich habe heute auch deswegen nur ein ganz kurzes Video reingesetzt bei TikTok. Ganz kurz. Nur, dass heute Freitagsgespräch ist. Ich habe gar nichts von dir gesehen. Oh ja, das ist ja normal. Nee, du hast ja heute auch das geliked von Facebook, was ich gestern reingesetzt habe. Das ist normal. Das geht mir ja genauso. Ich sehe... Selbst von den Leuten, die mich direkt eingeladen haben, kriege ich die Sachen bei Facebook angezeigt, ein paar Tage später. Das ist völlig normal. Da sage ich nichts mehr zu. Ich weiß es nicht, warum ich das nicht sehe. Macht mich immer nachdenklich. Aber gut, was soll's, ist ja egal. Ja, ist nicht schlimm. Solange wir uns das alle nicht krumm nehmen, ist das alles gut. Naja, das wäre ein Ding. Nee. Jo. Nein, aber ich meine, gut, es gibt natürlich die ganzen Plattformen, man sollte schon überall irgendwie dabei haben, überall einen Fuß in der Tür haben. Ne? Klar, sicherlich. Nur eben für TikTok, das ist schon wirklich. Also, ich weiß nicht, was. Also immer, wenn ich ja mache, dann sehe ich immer Lasterfahrer. Wirklich. Oder irgendwelche wirklich, die da sitzen, alleine. Alleine sitzen und die reden aber auch nicht. Oder liegen im Bett und schlafen und so. Das verstehe ich nicht. Das ist dann vollkommen sinnfrei, glaube ich. Also wer immer Erik Warnke ist, der fragt dich, Bernhard, was ist aus dem Ding mit der Feuerwehr geworden? Erik Warnke fragt jetzt, was mit dem, ja, das, die Feuerwehr, die sind krampfhaft am Suchen. So haben sie, also die Polizei hat mir das gedacht, ne? Dass die das verfolgen. Aber was daraus geworden ist, weiß ich nicht. Wahrscheinlich nicht. Ein Wegwerfhandy wahrscheinlich. Hm? Wahrscheinlich hat er ein Wegwerfhandy benutzt dafür für den Anruf. Ich kann dir das nicht sagen. Ich weiß es nicht. Ich weiß, obwohl, die Handys, die müssen ja trotzdem, also die Nummern sind ja eigentlich rückverfolgbar. Also
Wenn du, sie das also, wollen, kriegen sie das raus. Die haben von mir dann, die waren noch mal, 2 Tage später waren noch mal da, weil ich gesagt habe, ja, auf das war ja auf YouTube auch, ne? Und wo die wilden Kommentare gekommen sind, haben sie gesagt, können wir uns das zur Verfügung stellen? Habe ich gesagt, klar, komm her. Ne? Haben sie das abfotografiert. Und ich weiß nicht, wie die jetzt an die Adressen rankommen über Google oder sowas. Ne? Oh, die haben ja weiß auch nicht. Ihre IT-Spezialisten, sollen sie machen. Wahrscheinlich, ne? Gut, meine, mir ist es in Ordnung. Was soll's? Ja. Also ich kann mir nur eins vorstellen, wenn dieser Joke wirklich aufgeklärt wird, dann wird das für denjenigen ganz schön teuer werden. Ja, hm? Naja, ich finde ja auch, das ist ja wirklich kein Spaß. Also die ganzen Einsatzkräfte, die sind ja, man muss ja, viele sind ja freiwillige Feuerwehr und dergleichen, ne? Die sind ja von ihren Familien weggerissen worden. Ja, ja, und die waren auch, standen noch nicht zur Verfügung, wenn jetzt irgendwo woanders was war. Und ich finde das alles wirklich, ja, unter aller Sau. Das hat man nicht. Ja, tragisch gewesen, das ist ja kein Joke, das ist einfach. Weißt du, ja, gut, aber du kannst ja nichts gegen machen, wenn einer da anruft. Ich hab ja nochmal mit den Leuten dann gesprochen. Wir haben gesagt, du, wir haben die Meldung gekriegt, ganz einfach. Ne? Und dann angeblich war wohl, also derjenige, der angerufen hat, da wohl, der hat Plan davon gehabt. Mhm. Ne? Aber der macht das wahrscheinlich öfter. Ja, weil er hat dann wohl gesagt, dass auch noch eine Frau mit Kind eingeschlossen wäre, ne, und sowas alles. Und da sind die ganz hellhörig geworden. Ja, ne? Klar. Da ging es dann richtig zur Sache. Ne? Hm. Aber gut. Für mich war gut, ich hatte meine Sendung und ich habe in der Zeit auch nicht mein Handy angefasst. Und so, und deshalb konnte ich das nicht selber sein. Ne? Weil die Frage ist natürlich gleich gekommen, haben sie selber angerufen. Ne? Bin ich doof oder was? Aus welchem Grund? Ne? Nein. Ja, es gibt eben solche Leute, die finden das lustig oder gut, ich weiß nicht. Naja, es gibt ja immer mehr Leute, die sowas lustig finden, leider. Mhm. Aber, naja, wahrscheinlich auch irgendwie Gehirn abgegeben. Aber was hat Dirk jetzt geschrieben? Naja, bei OnlyFans muss man nicht. Ach so, weil du vorhin gesagt hast, man muss überall auf den Plattformen den Fuß in der Tür haben. Ach so, ja, sollte man schon, klar, sicherlich. Ich weiß nicht, was OnlyFans ist. Keine Ahnung. Weiß ich auch nicht, aber ist doch egal. Guck mal, es gibt Bigo, es gibt YouTube, es gibt Twitch, es gibt alles Mögliche. Ne? Und natürlich sollte man überall sein, weil die Leute müssen ja die, deine Firma, für die du unterwegs bist, müssen ja mit dir in Verbindung bringen irgendwie. Mhm. Ist doch ganz gut. Ne? Deshalb ist Christoph ja auch immer auf TikTok unterwegs. Ne? Ich habe gedacht, dass wir heute ein paar mehr Zuschauer haben, weil es sind ja einige Firmen, die es jetzt nicht mehr gibt oder denen es nicht so gut geht und dass die Leute vielleicht was suchen. Ich habe das ja auch gestreut, dass wir wieder, ne? Ja. Hier, dass sich jeder sein Business suchen kann oder vorstellen kann, aber naja. Was ist OnlyFans? Ist was Pikantes, okay. Ach so, es ist viel mit Erotik. Na ja, gut, Erotikkanal habe ich ja nicht. Nein, also da, man muss ja nicht gerade einen Erotikkanal haben oder sowas. Das muss ja nicht sein. Ne? Aber ich meine, wenn einer hier im Network unterwegs ist, also Facebook alleine ist ein bisschen wenig. Also Instagram brauchst du schon, glaube ich, dazu. Mhm. Twitch, okay, sicherlich ist auch gewöhnungsbedürftig eigentlich, aber gibt es also auch viele Leute, die ja wirklich jeden Tag sind. Und dann TikTok und so, warum nicht? Ne? Jo. Und, ich meine, es kommt immer darauf an, was du da machst oder wie du mit den Leuten umgehst. Ne? Gut. Muss natürlich, gerade bei TikTok, musst du abgebrüht sein. Ne? Wirklich. Und da einer Scheiße reinschreibt, das musst du eben überlesen. Jo. Musst du nicht drauf eingehen. Ne? Wirklich, sonst wirst du wahrscheinlich wahnsinnig dabei. Aber gut. Ne? Aber das kann dir hier genauso passieren. Oder? Oh. Es geht immer bloß um den Bekanntheitsgrad. Irgendwo musst du die Leute herholen. Ne? Zeig doch die Pralinen dann. Gute Idee. Wie, also die Follower bezahlen Geld, damit sie dich sehen können? Na ja, gut, du kannst ja kein verwehren. Also wenn ich das sehe. Bist du auch bei OnlyFans, Dirk? Muss ich jetzt mal fragen. Weil du preist das so an, als ob du da auch bist. Weiß ich nicht.
Also guck mal, was da überhaupt geht. Ganz einfach. Ne? Oder? Mach das. Aha. Also ich habe schon mal hier einen schnellen veganen Dessert. Ein schnelles veganes Dessert. Das ist nicht, ne? Oder? Ich habe keine Ahnung. Ich auch nicht. Ne? Ich gucke da auch nicht hoch. Will ich nicht. Was wird da gemacht? Eine Frau mit großer... Mit ihrem, aha, tut. Stand im Business Insider. Dirk, was empfiehlst du da? Ach so, ja gut. Also ich weiß nicht, ob man sowas machen soll. Klar, sicher. Also bei TikTok kannst du ja auch hin und gibst dann diese Geschenke da frei und dann kriegst du von den Geschenke. Wenn einer da meint, der muss dir eine Rose schicken, dann kriegst du eine Rose geschickt und du kannst dann irgendwie auch zu Geld machen. Ne? Genau. Also es gibt Leute, die machen richtig gutes Geld dabei. Klar. Ne? Und wenn ich das hier so sehe, was irgendwelche YouTuber oder Fitnesstrainer, Models und sowas alles, wenn die da sind und lassen sich das bezahlen, okay, gut. Ich meine, es liegt immer an den Leuten, ob sie da Geld für ausgeben oder nicht. Ne? Okay. Jo. Genau. Wovon haben wir gesprochen heute? Ruth habe ich angesprochen kurz. Hast du angesprochen? Ja, kurz. Gut. Also die Ruth-Produkte, die sind für unsere Tiere und für uns gut. Wir haben auch extra Tiergruppen, wir haben auch extra Kundenaustauschgruppen. Wir haben ja jetzt auch das CAS-System, was ja, die Arbeit erleichtert. Wir haben Susi Marketing bei uns im Team, was uns die Arbeit erleichtert. Also da kannst du gucken, wegen den Produkten, wegen den Inhalten, kannst da die Produktvideos schicken, du kannst aber auch Business-Videos schicken, alles da gespeichert, brauchst nicht extra irgendwo nach ablegen oder speichern, sondern hast alles auf der Seite. Allerdings natürlich nur bei uns im Team. Ja, wer damit Geld verdienen möchte, kann sich gerne an mich wenden. Oder wer die Produkte haben möchte, natürlich auch. Wir haben Produkte zum Entgiften, zum Reparieren des Körpers, zur Leistungssteigerung. Wie gesagt, meine Hunde bekommen die auch. Mhm. Jo. Und wenn ihr ein Pferd habt, gibt es auch extra. Ein Pferd? Ja, Pferde. Oder eine Katze. Eine Katze darf zum Beispiel kein Restore haben, weil da irgendwas drin ist, was die nicht vertragen. Aber Hunde dürfen. Und Pferde, soweit ich weiß, auch. Nur Katzen halt nicht. Selbst bei Hamstern soll es wirken. Was? Bei Hamstern. Wenn die Hamster irgendwas haben, soll es auch wirken. Ich habe keinen Hamster, aber ist so. Oder was gibt es noch für Tiere? Aber hab ich gestern auf TikTok gesehen, da hat einer Ratten gehabt. Mhm. Aber eine Horde. Ach je. Nicht eine. Die ganze Bude war voll mit Ratten. Ach je. Das, konnte er die dann noch auseinanderhalten, was seine waren und was vielleicht dazugereiste waren? Das weiß ich nicht, aber jedenfalls, das, also, weißt du, das, also, oh, nee. Als ich das gesehen habe, du, also, da habe ich auch gedacht, das ist schon ein bisschen sehr gewöhnungsbedürftig. Ja, stell dir mal vor, die nehmen Reis aus. Eine Ratte, ne, überleg mal. Also. Ach, und ich habe gestern in einer Rateshow gesehen, dass die Zähne von Ratten härter sind als zum Beispiel der Stoßzahn von einem Elefanten. Also es sind mit die stärksten Zähne, die es überhaupt gibt, weil die sind so stark wie Stahl. Ich mag den Viecher einfach nicht. Ich auch nicht. Ich würde auch bei keinem in die Wohnung gehen, der eine Ratte hat. Nee. Das wäre das Letzte für mich. Oder Mäuse oder so eine Scheiße. Ja. Nee. Ich habe meine Tochter eine Zeit lang nicht besucht, weil die eine Ratte hatte. Was? Meine Tochter hatte eine Ratte. Eine Ratte? Mhm. Wäre ich nie in eine Bude gegangen. Habe ich auch nicht gemacht. Ich habe gesagt, die muss zu mir kommen. Ich gibt es nicht. Das wäre ja was, ne? Nicht meins. Absolut nicht meins. Also Dirk, ich habe jetzt nachgeguckt und OnlyFans hat jetzt am 20. August 2021
hat die Betreiberfirma gesagt, pornografische Dinge sind nicht mehr erlaubt. Ach so, warte mal. Nee, keine expliziten pornischen Inhalte mehr zugelassen. Einige Tage später haben gesagt, dass weiterhin erlaubt sind. Na gut, okay. Naja. Also, ja. Wahrscheinlich ist das ihr größter. Ihre größte wenn, die Leute, wenn die Leute für bezahlen, ich meine, ist ja egal. Was soll's? Schreibt was drauf. Ne? Hm. Also bei Bigo auch. Wenn du bei Bigo live drauf gehst, da kannst du dich anmelden. Ne? Und das ist toll und riesig. Und da siehst du nur nackte Mädchen. Wirklich. Du musst dann deine Zielgruppe explizit dahin führen, dass sie nur dich angucken. Nicht da, was weiß ich, Millionen. Gut. Naja, aber wenn so eine Plattform schon so einen Ruf hat, dann ist es schwierig, da Menschen dahin zu bringen. Dann nehme ich doch lieber andere Plattformen. Ja, natürlich ist es schwer. Ne? Weißt du? Natürlich ist es schwer. Ne? Was soll's? Ja, habe ich doch gerade gesagt, Dirk, Porno ist wieder erlaubt, aber die Betreiberfirma hatte gesagt, eigentlich wollten es nicht mehr. Einen Tag später haben sie gesagt, machen wir doch noch. Gut. Also wahrscheinlich ist es wie immer, es wird Geld mitverdient. Und solange Geld mitverdient wird, ist alles in Ordnung, oder? Genau. Weil man muss ja nicht bezahlen, wenn man nicht will. Benno, was Benno? Geht man da nicht drauf. So, auf YouTube Benno. Gibt es auch welche, die stellen ständig Fan. Ja, aber ob sie die wirklich behalten, Benno? Ich glaube nicht, dass sie die fangen, um sie. Das ist ja was anderes, so eine. Ja, also nochmal. Also, wenn mich einer zum Kaffee einladen würde, ne? Und der würde mir sagen, ich habe eine Ratte. Dann würde ich sagen, danke, ich verzichte auf den Kaffee. Obwohl ich gern Kaffee trinke, aber ich würde da nicht hingehen. Das wäre das für mich. Echt nicht. Vor allem so Ratten sind ja auch sehr intelligente Tiere. Das ist ja noch das Schlimme dabei, weißt du? Das ist mir scheißegal, ob die intelligent sind oder blöd oder sowas. Ich mag die nicht. Nee, ich auch nicht. Ich sage ja, die sind mir auch nicht suspekt. Das ist ja fürchterlich. Nein, also das wäre ungefähr das Letzte. Lang, wo war das los? Es sei denn, du machst jetzt damit ein Network auf und willst die Ratten verkaufen oder sowas. Das kann natürlich auch sein. Ne? Gut, aber. Und Blanco ist ein Blanco, das ist ein Mensch. Achso, ist keine Ratte, ne? Nein, das ist ein Samoyede. Kerstins Tochter hat sich die Ratte vielleicht damit ja angeschafft, damit sie ihre Ruhe hat in ihrem Zimmer. Ja, wahrscheinlich. In ihrer Wohnung. Bei mir zu Hause, bei mir hier durfte keiner. Nein. Das kann schon sein. Also ich könnte mir vorstellen, bei mir in der Wohnung wäre es bestimmt lustig, wenn hier eine Ratte wäre. No, das würde ganz schnell dazu führen, dass es keine mehr gibt. Also, mein Hund, der würde wahrscheinlich. Genauso. Mein Hund, der würde abdrehen. Ja. Also, egal ob Katze oder was, mein Mädchen, die rast sofort los und hinterher. Ne? Gut. So. Genau, die vermehren sich wie der Teufel. Da hast du recht, Benno. Ja. Ja, gut. Was soll's, ne? Aber guck mal, Dirk, der schreibt so viel über die Seite. Dirk, du kennst dich aber gut aus, du. Mann, Mann, Mann. Also, sei froh, wenn es bei McDonald's. Also, Dirk, dazu kann ich dir sagen, also nicht bei McDonald's, sondern in Braunschweig gibt es einen Autobahnhof, ne, so einen Autohof. Und da bin ich mal, ist abends hingefahren, also auch in der Nacht, ne? Und wollte da an Drive fahren. Und bin an den Drive gefahren und habe dann gesagt, ach, ist sie jetzt gleich hier auf dem Parkplatz. Ich habe mich auf den Parkplatz gestellt und ich kann dir sagen, ich weiß nicht, wie viele Ratten da rumgelaufen sind. Über den Parkplatz weg. Da habe ich gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Aber das, woran liegt das? Weil so viele Menschen ihren Müll, ja, auch ihre Lebensmittel einfach rausschmeißen. Klar, sicherlich. Es war unbegreiflich, wirklich. Also, da habe ich auch gedacht, das ist aber hier läuft irgendwas total falsch. Ne? Echt? Nee, es gibt Tiere, die kann man haben. Einen Hund kann man haben, auch noch meinetwegen auch noch eine Katze oder sowas. Aber bei einer Ratte, da hört für mich der Spaß auf. Ne? Auch Schlangen mag ich nicht, aber wie gesagt. Naja, gut, das ist ja ganz abenteuerlich, wirklich. Ja. Ja. Echt, oder diese
die Vogelspinnen halten oder so. Das naja, muss gut. ich alles nicht haben. Naja, das ist, die, aber wie also, gesagt, wer es haben möchte, soll machen bei sich zu Hause. Ist alles gut. Ja, die gibt es ja neuerdings gibt es das ja im Supermarkt zu kaufen. Spinnen wird es bald nicht mehr geben, die werden sie alle wegfangen. Mehlwürmer gibt es auch nicht mehr. Also was soll's, ne? Die hatten wir ja vorhin schon, ne? Aber die Bäckereien mussten früher schließen, wenn sie so einen Befall hatten und jetzt. Jetzt. Können sie es teuer verkaufen, teuer. Jetzt werden sie nicht mehr Dinkelbrötchen verkaufen, jetzt verkaufen sie wahrscheinlich Mehlwurmbrötchen oder sowas. Hat nicht einer vorhin gesagt, da muss bloß Protein draufstehen? Ja, normal sollte, also unser Landwirtschaftsminister hat gesagt, es sollte so deklariert sein, dass die Leute das auch ganz klar sehen. Ne? Und so, meine, da brauche ich gar nicht hingucken, weil das ist. Da steht mit Sicherheit nicht drauf, Mehlwürmer oder Grill. Nee, da wäre wahrscheinlich nicht. Da wird irgendwie, so wie Christoph aber gesagt ich hat. Ich kann mir das auch nicht vorstellen, dass da nur Protein wäre. Es gibt ja auch Proteinshakes. Und das ist ja dann auch nicht unbedingt sowas. Weißt du? So gut, ja. Nein, also in Zukunft ja, genau. In Zukunft. Gut. Ich meine, es wird sicherlich Leute geben, ne? Wirklich, es wird wirklich Leute geben, die darauf stehen, die das kaufen. Ja, ich habe ein Interview mitbekommen im Radio diese Woche, also gestern, genau. Und da haben sie sich hingestellt, ich glaube sogar in Stuttgart, und haben das verteilt. Also ne, hier möchten sie probieren. Das waren dann geröstete ja. Mehlwürmer und so. Ne? Ja, und einer hat gesagt, ja, wenn das Mehlwürmer sind, gerne. Die mag ich, die esse ich gerne. Die habe ich mir schon immer gerne geholt. Und dann hat er die da gegessen und fand die ganz lecker. Also es wird nicht lange. Ja, ich weiß es nicht. Also es wird nicht lange dauern, da wird es dann mit einem Network geben. Irgendeiner kommt bestimmt auf die Idee und will das vermarkten. Pass auf, das zu sehen. Also, nee. Also das muss also nicht sein, weil es ist sinnlos. In meinen Augen wirklich sinnlos. Ne? Ist nicht. Nein. Wirklich nicht. Naja, gut. Also Benno, ob die jetzt in bestimmten Lebensmitteln sind oder nicht, also ich glaube, es wo die Dinger verkauft werden, da gehe ich dran vorbei. Und da gucke ich garantiert nicht nach rechts, weil dann würde mir das Essen nachher nicht mehr schmecken. Nein, also dann lieber Nahrungsergänzung, verstehst du, da weißt du normalerweise immer, was drin ist. Ne? Das ist ja schon was Gutes. Also wenn jetzt irgendeine Firma jetzt anfängt und da auch noch so ein Zeug reinhaut, dann falle ich vom Glauben ab. Ja. Das würde ja noch fehlen. Aber es ist doch dann zukunftsorientiert. Ja, Hans-Jörg muss jetzt die Augen aufhalten bei 4.500 Produkten. Nicht, dass da mal aus Versehen mit drin haben oder so. Das möchte ich dann nicht probieren. Das muss nicht sein. Also nein, wirklich nicht. Echt nicht. Also Bernhard, hat dein Hund Zahnstein? Was hat der? Hat dein Hund Zahnstein? Hast du Zahnstein? Das kann ich dir nicht sagen, weiß ich nicht. Dann siehst du doch, ob der an der Zähne so einen dunklen Belag hat oder so. Ach Gott, das ist immer zu wild. Weil da muss man aufpassen, aber du gehst ja regelmäßig zum Tierarzt, oder? Wer, ich? Ja, mit deinem Hund. Nimmst du Drogen? Wieso? Was soll ich denn da? Naja, gucken noch, ob er fit ist. Du gehst ja auch zum Gesundheitsschutz. Er ist oder doch, der läuft doch rum wie ein junger Gott. Okay. Ich gehe, klar, sicherlich auch noch. Verkaufst du jetzt auch noch Versicherung für Hunde oder was? Nein, ich habe nur gefragt, ob der Zahnstein hat, weil unser Clean Slate, was wir haben, diese Entgiftungstropfen, die kannst du auch nehmen und dann so mit einem Wattestäbchen und dann immer da an die Zähne ranmachen von den Hunden und dann geht das weg. Ja, putzt Bernhard ihm jeden Tag die Zähne. Ja, die Zähne, genau. Also Zahnstein kann gefährlich werden für einen Hund. Ne? Da kannst du Herz-Kreislauf-Erkrankungen kommen. Wieso fliege ich denn jetzt schon wieder immer hier raus? Ist doch nicht mein Hund ist so alt geworden. Ja, wie alt ist er jetzt? Muss ich jetzt lügen, 14 oder 15. Oder? Oh, das ist schon mal gut. Alter. Die kriegt einen Knochen. Ich wollte gerade sagen, die kriegt ja Knochen und so was. Ja, ja. Und da nagt die dran rum und dann ist es in Ordnung. Ja, meine haben auch keine Probleme damit. Aber es gibt ja viele Hunde, die kriegen halt Nassfutter oder so ein Kram und dann. Naja, gut, wenn natürlich nur Schokolade hingibst und so, dann kann sowas passieren.
Schokolade ist ja sowieso nicht gesund für einen Hund. Das Gegenteil. Das erzählen wir den ganzen Leuten. Ne? Ja, also meine kriegen keine Schokolade. Meine auch nicht. Also es sei denn, sie klaut mal welche. Das kann ja, das kann passieren. Das ist uns auch schon passiert. Ja, doch. Besonders beim Plätzchenbacken. Oh. Ja, doch. Also, wenn du nicht aufpasst, ne, und es gibt die Gelegenheit, dann... Gelegenheit macht Diebe. Ja. Guckst du mit einmal und sagst, verdammte Scheiße. Mhm. Ich wollte doch im Bett noch ein Stück Schokolade essen und jetzt ist es weg. Mhm. Ne? Ist der Nachtschrank leer. Na, sie hat auf dich geachtet, ne, auf deine Gesundheit. Ja, klar. Ne? Weil, hat irgendwann mal ein Video gesehen, es ist gar nicht so gut. Ne? Nee. So, warte mal, was ist, oh ja, wenn der McDonald's vor... Benno. Oh, oh, dann würdest du dir einen neuen Anbieter suchen. Der falsche Burger King. Oder KFC, gibt es sowas bei euch? Ja, gibt es auch. Nein, aber nee. Dann McDonald's macht das nicht mit. Macht das nicht mit. Ich glaube es. Garantiert nicht. Solange wie Bernhard lebt, nicht. Nein. Und da ich noch 30 Jahre lebe, ist das... Kein Problem. Nein. Mindestens 30. Ansonsten müssen wir noch ins Franchise gehen und müssen selber einen eigenen McDonald's aufmachen. Ohne Firma. Genau. Ganz einfach. Und Ratten. Das fehlt hier noch. Also ohne Würmer und ohne Ratten. Machen wir nicht. So, Herr Zirk, also wir sind jedenfalls im Geschäft, ne? Gut. Backofenreiniger. Ich werde jetzt der Tester von Backofen- und Grillreiniger der Firma Shogun. Und Leute, ich werde euch das zeigen. Ne? Ihr könnt das bei mir dann auf YouTube sehen, ihr könnt es auf Facebook sehen und auf TikTok könnt ihr das natürlich auch sehen. Muss ja nicht gleich anfangen zu zittern, deshalb. Geht das schon wieder los? Oh, nee. Oh, ja. Irgendwas haut bei dir aber nicht hin, du. Wirklich nicht. Du hast wieder dein Techno an. Er wird auch noch grün dabei, auch noch. Das ist ganz alleine schon schlimm, ne? Nee, grün ist eine schöne Farbe. Grün die passt so schön zu meinen Haaren. Grün. Das ist eine Lebenseinstellung, das grün, Mensch, aber doch keine schöne Farbe. Nein, nee, aber ich werde das wirklich testen. Und werde euch natürlich berichten, ganz einfach. Ne? Oder so, grün. Na, das ist doch nicht grün. Ich mag halt grün, doch in allen Variationen. Das ist ein Lindgrün. Das ist doch Mint. Ein Dunkelgrün oder ein Mintgrün. Oh, wei. Oder das Pflanzengrün, das mag ich auch. Aber eine Grüne bin ich deshalb noch lange nicht. Nicht? Bist du nicht? Okay, gut. Na, man weiß, du kommst aus Baden-Württemberg, das weiß man bei dir. Nein, nicht. Ich stamme aus Sachsen-Anhalt. Ja gut, das ist ja noch schlimmer. Ich bin rein, wie sagen die, reingeschmeckte? Zugshunde? Da müsste es jetzt aber auf eine andere Farbe stehen. Ja? Ja, doch. Mhm. Aber gut, ist ja egal. Nein, nee, wir sind ja immer noch bei den Produkten von Shogun. Ne? Ja. Das, ich hoffe, ich finde die auch dann irgendwo. Hast du mir das jetzt geschickt? Ich kann dir mal den Link dazu schicken. Ja, schick mir mal. Wenn du bestellen willst oder ich bestell's. Ja, nee, musst du nur sagen, wir kriegen irgendwie hin. Ne? Schickst mir einen Link und so, und dann gucke ich mir das an. Und dann werden wir das testen. Test the best. Klar, testen wir das. Was denkst du da? Wirklich? Ich sag test the best. Ich mache dann den direkten Vergleich zu grünen Teufel und Shogun. Oh ja. Oh. Ich glaube, das wird einfach. Ja. Das Duell ist schon vorher gewonnen. Ja. Naja, gut, aber das ist das Schöne dabei. So. Ne? Blanco ist doch gut. Ja, und dann machen wir natürlich eins, und das muss man natürlich auch machen. Ne? Das gehört ja auch noch dazu. Ne? Mhm. Wir müssen ab und zu auch ein bisschen Werbung machen. Das ist ja eine Werbesendung. Ne? Und was machen wir? Mit was machen wir jetzt Werbung? Naja, der Hans-Jörg hat auf jeden Fall heute Werbung für Technoparty. Ja, ne? Und ich mache jetzt auch mal Werbung, ein bisschen schütteln. Und was machen wir jetzt? Wie immer, wir nehmen mal das Lovey Light Sensitive und sprühen mal so ein bisschen. Oh ja. Ja. Ich hab das Hiwil 3.0. Es ist wirklich ein erfrischender Duft und... Er belebt. Ich habe sogar jetzt die Bodylotion da. Die da.
Habe ich auch, aber im Badezimmer stehen. Ja, die habe ich mir jetzt extra hierher gestellt, weil ich ja weiß, dass du das bestimmt wieder erwähnst. Ja, und ja. Die zieht so schön, wie gesagt, ganz fein dosierbar. Ja. Ne? Ja. Und die also zieht brauchst so du ganz schön ein. Und ein ganz guter wenig. Duft und der ist ja auch schnell weg, weil, wie gesagt, Ja, echt gut. Herrlich. Nicht Blanco? Ja, Blanco mag auch. Echt toll. Also das ist genauso gut wie das Shampoo von Shogun. Ne? Das will Wörter heißen. Ja, doch. Also das wirklich, ne? Was anderes habe ich noch nicht probiert. Ich fahre ja morgen nach Mindelheim. Und da ist ja so eine Veranstaltung von Lovey Lights. Und das gucke ich mir dann die ganzen Tests an, weißt du, so den Augentest und den Zitronentest und den Test mit den Handys und also Strahlungstest und wie sie alle heißen. Ach so, auch noch. Oh, guck mal, der Link zum Ohrenreiniger ist jetzt schon drin. Den hat ja Hans-Jörg reingesetzt in den Kommentaren. Siehst du? Gut, okay. Dann finde ich das ja wieder. Ne? Werbung für mich? Best Secret. Ja. Ja gut, also wer da günstig Klamotten kaufen will, der geht bei Best Secret drauf. Ne? Da verdiene ich zwar nichts dran, aber ich finde den Shop wirklich gut. Du kannst ja deinen Link reinsetzen. Ja, habe ich doch bei mir so schon dran. Benno hat ja auch noch mal eins. Nein, aber das ist also wirklich, der Shop, der hat wirklich was in meinen Augen. Ne? Ist eben kein Network. Gut, aber gut. Aber man bekommt Prozente. Also manche. Ich nicht. Also da kannst du wirklich richtig gut Geld sparen. Ne? Wenn man auf Marktklamotten steht, ja. Ne? Man kann auch bei Kick einkaufen, ne? Gut. Man kann es auch lassen. Ja. Oder fliegst in die Türkei in Urlaub und kaufst dir da ein echtes Lacoste für 13 Euro oder sowas. Kannst auch machen. Echt. Du gehörst dann zu der, ich habe zu meinen Leuten dann immer gesagt, wenn einer an den Stand gekommen ist, hat gesagt, oh, ich habe ein Lacoste gekauft, guck mal, 20 Euro, ganz toll und riesig. Und habe ich mir gedacht, schön. Herzlich willkommen im Club. Du hast für 20 Euro hast du dir jetzt einen ganz teuren Putzlappen gekauft. Ja. Nur die Rolex. Ja, das war die so. Rolex, ja, Rolex ist auch ein gutes Beispiel. Ja. Hans-Jörg, das ist. Na naja, gut, aber also, mittlerweile muss ich sagen, es gibt ja welche aus China, ne? Die sind wirklich gut. Die sind echt gut, du, die Dinger. Wirklich. Da musst du wirklich einen Plan von haben, ne? Dass du da noch einen Unterschied erkennst. Also, wenn die Chinesen nichts können, aber nachmachen können sie. Unbegreiflich. Ne? Das ist schon eine tolle Geschichte. Gut, was haben wir jetzt noch? Also, wir haben über Shogun geredet, wir haben über Xoft geredet, wir haben über Fumé geredet, wir haben über Root geredet. Welche Firma haben wir noch nicht heute? Achso, Lovey Light haben wir auch gehabt jetzt gerade. Welche Firma haben wir noch nicht gehabt? Robin Hood? Also, da hat sich Nach ganz langer Zeit hat sich mal wieder jemand bei mir in der Gruppe angemeldet, ne? Und möchte gerne eine Bewerbung machen. Ja, gut, kannst du natürlich machen, klar, habe ich freigegeben. Ne? Aber also nach ich sehe sonst keine Werbung mehr. Ich weiß es nicht. Echt nicht. Und da sie nun tatsächlich bezahlen, kann ich bezeugen, Hans-Jörg. Hat auch mitgemacht. Ne? Ich kann es auch bezeugen. Die haben wirklich bezahlt, obwohl es ein bisschen, bei ihm war es ein bisschen kompliziert, muss ich schon sagen. Ne? Weil die Wettanbieter da draußen haben ein Problem mit einem Namen, der mit einem Bindestrich verbunden wird. Aha, ja. Das haben sie nicht verstanden. Ne? Aber gut. Trotzdem das kann natürlich auch erklären, warum es bei mir so lange gedauert hat, siehst du? Weiß ich nicht, aber das war. Ich habe jetzt hinten den Bindestrich. Hans-Jörg, bei dir, das war eine Katastrophe, ne? Ja. Wenn wir das durch hätten, oh Mann, du Scheiße. Aber schlussendlich hat es wirklich hingehauen. Wirklich, echt. Und das ist ja auch kein Network im klassischen Sinne eigentlich, so, aber man kann da Geld mit verdienen, ne? Wirklich. Ja. Echt. Und auch durch Weiterempfehlen kann man Geld verdienen. Ist auch schön, ne? Ja, ich glaube, das ging über zwei Stufen dann, ne? Oder? Ja, zwei Stufen. 35 Euro und 15 Euro. Und dann war Feierabend. Ne? Aber gut. Es hat viele gegeben,
Die haben wahnsinnig viele Leute eingeschrieben und leider Gottes die Leute nicht mit durchgesprochen. Durchgespielt. Und da sind viele, viele wieder einfach nur verbrannte Sachen bei rausgekommen. Das fand ich nicht so gut. Ja, da hast du dich ja richtig gekümmert. Ich hätte sonst auch nicht weitergemacht. Ne? Das bin mir genauso. Gesagt, eigentlich zu dumm, aber Bernhard, du hast da wirklich gut vermittelt und doch. Ja, das Ergebnis hat ja auch gestimmt. Weißt du? Also ich habe einige Leute dabei genommen, bei denen war es wirklich kompliziert. Ne? Wirklich. Und ich habe immer gesagt, nee, komm, los, lass uns das angehen und wir kriegen das irgendwie hin. Und irgendwie, es ging ja Gott sei Dank auch immer. Nur leider Gottes haben wir auch welche dabei gehabt. Die haben eingeschrieben ohne Ende, aber null Beratung gegeben. Null Beratung. Verstehst du? Wo ich mal gesagt habe, was nützt es alles, wenn ich jetzt 100 Leute einschreibe und bloß 20 Leute mitspielen? Das sind 80 verbrannte Kontakte. Ja. Wenn man die direkt mal angesprochen hätte, dann wäre wahrscheinlich der ein oder andere wäre noch dazugekommen. Hätte man zumindest vielleicht mal 50-50 hingekriegt oder so. Ne? Gut, dass Leute immer wieder abspringen, damit musst du immer rechnen. Ne? Aber ich meine, ja, oder dass die vorher nicht richtig hinhören und aus anderen Gründen da gar nicht mitspielen dürfen. Das ja, na klar. Mal, aber trotzdem. Ja, natürlich. Nee, natürlich. Viele Leute waren natürlich auch sehr skeptisch. Ne? Und haben gesagt, nee, mache ich nicht und will ich nicht und so. Gut, du kannst ja keinen zwingen dazu. Ne? Aber eine Empfehlung war es immer wert, zu sagen, wenn du da Geld verdienen möchtest, ganz einfach, dann mach das und dann kriegst du dein Geld. Ne? Ja. Und ich habe wirklich in der ganzen Zeit, seitdem ich die Firma kenne, habe ich nicht einmal was gesehen, dass irgendwas schlecht gelaufen ist oder sowas. Ne? Echt. Das ist eigentlich gut. Wirklich. Also jetzt im Gegensatz zu den Sachen, die jetzt so allgemein so unterwegs sind, wo es wirklich ja Hanebüchen ist, ne? Kriegst Geld geschenkt und was weiß ich, was die da alle erzählen. Ne? Also ich habe noch nicht viel gesehen, wo Geld verschenkt wird. Das ist ja wie im Network genauso. Ne? Wenn einer sagt, steigt man mit bei mir ein und dann das Geld fliegt dir alleine nur zu. Ne? Sag ich mal, weißt du, ich weiß gar nicht. Dann mache ich mal die falsche Tür auf oder falsche Fenster. Bei mir fliegt es mal dran vorbei. Hm. Ne? Das finde ich mal so schlimm, weißt du, so, dass die Leute dann so auf diese billige Art und Weise dann reingeholt werden. Ne? Oder das Schlimme ist, wenn du jetzt wirklich irgendwo einsteigst mit, dann zählst du für den nicht mehr. Ne? Der spricht ja mit dir ja gar nicht mehr. Ne? Also, wenn du Glück hast, dann kriegst du vielleicht nochmal Bescheid. Ja, da kannst du ein Webinar angucken. Mehr nicht. Und dann sage ich mal wieder, das ist jetzt deine Partnerpflege. Das ist ein bisschen wenig. Und wenn du schon so mit deinem Partner umgehst, möchte ich wissen, wie du mit deinen Kunden umgehst. Die interessieren dich wahrscheinlich auch nicht. Genau. Und das kann ja nicht sein. Und das ist alles nicht zielführend in meinen Augen. Wirklich. Also wenn man sowas angeht, dann sollte man schon für die anderen da sein und sollte sagen, komm her, wo hapert es? Was können wir machen, damit er ein bisschen Erfolg hast, ein bisschen Erfolg zumindest. Ungefähr so wie deine Partnerin, ne? Ja, gut. Ja. Antjörg, hattest du auch mal so einen Zinzino-Test gemacht? Von Zinzino nicht, von einer anderen Firma. Okay, weil ich habe ja so einen Test gemacht und habe dann auch schon auf die Auswertung geguckt und ja, mir fehlt ganz viel Omega-3 und auch. Und ja. Omega-6 habe ich zu viel. Nee, bei mir auch. Omega 3 war auf null. Aber mit dem Zuführen von Omega-Fettsäuren ging das dann hoch. Mhm. Und Vitamin D genauso. Mhm. Ja. Aber Vitamin D, da muss man aufpassen, man muss immer K2 dazuführen. K2 dazu tun. Mhm. Ja, gibt ja, kriegst ja eigentlich fast nur noch Kombipräparate. Also. Nicht unbedingt. Nee? Auf Amazon schaust. Nee, mache ich ja nicht. Gibt's die auch, ja, ich meine jetzt nur. Ja. Da gibt es ja auch einzeln. Obwohl die Sachen auf Amazon auch nicht schlecht sind. Es kommt immer darauf an, was für eine Firma du nimmst. Ne? Mhm.
Ja, aber wie gesagt, der Zenzino-Test ist schon nicht schlecht. Also, nee, da ist das auch von vornherein kombiniert, da ist das nicht schlecht, ja. Und vor allem, du kriegst ja wirklich, wenn du dann weiter raufklickst, also habe ich ja dann gemacht, dann auch richtig Vorschläge, was du bei der Ernährung machen solltest, was du umstellen solltest und was du machen kannst, dass es dir besser geht. Und das finde ich halt das Gute daran. Ja. Also ich muss ja meine Karte wieder finden. Irgendwann finde ich bestimmt wieder, aber... Ja, den Test hat er gemacht, der Bernhard. Ja, der kann bloß noch dann die Auswertung noch nicht ablesen, weil er die Karte nicht findet. Weil die Karte geblieben ist. Ja, weil das ist ja alles. Hier fehlt eindeutig Omega 3, sonst wüsstest du schon, wo die Karte ist. Ja, das glaube ich, ja. Ne, gut. Aber ich hätte nicht gedacht, dass ich zu viel Omega 6 hätte, also oder dass es das überhaupt gibt, zu viel Omega 6 zu haben. Mach auch mal den Vitamin D-Test. Mhm. Da wirst du dich wundern. Nee, ich nehme mal Vitamin D. Weil da wundere ich mich nicht. Das fehlt fast jedem. Ja. Außer du bist jeden Tag in der Sonne und aber. Ja, aber da musst du aber den ganzen Tag in der Sonne sein. Also nur so wie ich, 1-2 Stunden spazieren gehen, reicht dann auch nicht. Ja. Bei Mangel, das schlägt aufs Gemüt alles, ne? Ja. Auf die Organe. So, ja. So Jungs. Ja. Ich werde mich jetzt langsam verabschieden, weil wir müssen morgen früh raus. Ja, wir haben doch eigentlich alles besprochen, ne? Jo. 12 Uhr. Du hast Hunger? Nee. Ich nicht. Hört man das schon? Ja. Nein, ach, war das war vorhin dein Magen, der so geknurrt hat. Mensch, ach so. Dachtest du. Ich dachte, das war mein Hund, aber egal. Nee. Nein, ja, ich bin ja gespannt, was bei den Bluttests dabei rausgekommen ist. Mhm. Ich auch. Weil, also bei den anderen Bluttests, die beim Arzt immer machen, da heißt es mal Cholesterin und Eisen, ne? Ja, das wird ja da nicht untersucht. Weißt du, da hättest du ja anders Blut abnehmen müssen, aber du ich siehst eben so eine Nahrungsergänzungsmittel siehst du da schon wieder. Naja, also da die diese beiden Felder da zu beträufeln, das war ja schon allein eine Kunst, ne? unbegreiflich wirklich. Also. Mann, du, ich habe gequetscht wie ein Blöder, verstehst du, immer wieder. Und dann kam so viel raus. Ja, und dann immer wieder und dann verschmiert und oh, habe ich gedacht, oh Mann, du, was ist das, ist so Blödsinn, ne? Ja. Ich hatte keine Probleme. Nicht? Nein, gar nicht. Ja, ich habe das so gemacht, wie er da jetzt erklärt hat in dem Video. Ich habe mir dann ein Video angeguckt und das war super. Hab dann den Arm da so, hier so, ne, so. Und dann ja, vorher ein bisschen in Bewegung, ne? Genau. Ja, nicht auch so. Gemacht. Was sagst du? Nicht so. Nee, so. Richtig volle Granate, ne? Gut, aber was soll's. Ich habe ja gesagt, den Arm gedreht, nicht die Hand. was? Naja. So, was ist los? Na gut, aber was soll's, ich meine... Wir haben es mitgemacht und jetzt müssen wir das Ergebnis haben und dann ist es in Ordnung. Ja, und morgen berichte ich, wie gesagt, von Mindelheim, von Lovey Lights. Ja, Blanco, du kommst. Ja, mach mal ein Video, setz es mal live auf Link drauf. Facebook und YouTube? Nee, YouTube nicht, aber live auf TikTok kann ich. Nee, live kann ich doch. Doch 3 Minuten kann ich. Längst sind 3 Minuten, kann ich auch gehen. Hat man dann irgendwas gehört? Bei Fumé ist ja morgen auch dieses komische Zeug da, ne? Kick-off. Und aber das geht ja erst abends los. Das geht ja 18:30 los. Theoretisch, wenn ich wollte, könnte ich da auch noch hinfahren. Naja, wird das jetzt irgendwie übertragen oder was? Nö, oder? Das war von vornherein, dass es nicht übertragen wird. Das fand ich auch nicht so schön. Die anderen Jahre ist es übertragen worden. Diesmal soll es nicht übertragen werden. Weiß ich auch nicht. Also. Schade eigentlich. Ja, finde ich auch. Vor allem, wir warten ja auf die ganzen Infos, ne? Aber wie gesagt, ist nicht vorgesehen. Ja, ist gut, mein Hund, ist gut. Ja, das war dein Hund, das war nicht mein Magen, dein Hund war. Nein, das war mein Hund, das ist mein Hund, der ist gerade ein bisschen verrückt, weil unsere Abby, die ist läufig. Ja, gut. Ja. Nein, aber ich dachte, die übertragen das irgendwo oder so. Nee, hast du auch immer gemacht. Immer, ja. Ist das erste Mal, dass es nicht übertragen werden. Warum, weiß ich nicht. Weiß ich auch nicht. Macht mich auch ein bisschen nachdenklich, die ganze Geschichte. Ich habe, wie gesagt, zu tun morgen, ne? Blanco, ja. Aber es gibt ja dann irgendwann Informationen, oder was, hoffe ich? Ja, also soll, auf jeden Fall. Also spätestens Montag bekommen wir ja die E-Mails, hoffe ich. Info-E-Mails. Was? Spätestens montags werden wir wohl Info-E-Mails in unserem Postkasten haben.
Ach so. Ja, wir Partner. Ja. Nicht, Blanke? Ja, da bin ich mal gespannt, was dabei rauskommt. Ich auch. Ich auch. Sind wir wohl alle, wie ein Flitzebogen. Naja, gut. Was soll's? Also schlimmer als gar keine Information kann es ja nicht werden. Doch, Desinformationen, die sind schlimmer. Ja gut, das ist noch schlimmer. Siehst du? Wo ist denn unser Taxi, unser Pizzafahrer jetzt? Ist er immer noch unterwegs? Der backt jetzt Pizza. Was macht er? Der backt jetzt wahrscheinlich Pizza. Ja, das muss seine Frau dann machen. Na, okay. Gut. Na, oder sie hat vorbereitet und er backt jetzt unter Anleitung. Und er bringt weg. Oder so. Im Auto und backt einen Pizzaofen. Das ist immer was ganz Neues. Gut, meine Lieben. Jo. So, wir haben also nochmal, jetzt fangen wir mal an, das richtig aufzubauen. Also wir haben Xax dabei gehabt, wir haben Fumé dabei gehabt, wir haben Shogun dabei gehabt, wir haben Root dabei gehabt, wir haben Lovey Light dabei gehabt und wen haben wir noch? Robin Hood und eine Schokoladenfirma haben wir auch noch gehabt und Best Secret haben wir auch noch. Also wir haben alle über Gott und die Welt geredet. Über Kaffee. Kaffee auch. Moin Kaffee. Kaffee auch Moin, noch. Kaffee auch ja, noch. Den setze ich euch noch den Link rein. Siehst du, Moin. Das sind komm, reden wir vom Moin Kaffee, da sagt Moin der Stefan. Und über Mehlwürmer und Grillen in Hamburgern bei McDonald's. Haben wir auch noch, ja. Da haben wir auch noch drüber geredet. Also haben wir eigentlich haben wir alles durch. Dann mach ich denn den Moin Kaffee jetzt hier? Ja, können wir ja machen, ne? Wir können das alles machen, klar. Dann können wir uns eigentlich jetzt die Joppe überschmeißen ins Auto und dann einmal durchtreiben. Nein, also wirklich. Jo. Haben wir's. Mensch, haben wir den Tag auch wieder rumgekriegt. Also. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Und guten Hunger. Also, ich will mich jetzt nicht aus dem Fenster lehnen, nicht schon wieder, aber der Abend wird garantiert gut. Wie der Morgen jetzt wird, das kann ich dir noch nicht sagen. Ne? Wir haben ja schon 0 Uhr durch. Also der Morgen wird natürlich auch gut. Ne? Und der Tag auch. Und wer morgen weiter nichts zu tun hat, ab 9 Uhr auf TikTok könnt ihr bei mir den Garten sehen. Ne? Der Morgen fängt schon mal gut an mit McDonald's Frühstück. Ja, das ist das Schönste am Samstagmorgen ist McDonald's. Wirklich, das ist das Schönste von allen und das ist, wo ich mich die ganze Woche schon drauf freue, weißt du? Ich fahre zwar zwischendurch auch immer hin, aber freitags ist das meine gute Geschichte. Meine Lieben, dann sage ich mal ganz einfach wie immer. Ne? Gestern Geschichte. Vergessen wir mal. Kann keiner mehr ändern. Heute, okay, McDonald's in ein paar Minuten. Und morgen am Sonntag, was ist da? Fängt die Zukunft an. Und wer Interesse daran hat und Geschäfte machen will, der meldet sich bei den einzelnen Leuten, die heute hier dabei waren und holt sich seine Probe für Parfüm ab, zum Beispiel. Ja? Probiert es, sucht euch eine geile Firma aus. Ja, und entscheidet für euch selber, was euch am besten gefällt. Egal, ob es Shogun ist, ob es Xax ist, ob es Fumé ist, ob es LR ist. Es muss euch gefallen. Ja? Wirklich. Ihr könnt natürlich auch jederzeit dann jemand hier nehmen, der hier heute dabei war oder sowas und steigt bei dem ein, weil das wäre dann für mich eine tolle Geschichte, wenn derjenige mir dann sagt, ich habe einen neuen Partner oder einen neuen Kunden gefunden. Gut. Ansonsten, tja, sage ich danke und wir sehen uns nächsten Freitag spätestens wieder zu einem Live. Wenn der da oben mitmacht, ne, weiß ja nie, muss man ja davon ausgehen, dass es vielleicht bei irgendwann nicht mehr so ist, aber das werdet ihr dann auch sehen. In dem Sinne, ich wünsche euch was. Kommt gut zu liegen und Kerstin, halt die Leute auf dem Laufenden, was da Lovey Light los ist und dann
wenn es was Neues bei Fourmet gibt. Ne? Und genau. Ansjörg, guck nochmal nach, was es bei Shogun für Valentin gibt, Valentinstag gibt. Ne? Ja. Das, vielleicht gibt es ja irgendwas rein, einfach reinsetzen, ne? Und dann ist gut. Ja? Okay. In dem Sinne. Gute Nacht zusammen. Tschüss. Tschüss. Tschüss.